Ja. Oh, man kann mein Kabel selber sehen. Ne? Was kann man sehen? Ein Kabel selber. Sind wir schon live? Weiß nicht. Guck mal da. Ich sehe noch nichts. Markus B. schreibt Moin. Ja, jetzt habe ich auch was. Moin, Moin, Moin. Komm schon mal. Hier muss noch so ein bisschen, wir müssen noch ein bisschen Kabelsalat beheben. Mike ist auch schon da. Muss man noch überlegen, was Schönes. Brauchen wir einen Leiter vielleicht gleich. Vielleicht. Der erste Unfall. Halt dafür, Walter. Im Live-Video. Was ist denn genau runtergefallen eigentlich? Hier. Da? Oh, das Schild vom 106er. Hier, dieses da. Fanfare 106 Schild ist runtergefallen. Oh nein. Das darfst du keinem erzählen. Ah ne, das Schild brauchen wir ja gar nicht mehr. Den Trecker haben wir ja gar nicht mehr. Moin, 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 moin. Schönen guten Abend. Ich muss noch mal schauen, mit dem Kabel bin, aber es zaubert. Es nützt alles nicht. So. Oh ne, das war falsch. Hier beim Schnackenfrau. Oh, der ist kaputt. Warum habe ich den kaputten Kabel drin in die Schublade? Matthias eben schreibt, vielen, vielen Dank für 9,99 €. Mega geil. Matthias. Wir haben doch gar nicht angefangen. Vielen, vielen Dank. Aber ich glaube, Matthias freut sich. Wir haben Bild und Ton. Wir haben Bild und Ton. Ich bin ja mal gespannt. Vielen Dank. Ja, der haben wir gekriegt. Habe ich weitergeleitet. Was hast du weitergeleitet? Die E-Mail mit dem Bohrfutter von Alzmetall. Habe ich doch geantwortet. Ja, er hatte gefragt, ob die E-Mail angekommen ist. Ja. Dann hat er wohl seine E-Mail noch nicht gecheckt, wenn du schon geantwortet hast. Ich habe schon geantwortet, aber ich habe noch nicht geschafft, zu messen und zu machen und zu tun. Oh, das schaue ich auch mal. Manchmal muss man zwar schnell sein, aber ich bin nicht schnell. Erst sicher, dann gut, dann schnell. So, jetzt haben wir auch das Kabel unter den Füßen los. Hier, Dominik, die Zündkerzen haben wir neulich Nacht, also das war Samstagnacht. Bis um 3 haben wir gearbeitet. Bis um 3 haben wir gearbeitet und dann haben wir die Packung zu zweit schnell mal leer gemacht. Hier, voll geil. Die waren sehr lecker, vielen, vielen Dank. Das war was für mich. Ja, ist so. Oh, einen neuen Fernseher, Chris, das ist super. Viel Spaß. Ich habe die Bitrate runtergesetzt. Hoffentlich fällt dir das ja nicht auf. YouTube kann eh nur 1080 bei Live. Bei Live. Guck mal. Was mit dem 29? Samstag im Vlog, da kommt die Auflösung, was mit dem 29 ist. Aber Jan, also der ist ja frech. Was hat er denn gemacht? Ich hab's noch nicht gelesen. Das wird doch nicht. Ich sehe das jetzt schon. Ja, hier, wir sind nicht so live professionell, aber wir geben uns Mühe. Ah, eine Handvoll Schokobons hab ich noch, der Rest ist schon weg. Ich habe sie auf der Arbeit in der Schublade und esse immer mal zwischen. Ich lutsch die sogar. Ja, Axel hat die weißen gekriegt und ich esse die braunen. Ja, ich hoffe vor dem Sommer. Eigentlich sollte das, wenn es jetzt wärmer wird, losgehen. Also ich bin sehr positiv eingestellt, es wird schon mit dem Zaun. Ich muss mir ja noch ein Getränk aufmachen. Das ist bestimmt wieder ganz viel reden. Warte mal, wo ist er denn? Lars Schubert, hier ist er. Keine Ahnung. Lars Schubert Hild. Mein Ölfasswagen ist doch, meinst du den roten? Mein Ölfasswagen, ja. Ja, guck mal in die Videobeschreibung. Mein Ölfasswagen, wenn du den roten meinst, den habe ich mir bei Amazon gekauft. Er hat gesagt, er hat keine Mail gekriegt, Leon. Du hast die doch... Ich habe dir eine weitergeleitet. Na, ist aber egal. Pass auf, Tenor von der ganzen Geschichte ist, vielen lieben Dank für deine E-Mail und ich habe die schon gelesen und habe natürlich auch den Artikel angeguckt und der ist noch auf der Beobachtungsliste, aber ich habe es noch nicht geschafft, meine Bezeichnung zu lesen und zu messen, um dann den anderen anzuschreiben, wenn es passt.
Also, Herr Dango, wir sind positiv eingestellt, dass heute keine Zwischenfälle passieren. Auf Holz geklopft. Genau. Ach, Sturm ist ein bisschen. Ich fand es aber das letzte Mal schlimmer mit dem Sturm. Ja, ein bisschen, jetzt ist noch nicht so. Bisschen Sturm ist. Ja, der Zaun ist kaputt von Dietlef. Rausgerissen. Ja, also ich trinke erstmal einen Schluck auf euch. Vielen Dank, dass ihr alle da seid. Prost. Roter Bräu, helles. Blauer Pulli. Kann man trinken. Wer hat noch einen blauen Pulli? Blauen Pulli haben, nee, im Shop haben wir keinen blauen Pulli. Hier, du hast einen blauen Pulli angehabt? War das irgendein Pulli, so, wo ja, ich irgendwas ja, drüber gemacht habe? Ja, es war... Es ein war, es ölverschmierter Pullover. Wir haben ganz, ganz viel Testpullover. Ein ölverschmierter Pullover, der mit einem Logo, das den Ölfleck verdecken sollte. Siehst du, moin Christian. Was hältst du von Morning oder von Silvers? Ja, so ein schöner Träger. Hätte ich auch gern. Schön was zum Basteln. Was aber, machen wir denn heute? Aber wir haben mehr als genug zum Basteln. Deswegen warten wir noch. Wobei, ich habe jetzt den Mappen eingesehen. Den müssen wir haben. Schön, danke. Ah, die GoPro, die verloren gegangen ist, was mit der? Ja, habe ich noch nicht abgeholt. Wenn... Ich hoffe, am Wochenende schaffe ich das endlich mal. Samstag musst du schaffen. Ja, Samstag oder was haben wir denn? Sonntag? Ne, Sonntag. Sonntag können wir auch. Sonntag kann ich das machen. Ich soll da noch zum Kaffee trinken, deswegen. Keine von Jan Feierabend, Nils Petersen. Moin. Ja, ich habe sogar lauter kommentiert als einer der wenigen. Nils Petersen. Also, wenn du noch nicht kommentiert hast unter dem Video von Jan, immer kommentieren. Habe ich aber gesehen. So sieht's aus. Sind die GoPros hier die. Ich fahre mit ihm. Ja, wieso? Weil der eine hat geschrieben, das klingt so, als ob nur der GoPro-Sound ist. Oh. Ton ist ein bisschen leise. Ah, warte. Warte. Das kaut die da eigentlich. Das stinkt übel. So. Jetzt müsste der Ton, ihr müsst noch ein bisschen verzeihen, das dauert noch ein bisschen. Ich glaube, jetzt müsste der Ton wesentlich besser sein. Ha! Nee, ein Loch war da nicht drin, aber so ähnlich. Bedruck statt Flicken. Ja. Ich glaube, jetzt ist besser. Könnt ihr mal. Was könnt ihr denn mal? Ich muss das auch mal besser strukturieren hier. In Meppen, ja, weiß ich noch nicht, aber da steht ein. Ich bin auf der Suche nach dem ranzigsten Vario Deutschlands. Ach herrje, jetzt hast du ja was ins Rollen. Am besten mit Triebsatzschaden. Der Fan steht auch noch. Oh, da muss ich ja mal gucken. Es knackt ein bisschen. Ich habe das Problem, ich kann das mit dem Knacken natürlich... Ja, jetzt haben wir umgeschaltet auf das andere Mikrofon und ich hatte das... Alter, mein Test. Ich war so zufrieden. Mein Test war so gut. Mach mal davor da wieder an. Besser. Ja, davor andere? War aber... Die Frage ist jetzt... Wir wollen das mit dem Knacken erstmal beheben. Muss ich ja mal gucken. Es knackt ein bisschen. Ja, es knackt. Aber... Nee, mach mal da wieder an, ich muss das nochmal hören. Achso, du musst das nochmal hören. Das ist, Alter, mein Test. Ich war so zufrieden. Mein Test war so gut. Ja, wir machen das nochmal. Komm, endlich mal fummeln. Ja, mach mal aus. Oh je. Schreib schon mal in den Chat rein, es könnte was geben. Nee, das schreibe ich nicht rein, weil der passiert's ja. Vorsicht, das Bild geht aus und der Ton geht weg. Dieses Kunststofflied. So. Jetzt mal bitte da den Ton nochmal anmachen. Geil, wenn wir das ja nochmal haben.
Mal gucken, was jetzt ist. Wir machen mal den Live-Test selber. Bei uns selbst. Standbild. Nee, meine Hose bewegt sich. Also ich habe kein Standbild. Ich hab Ton. Also da hier ist Standbild, hier bewegt sich nichts. Und hier bewegt sich auch nichts. Ja, aber hier bei mir bewegt es sich ja. Du musst mal da ja, dann muss ich warten. Aktualisieren oder so vielleicht. Achso, ich muss vielleicht auf Play drücken. Oh Mann. So. Knackt immer noch? Oh, schade. Schon, du bist schon vermisst. Nee, mach mal da den Ton an. Ich muss ja einmal kurz gucken. Wenn ich jetzt hier drüben bin, musst du hören, ob du mich hörst. Falsche Gerät. Das kann doch gar nicht angehen. Welchen Teil macht ihr in welchen Ton? Ist hier noch eine Aufnahme drin? Nein. So, wieder mal, wir machen erstmal ein bisschen Technik. Und ich halte dann heute läuft es richtig gut. Mein Problem ist noch woanders. Moin, 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 moin. Nee, wir haben nur erstmal. Erstmal ist Aua. Am Anfang war der Ton super, ja. Am Anfang war aber auch nicht mehr die Ruhe im Mikrofon leider. Weiß nicht genau. Eigenschaft. Camlink. Wie heißt denn das? Videoaufnahmegerät. Videoaufnahmegerät. Das ist aber das. Das. Das und das. Gucken wir einmal da. Wir ändern das nochmal. Eigenschaften. Egal. Nee, wir spielen kein LS. Dafür haben wir gar keine Zeit. Der Hund ist wieder da. Ist schon wieder zurück. Ach so, wie geil ist das denn? Alter, der Stecker steckte da gar nicht drin. So, jetzt geht's weiter hier. Jetzt bin ich mal gespannt. Der Stecker steckte nicht drin. Oh, Simon, das hört sich gut an. So, jetzt bin ich nochmal weggelaufen, wieder da. Siehst du das da? Nee, du bist noch nicht weggelaufen. Jetzt bist du weggelaufen. So, und dann komme ich wieder und dann sind wir mal gespannt. Ach so, wie geil ist das denn? Alter, der Stecker steckt da gar nicht drin. So, jetzt geht's weiter hier. Aber ist immer noch scheiße. Der Stecker steckt nicht drin. Ist immer noch nicht gut. Was ist denn nur kaputt? Das hört sich gut an.
Eigentlich müsste das jetzt sein. So, nun sind wir da. Nun hören wir mal rein, was da passiert. Ach ja, Ton ist weg, ja. Ton leise, aber Knacken ist weg. Jo. Das ist genau unser Stil. Ne? Da musst du noch mal ein Ständchen machen. Aber wenn du gerade von der Arbeit kommst und dann hier schaffst das gerade mal so, das ist immer mein Herrn. Ah. Man hört nichts. Mikrofon testen, Ton. Doch. Das ist ganz leise. Ton kommt jetzt aber. Ja. So, nun sind wir da. Gut. Mach rein, was da. Ich mache lautlos. Nee, mach nochmal an. Ah. Ton leise, aber Knacken ist weg. Jo. So, jetzt sind wir ganz weit vorne. Ton passt super. Ton top. Ja. Aber es wäre ja auch blöd. wäre ja auch blöd, wenn er sofort gehen würde. Mann, ist doch klar. Kann ja nicht sofort laufen. Die wollen dich gleich schon schwitzen sehen. So, ich ohne Witz, solche Dinge bringen mich tatsächlich zum Warmwerden. Akku zeigt rot. Ja, ich habe vorsichtshalber, Leute, das ist ganz witzig. Diesmal habe ich es geschafft. Wir entwickeln uns ja immer weiter. Und ich habe es diesmal geschafft, in die GoPros weder eine SD-Karte reinzumachen, noch einen Akku. Ich habe Hoffnung, dass das... Ich habe es geschafft, sie alle anzukriegen. Oh, guck mal, der Hund ist auch so schön zu sehen. Wo ist der 106er? Ja, das ist eine gute Frage, ne? Ja, wir arbeiten an der Achse, beziehungsweise wir müssen das Federdämpfungs-Dingsbums, wie heißt das, das Luftfederungselement raus haben. Ich habe wohl gefuscht. Ich glaube, ich habe gefuscht. Und deswegen, ja, muss ich da mal nacharbeiten. Das Auto klappert hinten. Und das Auto muss 1,22 zum TÜV. Wir müssen da jetzt mal bei. Danke, na? Landwirtschaft in Mittelfranken für 5 Euro. Vielen, vielen Dank. Danke, Landwirtschaft in Mittelfranken, genau. Prost. Axel, ich höre nur mi. Genau, ihr seid alle Tontechniker, das ist das Gute. Nee, wenn du mi hören willst, dann musst du woanders hin. Das ist unser falscher Kanal hier. Ja, ja. Du hattest gestern im Kommentar gefragt. Ach so, wegen den 916 Bremsen, Jannis. Ja, ich weiß nicht, wie ich dir das erklären soll. Puh. Ich habe diesen Ring liegen, weil mir Achim, aber Achim ist bestimmt nicht hier im Chat heute. Achim hat mir das erklärt, der sagt, hier, pass mal auf, meine 818 verliert nämlich auch Bremsflüssigkeit. Und dann sagt Achim zu mir, du, ich habe im Video gesehen, dein Trecker verliert Bremsflüssigkeit. Das war einmal, piepte der auf, da, als ich zum TÜV gefahren bin. Beziehungsweise, als wir gemulcht haben, da hatte ich auch zu wenig drin. Und dann habe ich nachgekippt. Obacht, keine Bremsflüssigkeit, sondern Omni wisst ja nicht, wie heißt es denn? Pentosin. Danke, David, für das Lob. Habe ich jetzt nicht gelesen. Auf jeden Fall verliert der 818 auch Flüssigkeit. Und es ist im hinteren Teil, da sind Hydraulikventile. Ich kann es gar nicht beschreiben. Vielleicht kommt Achim noch in den Chat, aber das glaube ich nicht. Der weiß das nämlich. Der ist da in der Hinsicht fit. Ich kann das leider nicht so gut wiedergeben. Aber ich kann mal gucken, dass wir das Mittwoch im Vlog reinkriegen. Ich frage mal nach und dann kriegst du das exklusiv Mittwoch im Vlog, wenn dir das noch reicht. Ja, der muss so ranzig sein, also der muss einen Triebsatzschaden haben. Eigentlich muss es ein 9er sein mit Triebsatzschaden. Alle anderen können wir ja nicht so wirklich gebrauchen. Sehr gerne, Manuela. Und ranzige Trecker gibt es nämlich in hier Meppen und da wollen wir hin. Da gucken wir uns das an. Danke, Matthias. Das ist lieb von dir. So. Na, hast nichts gefunden? Ach, du warst trinken. Ja, was du trinkst. Also, wir müssen das Luftdämpferelement raus haben, weil ich glaube, in dem Dämpfer oben die Schraube hat irgendeiner nicht richtig festgezogen. Wer, weiß ich noch nicht. Was für ein Bier trinkst du denn heute? Heute habe ich von euch gekriegt ein roter Bräu, und zwar ein helles. Ein helles roter Bräu. Die Raumkamera größer machen. Die Raumkamera? Ja, können wir. Wie viel Platz ist hier mit den Kabeln? Können wir einmal da gucken? Wo spannt es? Ich glaube, hier spannt es, ne? Nö, hier spannt es nicht. Die Raumkamera größer. Können wir natürlich machen.
Ich könnte ja so machen. Radladerfahrer, vielen, vielen Dank für 5 Euro. Liebe Grüße zurück nach Wolfsburg. Vielen, vielen lieben Dank. So vielleicht. Bernd muss mal in die Videobeschreibung gucken. So vielleicht. So, jetzt geht's hier weiter. Musa, frag halt Silbers, ob er dir sein verkauft. Oh. Was für Kettensägen besitzt du? Fadi besitzt die. Aber Kettensägen kannst du sehen, mutmaßlich Mittwoch im Vlog. Wir haben eine MS-200... Nee, wie heißt denn die Kleine überhaupt? MS-260? Oh, ich suche das jedes Mal, suche ich das für euch raus. Ich vergesse das immer wieder. Also. Ja, wie das denn so ist, Fadi hat seine Kettensäge auch zu Hause. Und meine ist hier oben. Vielen Dank, Manuela. Also, ich besitze eine Husqvarna SE 266. Ah, Patrick, guck mal in die Videobeschreibung. So. Wo kann man nachlesen, wo es Traktorpulling gibt? Tja, da gibt es bei Facebook meistens Seiten. Das ist die einzige Chance, die man hat. Ach so. Hier spannte das vorhin ja auch schon. Ist Reiser noch da? Ja, sozusagen. Ja, bist du da, ne? Nee, die Kamera meine ich jetzt, weil ich musst das Kabel... Musst du mal in die Kamera gucken. Weil ich das Kabel da immer so ein die bisschen... Die vermissen dich schon, Schnauzerchen. Oh, die legt sie nachher schon auf ihren Platz. Welche Schwertgröße hat die? Die 266. Puh. Müsste ich mal auf die Kette gucken. Ich weiß sowas nicht aus dem Kopf. Ich brauche so selten Motorsägen. Oh, die GoPro holen wir am Sonntag ab. Wir haben es noch nicht geschafft. Nee. Es war ein bisschen viel zu tun. Das ist im Moment aber alles. Sonntag. Alles so ein bisschen durcheinander. Ich bin so gespannt. Kannst du mit Silbers nicht tauschen? Du hast die 4-Fachstellung der EHR, aber ohne Funktion. Und er hat die Funktion nur den Schalter und die Symbole nicht. Nee, das stimmt ja nicht. Ich habe hab nur das Symbol. Die Funktion hat mein Träger nicht. Nur das Symbol, weil sie bei den neueren Trägern das Symbol ja immer gleich gelassen haben. So, wenn ich hier messe, müsste das Schwert ein 60er sein. 60 cm Schwert ist da drauf auf der Säge. Vielen Dank, Alpenfestung, für die lieben Worte. Das Entscheidende ist bei der EHR, dass dahinter der Schalter das auch können muss. Und der Schalter, der da drin ist, der kann das nicht. Schlagschrauber. Was möchtest du denn? Ich sehe da nichts, Schatz. Ich will wieder auf dem Fußboden rumkrabbeln. Das ist doch gut so. Macht ihr beiden denn das schon wieder? Ach ja. Keiner beobachtet den Chat. Muss ich das auch selber machen? Nee, ich bin doch schon wieder da. Ich habe nur das Leben gerettet. Alpenfestung, vielen, vielen Dank. Da hast du recht. Hendrik, da hast du recht. Das ist auch alles nicht verkehrt. Es ist ja, im Moment ist es ja so, du musst ja erstmal so eine Kiste kriegen. Das ist ja viel interessanter. Und deswegen, das passt schon alles. Du hast die Funktion, nicht aber er. Wieder falsch gelesen, habe ich. Dein Schalter kann das nicht, doch. Also nochmal, mein Schalter. Von meinem 800er. Ich habe nur einen 800er. Der kann das nicht. Der hat aber das Symbol auf dem Deckel. Der Deckel ist immer gleich. Alle 800er und 900er haben den gleichen Deckel. Auch die 500er. Nur, nee, die 500er gar nicht. Nur die, alle 800er und 900er. So, und nur die 800er, erste Generation Haubenpuster, die haben das so, wie das bei Silbers ist. Ah, nee, zum Schluss wird nicht geflext. Aber oh, Ben, das wissen wir noch nicht.
Was wissen wir nicht? Wann der nächste Live-Chat kommt. So, da ist das Ding. Liebe Grüße in die Schweiz, Vanessa. Hat sich die Lage eigentlich wegen der Aufkleber auf dem Ladewagen geklärt? Die Lage? Da gibt's keine Lage. Aufkleber kaputt, Aufkleber neu. Norbert und Sabine müssen mal in die Videobeschreibung gucken. So. Das hier ist ja nun ein Luftelement. Voll mit Luft. Und die Luft muss erstmal raus. Die Hundekamera ärgert mich noch so ein bisschen. Danke, Matthias. Warum streamen wir nicht auf Twitch? Warum wir nicht auf Twitch streamen? Weil kein Bock dazu. Wir sind YouTuber. Wir sind YouTuber und keine Twitcher. Und dann sind wir YouTuber und dann bleiben wir YouTuber. Und was bringt dieser Schalter? Was der Schalter bringt? Mhm. Guck dir das Video, da hast du das genau erklärt. Ist der Hund jetzt gut drauf? Guck mal auf der anderen Kamera, ich hab die verstellt. Was willst du machen? Du sollst hier mal wieder... Ja, ich sehe das jetzt erst. Ich sehe jetzt erst dich. Und was hast du denn jetzt gemacht? Die ist umgefallen. Ja, deswegen ja. Du sollst hier gucken, auf dem Fass, bitte. Ach so. Das geht schneller. Jetzt machst du an die Decke. Also vom Hundekörbchen sieht man nichts. Hä? Weiter runter. Du filmst da auch oben hin. Das Fanschild filmst du. So, jetzt? Ja. So. Oh, Manuela, ich glaube, 11 hatten wir gesagt, ne, Schnuggi? Wir machen bis 23 Uhr, wir müssen zu Bett. Ich habe keine Lust mehr, wir müssen mal schlafen. So. Warum baut man sich den falschen Deckel an, wenn der Schlepper eigentlich eine bessere Funktion hätte? Soll ich das auch noch aufklären? Der Trecker hatte mal eine Front-EHR. Die hat irgendjemand ausgebaut und verscherbelt. Und derjenige, der das ausgebaut und verscherbelt hat, musste natürlich diese Löcher, die da entstanden sind, wieder füllen. Und das Löcherfüllen ist durch das falsche Ersatzteil gekommen. Ganz einfach. So setzt sich das zusammen. Da hat einer gefuscht. Moin, wie geht's euch und was ist mit dem John Deere? Ach, und ich habe ein MTD B100 mit Seilwinde hinten dran. Dein Rasenmäher hat eine Seilwinde? Was bist du denn für ein geiler Typ, Alter? Der John Deere kannst du am Sonntag sehen, da kommt das erste Video. So, jetzt lassen wir hier langsam die Luft ab. Was haben wir für einen Schlagschrauber? Schlagschrauber haben wir zwei. Einen kleinen, einen großen. Caroline in der Videobeschreibung. Wir haben ein DTW, ist das scharf eigentlich? Wir haben ein DTW 1002. In welchem Video haben wir darüber gesprochen? Über was haben wir? Weiß ich nicht. Ich guck mal nochmal weiter hoch. Also im Mittwochsvideo haben wir darüber gesprochen, wenn du das meinst, was ich meine. Die Agrarprofis, ja, persönlich kennen tue ich die nicht, aber die Videos kenne ich. Ja, M-Stunt-Biker, das Problem ist, wenn wir nach Meppen fahren, dann fahren wir hier morgens um 5 los. Und wenn wir dann es geschafft haben, durch Meppen durch zu sein, also durch die Auktion durch zu sein, dann schaffen wir es vielleicht gerade noch zu Agravis rein. Und wenn wir dann nach Hause fahren, dann sind wir abends um 10 zu Hause. Wann ist denn Meppen? 6 so... Ist da, kann der Kalender was? März. 24. 25. März ist Versteigerung. Also müssen wir vorher dahin. Ist ja klar. So, jetzt kann man hier sehen, Luft haben wir abgelassen. Das ist schon mal gut. Dennis hat eine Frage. Wenn du neuen Kunden hast, wie findest du die Felder auf Anhieb? Mit Navi beim ersten Mal? Ja, ganz oft durch Beschreibung. Zweimal links, dreimal rechts.
Wenn du wissen willst, wie es manchmal auch nicht geht, dann musst du dir das musst du dir das Video angucken, Dauerfahren, Maissilage. Da sieht man, wie ich mich verfahre, weil du weißt es nicht immer. Aber es ist ein cooles Video, schockt. Kannst du dir angucken. Ich brauche wieder einen Schlagschrauber, glaube ich. Was hältst du von dem Fendt in Schwarz? Dem Fendt in Schwarz? Da halte ich nicht viel von. Ich mag das nicht. Ich mag Fendt in Grün und rote Felgen. Was ich aber auch spannend finde, ist Karibikgrün und weiße Felgen. Das finde ich irgendwie auch ganz cool. Christian fragt, was eine EHR ist oder wie das heißt. Eine EHR, das ist die elektrische Hubwerksregelung. E, elektrisch, H, Hubwerks, R, Regelung. Die regelt bei so einem Hubwerk, also hinten, was du quasi hinten an den Trecker anhängst, die regelt zum Beispiel, wenn du fährst und du kommst an einen Berg und es geht schwerer, dann kannst du einstellen, dass sie, dann merkt der Trecker, oh, das geht schwerer. Und dann ist da die elektrische Regelung und die hilft dir dann und die sagt, oh, das geht schwer, heb mal den Flug ein bisschen hoch. Und dann hebt er den Flug ein bisschen hoch. Man kann das einstellen, wie doll er das machen soll und und. Und so regelt er immer die Höhe, damit ein Trecker immer optimal seine Kraft entfalten kann. Ach so, und wir haben noch ein DTW 285. Jetzt hat er schon wieder so einen Sprung gemacht. Da brauchen wir. Wann geht es bei euren Anhängerkipper? Ich glaube, los. Los? Bei unserem Anhängerkipper? Mhm. Beim 8-Tonner oder wo bist du? Ja, ich denke mal, das meint Marian. Ja, wenn wir drüben eine große, schöne, warme Werkstatt haben, dann kann man auch mal solche Sachen in Angriff nehmen. Aber erstmal ist es so, wie er ist, funktioniert er ja sehr gut. Wir werden ihn die Tage auch jetzt mal in Einsatz sehen. Wie teuer war der Neuner? Der Neuner? Darüber spricht man nicht, aber, aber der Trecker hatte ein bisschen über 8000 Stunden und hat nicht so viel gekostet. Sonst hätte ich ihn nicht gekauft. Man muss aber Glück haben und im Moment ist ja eh alles teuer. Im Moment ist eh alles teuer, was man kauft. Wenn ich Kurse von anderen höre, für was die Trecker kaufen, dann hätte ich den Trecker definitiv nicht gekauft. So. Ups. Kannst du mal erklären, wieso ein Rasenmäher-Trecker eine Platine hat? Ja, dieser Trecker hat ja eine Platine, weil der hat ja ein Mähwerk, was elektrisch an- und ausgemacht wird. Und deswegen ist da so eine Platine. Und dann hat er noch, wie jeder andere Rasenmäher, auch eine Sicherheitsschaltung. Das heißt, wenn du dich darauf setzt, dann geht er erst an. Und das Mähwerk geht ja dann auch erst an. Und das, die beiden Sachen zum Beispiel, dass du dann auch erst starten kannst und so, die Sachen sind ja auf so einer Platine drauf. Deswegen hat er eine Platine. Die ist nicht schlau, die Platine, aber ein bisschen was kann sie schon. Du hast mir in einem Video erwähnt, dass du früher in New Holland TM gefahren bist. Jo. Was habt ihr da gemacht und welche Modelle seid ihr gefahren? Mein Onkel hatte immer TM 155 beziehungsweise TM 135 vorher. Und der hat geflücht mit einem 4-Schar Volldrehfluch. Der hat gegrubbert mit einem 3-Meter Grubber. Mit dem habe ich gewalzt. Mit dem habe ich Getreide abgefahren. Mit 8 Tonnen und 18 Tonnen. Ja, das waren so seine Aufgaben. So, oben haben wir das Ding jetzt gelöst. Hast du die Spiegelhalter grundiert, als du sie lackiert hast? Also als ich sie beim letzten Mal lackiert habe, beim Achter und Co., habe ich sie nicht grundiert. Weil das ist Aluminium, das ist egal, was du da machst. Das kommt, pustet eh nach 5-6 Jahren wieder auseinander. Das muss man alle 5-6 Jahre eigentlich neu machen. So. Bist du mit der Steuerung beim 29 schon weitergekommen? Ja, sieht man Samstag im Vlog, wie weit ich da gekommen bin. Aber was heute genascht wird, Haribo, Red Band,
Ah, Sophie wird heute nicht genascht. So. Also immer einen Rollerfahrer dabei haben. Einen Rollerfahrer musst du haben. Eine der schönsten Aktionen im letzten Jahr. Super nett. So, viel sehen kann man nicht, aber ich muss da eine Schraube lösen. Du bist so unfair, Hund. Das habe ich auch schon gedacht. Liegst im falschen Körbchen. Und wenn ich jetzt die Kamera nehme für den Hund und stelle die um, dann ist der 100% 5 Minuten später, liegt er sich da hinten hin. Ich kenne dieses Tier. Das veräppelt mich. So, 16er Schlüssel passt da nicht rauf. Typische Beschreibung zur Fläche. Ja, fährst den Weg runter an der 4. Birke rechts beim Weidepfosten mit der Tränke auf der linken Seite, musst du die 6. Einfahrt links nehmen. Hier, ja, so ähnlich ist es. Hier, wer hat das geschrieben? Land, Leben, Leidenschaft. Und dann der letzte Spruch. Das siehst du aber schon, das findest du. Das ist die einzige Koppel da. Gar kein Problem. Genauso funktioniert's. Und meistens geht's auch. Oder du kriegst einen Standort auf WhatsApp. Das geht ja mittlerweile heutzutage. Stimmt, du musst, wenn die Kamera... Du hast auch einen Fan heute hier. Balu. Richtig. Balu guckt auch zu. Der ist ein Fan von dir. Ja. Es ist 18er Schlüssel, weil der hätte man... Hast du schon mit Agrarmonitor beim Kunden gearbeitet? Nee, mit Agrarmonitor haben wir noch nicht gearbeitet. Was hältst du von Chiptuning? Chiptuning? Beim Träger? Chiptuning halte ich für nicht so gut. Ich bin eher für Motorsteuergerät anpassen Tuning. Weil die Jungs, die einen Chip bauen, ein Chip ist immer für jeden. Und wenn da einer das mit dem Steuergerät anpasst, was ja in dem Sinne auch Chiptuning ist, dann ist das aber auf den Trecker speziell angepasst und nicht auf einen von 1000. Ach, guck mal, so ist die Kamera gut, da kann man Reiser sehen. Ja, das ist auch nicht verkehrt, weil ich kann nämlich, mich kann man da, also ich kann da nicht so viel, das ist gerade ein bisschen, ich habe nicht so viel Kabel, dass ich da unten hin kann. Das ist das Problem. Was ist eigentlich aus der ehemaligen Kreiselegge geworden? Die steht da und wartet darauf, dass ich da irgendwann mal was dran mache, wenn ich Zeit finde. Milchhufte, bitte vielen, vielen Dank für 10 Euro. Vielen Dank. Jokel, danke. So, hier muss erstmal so ein Wasser-Windabweiser ab, damit ich an die Schraube rankomme. Wasser. Musst du dieses Frühjahr auch Maisland vorbereiten? Ja, mehr als letztes Jahr sogar. Ich glaube, dieses Jahr machen wir 12 Hektar, 13, 14, ich weiß gar nicht genau. Wie ist denn so der Stand mit der Krampfmulde? Ja, wir schauen mal, wir lassen uns überraschen. Ihr könnt euch da alle überraschen lassen. Wenn du sagst, dass du die Sperre reinmachst, was genau sperrst du da immer zu hören, wenn du beim Feld... Vom Feld kommst, sagst du Sperre raus und war es rein nicht hauen. Also ich meine eigentlich immer die Achse. Ich sperre hinten die Achse. Unser Ladewagen und unser Rollbandwagen haben ja eine Lenkachse. Und diese Lenkachse, die sperre und entsperre ich. Das meine ich damit. Steht der Fan denn bei Ritchie oder bei AB-Auktion? Nee, dieser ranzige Siebener, auf dem habe ich schon gesessen. Da gibt es auch ein Video zu, wie wir bei Fricke sind. Der steht in Meppen. Also die Bilder sind noch wie heißt es denn so schön an der Autobahn da? Im Bokel entstanden. Aber der Trecker an sich wird nachher ja Ende des Monats, also Ende März, Richtung Meppen wandern. Wann geht's bei der Metallwerkstatt weiter und wann wird die große Werkstatt isoliert? Ja, wir warten jetzt auf Material. Ich wollte gerade sagen, bestellt hast du das denn schon? Bestellt habe ich, den Schweißtisch habe ich bestellt. Da ist auch heute eine Bestätigungsmail gekommen.
Und ja, wir warten also im Grunde genommen jetzt auf den Schweißtisch als nächstes. Und dann habe ich das hier verkehrt rausgeschraubt. Warten wir auf den Schweißtisch als nächstes. Dann werden wir den Schweißtisch zusammenbauen. Und wenn wir das nämlich haben, dann sind wir in der Lage zu sagen, wie groß das wird. Und dann machen wir den ersten Bodenaushub. Was hattest du vor dem 9er Trecker oder was war dein erster Trecker? Ja, der erste Trecker, der immer schon da war, ist ja der Kramer. Und dann kam ja danach als erster Trecker der 106er. Was ist eigentlich mit dem 600er passiert? Der 600er, den habe ich eiskalt verkauft. Ich brauchte das Geld. Wie sieht es eigentlich mit dem Frontlader-Projekt aus? Ja, wir machen alle Projekte, die anstehen, nach und nach. Unser Frontlader-Projekt ist zum Glück so, dass wir ja, dass ja an dem Frontlader alles funktioniert. Deswegen haben wir da keine Eile geboten. Worauf muss man achten, wenn man auf LED-Arbeitsscheinwerfer umbauen will? Das in der Videobeschreibung, hätte ich beinahe gesagt, das in der Artikelbeschreibung von dem Scheinwerfer steht, Funk entstört. Und dann muss man sich einig sein, ob man eine Nahfeld- oder Weitausleuchtung haben möchte. Das ist nämlich auch immer ein Unterschied. Meistens ist es so, dass sie entweder 40 Grad strahlen oder 60 Grad strahlen. Wenn man also nah haben will, muss man 60 Grad haben und wenn man weit haben will, muss man 40 Grad haben. Das sind so die Unterschiede. Aber wichtig ist, Funk entstört, denn keinem ist geholfen, wenn du auf dem Trecker sitzt und dein Radio macht krrrr, weil du einen Scheinwerfer anmachst. So. Also, unten ist er raus. Jetzt kommt die schwerste Aufgabe. Meine Frau kennt das schon. Ist ein Zylon 520 guter Zustand für 42.500 und 6.100 Betriebsstunden empfehlenswert? Ja, der ist wohl empfehlenswert. Es ist halt nur ein 520, ne? Ein 520, muss man ganz ehrlich sagen, ein 524 ist jetzt schon nicht das Leistungshighlight. Ein 520 ist schon echt nicht spritzig, wollen wir es mal ganz fairerweise sagen. Aber ansonsten, kommt ja mal drauf an, was man will. Nicht spritzig heißt für mich, wenn ich hier, ich habe einen 40-Kubik-Wagen hinterher gehabt mit Mais drauf und Gesamtgewicht, weiß nicht, was hatten wir da? 36, 37 Tonnen, der ganze Zug. Wenn da 140 PS sich ein bisschen quälen, dann ist das ja ein Luxusproblem von mir. So, ich werde das jetzt mal machen. Mit dem Hund. Was für eine Uhr trägst du da heute? Uhr, die ich immer trage. Fossil irgendwas. Fossil Silber. Für was ist eigentlich der Kipphebel bei der Steuerung der 900er? Dachte bei Sibbers, dass dies auch irgendwie gebastelt und nicht original war, aber der in deinem Vlog hatte dies jetzt auch. Kipphebel. Ja. Du musst noch erzählen, welchen Kipphebel du meinst. Sind bei euren Audi und Touareg noch die ersten Motoren und Getriebe verbaut oder wurden sie schon mal getauscht? Nee, wir haben ersten Motor, ersten Getriebe bei beiden Fahrzeugen. Oh Thomas, das tut mir leid, was hast du denn geschrieben? Ich versuche das, aber manchmal switcht das Programm das immer so hoch, dann kann ich das nicht lesen und ich weiß nicht, wo ich war. Schreib noch mal, Thomas. Willst du dir mal Maishäcksle anschaffen? Nee, ich will mir kein Maishäcksle anschaffen. Was sagst du denn zu Sibbers 926? Schöner Träger. Wie, sag mal, hattest du die Kamera noch an? Wie sie gerade ausgegangen? Ja. Das macht nichts. Ich habe ja vorhin noch mit dir zusammen für einen Vlog aufgenommen. Das stimmt. Oh, jetzt hat er schon wieder irgendwas gemacht. Wie breit ist dein Flug? Mein Flug, der Flug, den ich von meinem Nachbarn fahre, der hat 2,50 Meter, wenn man ihn voll ausfährt.
hast du deine Kunden bekommen und wie habt ihr alles aufgebaut? Wie haben wir unsere Kunden bekommen? Wie wir alles aufgebaut haben? Wir haben immer eine Maschine gehabt, dann die nächste, dann die nächste, dann die nächste. Immer Stück für Stück. Du hast die Kamera ja umgestellt. Klein angefangen und dann immer größer. Und dann die Kunden haben wir nur durch Mund-zu-Mund-Propaganda bekommen. So. Hast du schon mal ein falsches Feld hast du schon mal auf einem falschen Feld gearbeitet? Nee, das habe ich noch nicht geschafft. Wo kauft ihr die Ersatzteile für den Bagger? Für den Bagger habe ich heute gerade wieder geguckt. Ach so, ich kann ja hier Schoki essen. Wir kaufen viel bei, boah, wie heißt denn der überhaupt? Ich hätte beinahe gesagt baggerersatzteile.de oder so. Buchsen, ah nee, warte mal, hier in der Legende steht das doch mal nicht drin, ne? Buchsen, Bolzen, hast du nicht gesehen. Also einmal kaufe ich bei Atlas Nordhessen, die haben einen sehr guten Online-Shop. Die haben sehr viele Teile, die sehr speziell sind. Eigentlich, glaube ich, hat Atlas Nordhessen, die haben, glaube ich, alle Teile. Und dann baumaschinenersatzteile.com. Kaufe ich zum Beispiel auch sehr viel. Und was ich auch, wo es auch was zu kaufen gibt, ist bei eBay. Da kaufe ich auch manchmal. Und dann habe ich noch meinen absoluten Joker in Eckernförde sitzen. Ganz netter Mann. Oh Mann, wie heißt er noch? Thomas. Ich hätte aber gesagt, Thomas Andresen heißt er ja aber nicht. Aber. Ja, der hat in Eckernförde. Das ist auf jeden Fall ein ortsansässiger Laden und da kann ich jederzeit anrufen oder eine E-Mail hinschicken und der besorgt mir auch alles. So, das große Problem ist, jetzt das Element hier runterzumachen. Es wird nicht gehen. Das hat beim letzten Mal auch nicht gegangen. Wir müssen wieder eine Spezialtechnik anwenden. Ist das gerade Blaue gekommen? Oder ist es der Helikopter? Hier ist nur Wind. Was arbeiten wir? Wir müssen das Dämpferelement rausholen hier. Nee. Ach, was wir arbeiten? Steht in der Videobeschreibung drin. Ansonsten, Katharina ist Steuertante. Steuertante, genau. Und ich bin Elektrotechnik-Onkel. Also ich arbeite. Nee, hier fliegt tatsächlich gerade ein Hubschrauber. Ja, ich wollte gerade sagen, wird hier jemand abgeholt? Der ist so dicht. Wenn der hier landet, dann weiß ich wieder alles. Nein, ich bin Elektrotechniker in der Industrie und repariere Werkzeugmaschinen. Hört sich so an, als ob er hier irgendwo landet. Ja, aber der Wind ist so doll. Aber weit weg landet er nicht. Nee, der ist irgendwo. Lass mal mich mit meinem Blick. Nee, der ist vorbeigeflogen. Wir hatten noch so ein Stück Holz beim letzten Mal. Wo ist das denn hin? Das kann ich dir nicht beantworten. Willst du dir einen Meppen-Eintrecker kaufen? Ich glaube nicht, dass wir uns dieses Meppen-Eintrecker kaufen werden. Dafür haben wir kein Geld. Wir haben ja erst gekauft. Also, ich wollte gerade sagen. Wir sind ja gar nicht so weit weg von dem, dass wir gerade erst einen Trecker gekauft haben. Wir haben deswegen ja. Ist das relativ unwahrscheinlich. Der ist noch nicht so lange da, Dezember. Was Dezember? Dezember ist der Rasenmäherträger gekommen. Ach, der Rasenmäherträger, ja. Ja, ich weiß, du meinst den anderen. Wo und wie hast du dir das alles angeeignet? Wo und wie? Naja, das Schlimme ist, ich bin nicht mehr so jung. Ich habe mir das über die Jahre angeeignet. Und durch meine Ausbildung und durch viel Zugucken und durch viel Abgucken bei anderen und ja, im Grunde genommen durch solche Taktiken habe ich mir das angeeignet. Hier muss noch irgendwo ein Stück Holz sein. Also diese Frage kam jetzt so oft, wo ist eigentlich der 106er? Den 106er der Mann haben, haben wir auf Urlaub geschickt zu meinem Großcousin. Warum und wann hast du die Kreiselecke gekauft? Die Kreiselecke habe ich vor 2 Jahren, glaube ich, oder so gekauft. Die will ich mir noch mal umbauen. Da will ich noch mal ein Maiszünsler-Bekämpfungsgerät draus bauen. Ich brauche ein Stück Holz. Das nützt alles nichts.
Naja, mit welchem Kapital und wie wir uns das aufgebaut haben. Wir haben normal gearbeitet, Geld gespart und anstatt in Urlaub zu fahren... Nee, das kannst du so nicht sagen. Ich habe 20 Jahre lang auf dem Trecker gesessen und habe 20 Jahre lang auf dem eigenen Trecker hingespart. Und wenn du jedes Jahr auf dem Trecker sitzt, nehmen wir nochmal 10 Jahre. Und du hast keinen Urlaub gemacht. Und du machst keinen Urlaub. Du setzt dich auf den Trecker 10 Jahre lang und verdienst jedes Jahr 2.000 Euro. Dann hast du 20.000 Euro und davon kannst du dir den ersten Trecker kaufen. Entschuldigung, zu der Zeit konnte man das. Mittlerweile, glaube ich, ist das nicht mehr möglich. Und dann haben wir immer gekauft, repariert, verkauft, neu gekauft. Oder neu gebraucht gekauft natürlich, ne? Simon kam immer drauf an. Eigentlich links auf die Brust. Wenn aber links schon was ist. Ich muss mal kurz was holen. Auf dem Ärmel. Sehr gerne, Christian. Wenn wir das schaffen, machen wir das immer. Ja, Pfälzer Agrarvideos kennen wir. Nee, Tränen geflossen sind nicht, aber traurig waren wir trotzdem. Ich glaube, da waren wir gerade zur Yacht, als der abgeholt wurde. Da war auf der Koppel hier nebenan, war das. Put, put, put. Es hapert in diesem Haushalt an einem einfachen Stück Holz. Ist das nicht schlimm? Kennt ihr Landtechnik-Videos? Landtechnik-Videos? Ja, kennen wir. Also ich zumindest. Oh, jetzt habe ich schon wieder. So mache ich das. Ah, ich muss mal von weiter wegfüllen. Ne? Das macht ja mehr Sinn. Also ich habe jetzt Thomas' Nachricht gefunden, aber da ist ja keine Frage drin. So, dieses ist jetzt so ein Fall von liebe Kinder. Nicht nachmachen. Der Onkel darf das auch nicht, aber der macht es trotzdem. Kommt mal ein Video zur Firmenentstehung und dem Aufbau. Ja, also dieses, weiß ich nicht, welches Car-Special war denn das? 5K-Special? Hofrundgang? Nee, das stimmt gar nicht. Das andere Special, wie du die Aufkleber tauscht. Da haben wir eigentlich schon so ziemlich alles erzählt. Aber oh, ich habe doch beim letzten Mal ein anderes Stück Holz gehabt, oder? Aber wenn... Was du da hast, so ein langes hattest du. Dickes. Dieses hier ist nee, so... Nee, das hattest du nicht. Ist so unförmig. Ich brauche ein anderes Stück Holz. Würdest du mal eine Presse kaufen und auf Lohn pressen? Nein, wir würden keine Presse kaufen und auf Lohn pressen. Das Loch vom Gabelinski ja. Ist etwas befüllt worden. Bisschen habe ich gemacht. Ist am Samstag im Video zu sehen, wie wir dem so ein bisschen entgegenwirken. Kennt ihr Treckerfahrer dürfen das? Wir kennen auch Treckerfahrer dürfen das, ja. Am Auto ist nichts kaputt. Also jedenfalls nicht, was vorher schon irgendwann mal heile war. Ah, es ist, glaube ich, was falsch zusammengebaut worden. Ich glaube, ich habe in dem Dämpfer die Schraube irgendwie nicht richtig festgezogen. Die Hinterachse klappert. Und eigentlich dachte ich, es ist was anderes, aber es ist wohl nichts anderes. Es muss irgendwie in die Richtung gehen hier. Wo suchst du die Ersatzteile für deinen Traktor raus? Gibt es eine Seite, wo man die Explosionszeichen sieht? Nee, so eine Seite, wo es die Explosionszeichnung zu sehen gibt, für jedermann gibt es leider nicht. Was ist denn eine Explosionszeichnung? Eine Explosionszeichnung ist das, wo man jedes Teil, was im Trecker verbaut ist, jede Schraube, jede Scheibe, jedes irgendwas aha. Sehen kann. So, jetzt haben wir hier so was zwischengehebelt. Das Problem ist, der Dämpfer müsste eigentlich mit Kabelbindern noch so ein bisschen fixiert werden. Wer das gebaut hat hier. Oh, Scheiße. Darf ich nicht sagen, ne? Mist. Nicht schön. Nicht schön. Anstrengend. Wo habe ich denn die Kabelbinder nicht wieder hingepackt? Ah, Chaos Bauer, ich habe hier noch gar nichts. Ich habe einen Bock geschossen und dann war ich nie wieder los.
Ja, aber immerhin. Wir hatten immer, ja, immerhin, ne? Einmal los, Bock geschossen, fertig. Also, mein Gott, das ist ja jetzt nicht... Ja, ich würde gerne mal los, aber das Problem ist einfach, es ist im Moment nicht so die Zeit. Also so gar nicht die Zeit. Also wenn wir immer nur zwischen 2 und 3 ins Bett gehen, obwohl gestern war es 12, halb 1. 12 reicht ja auch langsam mal. 12 war im Bett, 12:30 war dann Licht aus, glaube ich. Jo. So. Ist das ein Kombi oder ein Avant? Nö, das ist ein Kombi oder ein Avant? Das war eine Fangfrage. Ich hab nur gedacht, mal gucken, was du jetzt hast. Aber es ist ein Avant-Kombi. Ich hab das gelesen, hab's gedacht. Na, jetzt bin ich aber gespannt, was da kommt. Also, es gibt Limousine und es gibt Avant. Und das hier ist ein Avant. Denn den Allroad, das ist ja ein Audi A6 Allroad, die erste Generation Allroad, die es jemals gab, gibt es nur als Avant. Nee, Entschuldigung, gibt es nur als Kombi. So kann man es sagen. Hat der Sturm bei euch was kaputt gemacht? Bei meinem Kumpel auf dem ehemaligen Bauernhof sind riesige Buchen umgefallen. Ein Baum sogar auf eine Bundesstraße gefallen. Nö, hier bei uns ist das noch sehr verhalten. Wir hatten ja neulich auch schon gut Sturm. Zwischendurch immer schon mal. Und da ist immer schon mal ein bisschen was umgefallen. Ne? Es ist ja so, dass jetzt der Boden ist ja jetzt so durchfeuchtet von dem Regen, dass natürlich durch die Durchfeuchtung die Wurzeln alle ziemlich weich im Boden sind. Dadurch fällt natürlich relativ viel um. Aber wie gesagt, wir hatten ja die ganze Zeit durchgehend Regen und Wind. Und deswegen ist das bei uns, alles was umfallen wollte, ist eigentlich schon im ersten Step vor, weiß ich nicht, vor 2, 3 Wochen umgefallen. Ja, da ist ja bei unserer Nachbarin sind da 8 Fichten umgefallen. Ja. Obwohl gestern, als ich mit Reise unten spazieren gelaufen bin, da bin ich ja da, wo wir das Holz gemacht haben. Mhm. Weil der Weg ja so tief war, dass ich mit den Gummistiefeln da ja nicht durch konnte, musste ich also links da dran vorbei. Und auf einmal macht es Rabum-Bum. Mich vielleicht erschrocken. Ist neben mir der Baum abgestürzt. Dann laufe ich weiter, dann drehe ich mich nochmal um, weil es nochmal gekracht hat. Und da war es dann, dass da noch ein Ast irgendwie runtergeflogen ist. Also da sind die Bäume auch umgeknickt und die liegen alle noch nicht auf der Seite. Durch den Wind sind sie noch weiter runtergesackt. Ach so, hier der Laden, wie hieß der in Eckernförde? Hast du da was gesagt gehabt von? Gib mal bitte bei Google ein, Baumaschinen Eckernförde. Ist ein ganz netter. Der hat auch eine Internetseite, da ist nicht viel drauf zu sehen, aber seine Telefonnummer und seine E-Mail. Baumaschinen Eckernförde. Baumaschinen Eckernförde. Handel mit Bauscham. Hier, Uwe Thoms. Uwe Thoms, klick ihn mal an. Wo ist denn der? Ah, Uwe Thoms. Da steht gar nicht so eine Internetseite, warum nicht? Ja. Uwe Thoms, Rosser Weg 18. Genau, Uwe Thoms. Auf jeden Fall, der hilft mir sehr viel weiter, wenn ich mal in die Not komme. Hast du die Frage schon beantwortet, warum und wann du die Kreissäge gekauft hast? Ja, habe ich vorhin gesagt, habe ich gekauft, weil, ja, weil ich die das ist hier so oft zu einer Maiszünsler-Bekämpfungsmaschine umbauen möchte. Kennst du die Kipper und Mulden von Daimler? Ja, aber ich glaube, jetzt sei ich nicht Daimler ausgesprochen. Oder ja, aber das ist mit MM geschrieben, deshalb habe ich hier gedacht. Top Daimler. Das Holzstück ist nicht im Ofen, Thomas. Unser Ofen ist ein Deko-Ofen. Er ist noch nicht funktionstüchtig. Das Lustige ist, er wird auch nie, also es war immer ein Deko-Ofen. Ich habe ihn ja als Deko-Ofen damals gekauft. Ja, ich weiß noch, ganz am Anfang hast du gesagt... Als ich noch Single war, da habe ich die Frau noch mal erzählt, ich mache da irgendwann mal einen Ofen. Ja, er hat gesagt, wenn du hier einziehst, dann baue ich das mit dem Ofen und dann haben wir einen Ofen. Und deswegen hat sie... Ich bin eingezogen und es ist bis heute kein Ofen. Deswegen hat sie mich genommen. Nein. Weil ich gesagt habe, ich will einen Ofen machen. Also, mach... Ich hätte jetzt gerade was gesagt, halte ich lieber den Mund. Macht Öfen. Dann kommen die Frauen. Nee, einen Termin für das Rasenmähen haben wir noch nicht. Die Bundesregierung ist ja aber dran. Die hilft uns ja gerade. Zumindest laut Medien. Wo sind eigentlich die Audi A6 Euro-Schrauber, die mir jetzt sagen, wie ich das da rausmachen soll? Ich weiß es jedes Mal nicht. Der große Bruder von Flo hat gerade einen Audi gekauft. S-Line mit V6-Motor. Oh, ja. Guck mal, da steckt das Geld. Was hast du in deinen jungen Jahren gelernt? Ist auch nett, ne? In meinen jungen Jahren, als ich jung war,
habe ich Mechatroniker gelernt. Ist Axels Firma in Itzehoe? Nee. In Itzehoe? Nee, in Itzehoe gibt es aber eine Firma von meiner Verwandtschaft. Da gibt es nämlich Firma Gradert. Mit denen sind wir verwandt. Wann steht denn der nächste Auftrag an? Puh, der nächste Auftrag? Einen Auftrag hatte ich schon. Habe ich auch gefilmt, darf ich aber noch nicht zeigen. Stimmt. Da müsst ihr euch noch gedulden. Oh ja, Alex, ich komme in die Eifel, da schieße ich ein Wildschwein. Aber ich muss erstmal eine Waffe haben, das habe ich nämlich auch noch nicht geschafft zu kaufen. Ich war noch nicht mal los, ich weiß nicht mehr, was ich haben will, das ist viel schlimmer. Ah, das ist nicht schön, Ackergaul. Bei ihm ist einer ums Leben gekommen. Der saß im Auto und wurde erschlagen. Das muss ja denn hier... Wo war denn das noch hier? Habe ich da im Radio gehört? Nee, heute Morgen. Irgendwann, ja, irgendwo im Radio habe ich das gehört. Ja, Andreas, wir haben schon ordentlich was zu tun. Nebenbei das auch noch zu machen, ist schon anstrengend. Wie gesagt, wir arbeiten im Moment zwischen 2 und 3 Uhr nachts. Nein, wir arbeiten nicht bis 2 Uhr. Naja, ich habe letzte Woche. Wir arbeiten mal bis 2, 3 Uhr nachts, aber in der Regel versuchen wir, dass wir um 12 zu Bett kommen. Du bist lustig. Die letzte Woche bist du erst um 1 nach Hause gekommen. Dann haben wir noch bis um 2 gearbeitet und dann sind wir ins Bett gegangen. Samstag war es bis 3. Nur weil wir gestern mal um 12 Feierabend gemacht haben. Du bist ein Schnacker. Davor, da war auch 2. Das Schlimme ist, wir müssen halt um 5 wieder aufstehen. So, mein Junge, du musst da raus. Es hat ja alles keinen Zweck. Bei dem Sturm kann man perfekt Schrott wichteln. Schrott rausstellen und schauen, wer es bekommt. So ist es. Und dann abwarten, was man zurückkriegt. Oh, hier unten? Nee, doch nicht. Dachte schon. Musstest du bei deiner Abschlussprüfung auch einen Schaltschrank verkabeln? Ich habe irgendwas Hydropneumatisches gemacht. Nee, was habe ich denn in meiner Abschlussprüfung gemacht? Da hatten wir eine Projektabschlussprüfung. Gott, ich weiß es schon gar nicht mehr. Wir hatten eine Projektabschlussprüfung. Was habe ich denn da gemacht? Puh, ich weiß es nicht mehr. Das andere war ja Zwischenprüfung. Wir haben doch ein Projekt gemacht als Abschlussprüfung, ne? Ja, haben wir, glaube ich. Ich weiß aber nicht mehr was. Mein ehemaliger Arbeitskollege, der mit mir zusammen gelernt hat, der wüsste das bestimmt noch. Aber ich. Hoodies hat Axel bestellt bis 5x XL. Ich traue mich nicht hier weiter, aber ich muss noch weiter. Aber Fabian, wie gesagt, wenn das nicht reichen sollte, dann schick her und dann bedrucken wir. Das ist auch kein Problem. Hast du das Video von Kuxland Agrarvideos, wo er durchs Hochwasser gefahren ist mit dem 116er Favorit? Mit dem 611er ist er durchs Wasser gefahren, ja, habe ich gesehen. Selbstverständlich. Ach so, er hat es verkehrt rumgeschoben. Ja, alles gut. Alles gut, habe ich gesehen. So, Licht ist aus, Feierabend anscheinend. Vielen Dank, Adamo. Sie brauchen mehr Licht. Ah, Chris Kaputt hat Angst, dass du den Wagenheber ins Gesicht kriegst. Ja, ich auch immer wieder, aber es nützt nichts. Es gibt so Dinge, die müssen einfach passieren. Was würde Herr Marosakis sagen? Es gibt keinen Feierabend. Wann kommt der Hoodie? Hast du bestellt, Oskar, oder möchtest du bestellen? Gut, runterziehen. Warte mal, wann steht da? Warum nimmst du kein Spanngurt, um das runterzuziehen? Ja, wo soll ich den Spanngurt festmachen zum Runterziehen? Das muss ich mal wissen. Das ist mein Problem. Hast du schon den 39 TMS von Jan bei Traktorpol entdeckt? Ja, den habe ich schon gesehen. Also auf unserem Grundstück haben wir 2 Bäume. So viele? 2. Den Apfelbaum und die Rotbuche. Rotbuche.
Und die sind klein. Na, vielleicht noch das kleine Buchsbäumchen hier, wo Reiser immer ihre Piepmätze fängt. Wir sind schon ganz weit. Es ist schon fast raus. Meine Herren, Katastrophe. Habe ich das schon gefragt? Welchen Kramer-Radlader möchtest du gerne kaufen? 50, wie heißt denn der jetzt überhaupt? 50, 25? So einen kleinen 1,6 Tonner. Ja, alle Träger stehen drin, da wo sie hingehören. Wir mögen nicht so gerne Sachen draußen stehen haben. So gar nicht gerne. So überhaupt gar nicht gerne. Warum wehrt sich der Kram denn noch so heute? Ach, da war das. Das wäre Würdelsechte Paste. So. Nun hätten wir im Rut. Ich war so gut, habe ich gedacht. Und jetzt ist es schon wieder gesprungen. Jetzt muss ich erst mal lesen, wo ich war. So, liebe Leute. Was macht das Bild? Wie sieht's aus? So sieht's ganz gut aus erstmal. Und zwar müssen wir hier oben mal aufmachen. Nee, wir haben schon beschlossen, dass wir vielleicht, wenn wir ein bisschen Geld gespart haben, wie ein neues Auto kaufen. Nächstes Jahr. Neu, also. Also neu gebraucht natürlich. Also neu, ganz neu. In der Regel habe ich noch. Meistens sind die andere Leute abgeben, weil sie zu alt sind, die kaufen wir denn. Ich habe noch nie ein Auto gekauft, was. Na, das stimmt nicht. Das Cabrio hatte weniger, aber in der Regel sind die Autos für uns immer erst gut, wenn sie 150.000 Kilometer gelaufen haben. Da fangen wir an. Wann warst du denn im Dorf Niehus? Niehus? Mhm. Oha. Nils hat nämlich gesagt, in einem Vlog bist du durch die Heimat, seine Heimat gefahren. Dorf Niehus. Extrem verblüfft. Ja, das musst du mal googeln. Oh. Ich weiß es nicht. Wo ist es denn? Das muss ja irgendwo im Kreis Plön sein. Die Kunststoffkappe wehrt sich. Ich glaub's nicht, ey. Ich muss das mal einspannen. Es tut mir leid, es ist ein bisschen weiter weg, aber das Kabel reicht nicht. Kann man das sehen? Na, das ist aber nicht richtig hier. Das ist ja irgendwo in Flensburg. Ja, aber dann. Ja, weiß ich nicht. Ich wüsste jetzt den Ort, kriege ich nicht unter, dass ich da irgendwo war. Ja, ich glaube. Vielleicht bin ich da durchgefahren, als ich nach Niedersachsen gefahren bin. Lübeck. Ist auch nicht unmöglich, ne? Ja. Zange! Nee, wir haben keine Felder. Wir haben 2600 Quadratmeter Grundstück. Mehr haben wir nicht. Also wenn, die kommen aber erst am Wochenende, am Sonntag. Ich muss am Samstag zur Schule. Verdächtig ist schon, dass das hier nicht abzuschrauben geht. Der Schwede. Axel, was ist denn mit dem Zaun? Habt ihr mal rausgeguckt? Wisst ihr eigentlich, was da für ein Wetter ist? Wie viel PS hat der 926? Der 926 hat so 300 PS an der Welle. Kunde zum Elektriker. Zittert ihr Lehrling immer so? Nee, ist nur eine Phase. Genauso, das gut. Genauso sieht das aus. Alter, das ist doch nicht nett. Ich habe gedacht, ich bin am Ende hier und kann jetzt immer schön mitlesen und dann geht's schon wieder nicht. Wie viele Leute verfolgen uns ja gerade, dass da so viel los ist? 1650 Leute. 1650 Leute. So. So, jetzt kann ich mal meiner Frau simulieren und euch auch. Kannst du mal auf den PC gucken oder mal so gucken? Da mal gucken, ob das mit dem Bild passt, aber ich glaube, es passt, ne? Das sieht gut aus. So, jetzt kann ich dir das hier zeigen. Das ist unser Problem hier. Du musst das mal unten festhalten. Ich muss es unten festhalten. Da mal festhalten. Mhm. So, hier. Hier klappert das, weil hier oben einer die Schraube nicht richtig festgezogen hat. Hier oben drin ist eine Schraube. Das hört sich ganz furchtbar an beim Fahren. Und ich bin der Meinung, ich habe die nicht richtig festgezogen. Und das Problem ist ja,
für einen TÜV brauche ich ja nichts, was alles, was oberhalb von 20 km/h erst Lärm macht, braucht man ja nicht machen. Aber, das ist ja aber schon dieses ist ja schon bei 0 km/h. Ja, wir haben auch irgendwann Jacken. Wir sind ja schon am Ausprobieren von manchen Sachen. Aber das dauert alles ein bisschen. Wir haben ja erstmal angefangen. Erstmal anfangen. Jetzt muss ich erstmal rausfinden, was für eine Nuss da oben drin ist. Bei uns geht's im Moment mit dem Sturm, habe ich so das Gefühl. Ja, er ist ja jetzt abgeflaut. So, wir gucken mal, ob wir hier mit dem Nusskastensatz, mit dem Loch in der Mitte, ob wir damit was erreichen können. Ja, einer muss ja arbeiten, ne? Wenn ich dann hier schon lese, dann kann der andere jedenfalls arbeiten, der junge Mann da. Das war aber nett, vielen Dank. Der junge Mann, das klingt gut. Ja, es ist 16er Schlüsselwort. Warum hat dein Vater den gepachteten Hof nicht mehr? Ja, weil der Hof war nur gepachtet aufgrund eines Todesfalles. Mein Großonkel ist gestorben und da gab es noch keine Nachfolgegeneration. Die war noch zu jung und deswegen hat mein Vater da erstmal nothalber ausgeholfen. Jetzt ist es ja spannend. Hieß es Moreira Agrar oder Moreira Agrar? Ja. Ich sag ja immer Moreira. Moreira. Er hatte Corona, der gute Junge. Er hörte sich auch im Video gar nicht so gut an. So, ich versuche jetzt mal Folgendes. Langnuss und Schlagschraube. Andreas ist gut. Warum nimmst du nicht ein Spanngurt und befestigst uns an der Hebebühne? Ja. Das ist cool. Ich muss jetzt erstmal gucken, dass ich hier das festgezogen kriege. Oh, Marian, also ich möchte gerne wieder Audi. Also ich liebe Audi. Tja, das dreht nämlich mit. Das ist ganz großer, nicht so schöner Kram hier gerade. Ich habe noch eine Idee. Ach, mein F250 hat auch schon 220.000 und läuft und läuft. Ja, so muss das auch sein. Es ist ja klar, sicherlich, wir müssen uns nichts vormachen. So Autos reparieren ist auch immer Arbeit. Aber wegschmeißen ist auch irgendwie keine Lösung. Deswegen bin ich der Meinung, man kann gut so ein Auto mal sanieren. Kann ich denn nicht eigentlich... Aber 220.000, da ist der ja... Also wäre mein Auto ja steinalt gegen. Der ist ja mit 220.000 ja jung. Ja. Wir haben fast das Doppelte. Das ist so. Also meiner muss jetzt auch... Ach, das ist nicht mit... Das ist mein Problem. Audi hat hier oben, hatte ich das jetzt gezeigt, Audi hat hier oben eine Schlüsselfläche rangemacht und kein Innensechskant. Und deswegen ist das ein echtes Problem. Wie willst du das machen? Ja, Florian, muss man die Videobeschreibung gucken. 16er. Wie ich morgen zur Arbeit komme? Also ich stehe morgen auf, mache meinem Mann Frühstück, dem Hund Frühstück, dann nehme ich mir was zu trinken und dann setze ich mich mit dem Schlafanzug am PC. Das ist jetzt gemein, ne? Und ich setze mich ins Auto und fahre los. Oh Mann, ey. Ah, Hendrik, also ich hoffe, wenn das Wetter besser ist, dann mache ich auf jeden Fall mal wieder Aufnahmedreiser mir. Also wenn man hier irgendwas 35 Mal postet, lese ich das gar nicht vor. Was für ein Fendt unter 100 PS ist zu empfehlen? Unter 100 PS? Ja, der schönste und der teuerste von allen, ein 300er. 308, 309. Ich hätte ja sonst noch mal Lust auf einen 310 immer gehabt. Die sind immer so selten, so 310er. Was ist schwarz und hängt unter der Decke? Ich guck mal bei uns, ich sehe nichts. Ein schlechter Elektriker. Was ist orange und hängt daneben? Sein Lehrling, der glüht noch. Ja. Aber das ist das Gute, ich arbeite nur bis 24 Volt. Da kann mir nichts passieren. Danke für den Tipp mit dem Alt. Nee, war das jetzt für uns hier? Danke, Tim, gut. 7er ist es auch nicht. Es ist ein 6 mm Schlüssel. Kannst du das glauben?
Wo, wie weit fährst du mit den Ladewagen? Also von Aufträgen her, wie weit ist das? Ja, was haben wir da? 50 Kilometer ist so unser Max-Radius so ungefähr. Die Zündkerzen sind schon vernichtet. Die schmeckten total geil. Oh Mann. Jetzt habe ich einen Siebener. War unsere Radtour. Ein Siebener genommen. Wir sind da mit dem Fahrrad gefahren. Und habe den links und rechts abgeschliffen. Den brauche ich ja jetzt gar nicht. Ja, das kann das sein. Dann war das die letzte Fahrradtour muss also dann war das da Flensburg da oben gewesen sein. Da kannst du mal sehen, wir sind international im Raum Schleswig-Holstein unterwegs. Nee, wir streamen nur hier. Könnt ihr das eigentlich hier sehen? Jetzt, ich habe mich hier kurz hingestellt, will den Schlüssel holen, jetzt hat sich der Hund bei mir auf den Schuh gestellt. Jetzt muss ich hier stehen bleiben, bis ich sterbe. kannst du ja Schweini nehmen. Darf ich meinen Fuß wieder haben, Mausi? Meine Herren. Also ich lese das jetzt mal vor. Kann ein Fan 410, 150 PS an der Welle, der Welle zu haben? Klar. Fan 410 kann sogar 180 PS an der Welle haben. Sandra hat gesagt, so ein Kramer haben wir aber nicht zu verkaufen. Ja. Kommt in deine Schweißwerkstatt eine Lötwerkstatt, um deine Produktion anzufangen? Nee, das Löten können wir ja hier machen, das ist der Vorteil. Hier ist das ja so schön warm und ordentlich. Ne? Erstmal kommt hier alles, was Dreck macht, raus, nämlich und da drüben rein. Ja, Jürgen, das glaube ich auch. Ich glaube, bei manchen sitzt nicht nur einer, da sitzen mehr. Bei Jürgen sitzen schon drei am PC, hier wollte ich sagen, vom Fernseher. Vom Fernseher? Also wir haben jetzt 1700 Leute. Jetzt muss mir doch einer von 1700 Leuten erzählen können, wie ich es schaffe. Wie ich es schaffe. Da drinnen, kann man das jetzt sehen? Ich kann es nicht sehen, mein Schatz. Kann man das sehen auf der Kamera? Ja. Ich muss die Schlüsselfläche innen festhalten und die Mutter außen drehen. Die Mutter außen hat 16 mm Kopf und das Ding innen drinnen hat 6 mm Kopf. Ja, das ist gerade mein Problem. Danke für den Tipp mit dem Atlas Nordhessen. Ja, da, wie gesagt, das Atlas Nordhessen nimmt Geld, aber Atlas Nordhessen hat alles. Das ist der Vorteil. Also, jetzt habe ich das verstanden. Habt ihr den neuen Blemex-Anhänger schon mal gewogen? Stimmt die Angabe vom Hersteller? Nee, den haben wir noch nicht gewogen. Den haben wir gekauft und seitdem steht er in der Ecke. Ich muss den noch mal hier in die Werkstatt holen, fertig machen und dann müssen wir den mal anmelden. Aber wenn du das gerne möchtest und ich das nicht vergesse, mache ich das sehr gerne. Also wir kommen da öfter mal an einer Waage vorbei, dann wiegen wir den mal. Ist gar kein Problem. Ein Hoffest zum Zaun montieren. Immer eine 16er Nuss. Was hilft ja alles nichts. 20.000 Nüsse. Und kein Erfolg. Marius beim Güllefahren hat sich festgefahren. Ist auch schön. Ja, im Moment ist da an der Front, glaube ich, auch nichts zu holen. Also hier oben bei uns nicht, weil hier oben bei uns kannst du, wenn du einen Güllewagen hast, mit einem Paddelboot drunter, dann geht's. Also jetzt ist schon, jetzt die letzten zwei Tage ist das schon extrem, was da an Wasser gekommen ist. Was heißt extrem? Es ist nicht übermäßig viel, aber es ist ja eben schon voll und gesättigt. Und deswegen ist ja jeder Liter mehr ist ja jetzt Gift. Nein, Mercedes fahre ich nicht. Also nichts gegen Mercedes, aber ich bin noch nicht alt. Ich finde, Mercedes ist was für alte Menschen. Ohne das böse zu meinen. Ich möchte wieder ein Audi haben. Ich sagte, sie hat ein Audi A4. Audi A4 Euro, finde ich gut. Wir haben auch schon mal ein, zwei uns angeguckt, also im Internet angeguckt. Ja, weil es denn ja wohl doch eher wieder ein Benziner wird. Nee, also so ein Packstream, also wir werden mal im Vlog mal was zeigen, ja, das werden wir nochmal machen. Aber hier so ein Packstream, das werden wir nicht machen, glaube ich. Was ist denn ein Kackstream? Nicht Kack, ein Packstream, einpacken. Einpacken, nee, doch, wir werden, weiß ich nicht, wir haben ja schon mal da oben gefilmt, wir werden bestimmt mal, das können wir mal machen. Dann kann ich mal ein bisschen schnacken und Katharina kann mal ein bisschen arbeiten. Das ist die Idee, Leute. Fang jetzt nicht an. Eins in Chat, wenn ihr gerne sehen möchtet, wie Katharina arbeitet.
Also nicht heute, sondern in einem anderen Stream. Und ich sitze am PC und lese. Dafür mal eine 1 in Chat. Wie ist das eigentlich mit... Was war das? Wie... Jetzt habe ich das... Wie ist es mit 2 gekröpften Ringschlüsseln? Ja, das ist... Ich habe ein Ringschlüssel köpfen und im 90er-Grad-Winkel wieder draufbrutzeln und dann knarre mit 16 Nuss. Ja, genau. Gekröpfte Ringschlüssel ab von unten, ein Stück reinschmeißen, so, dass, mit dass dem du tiefer kommst. Vielen lieben Dank, Chat. Hier, super. Also das kriegen wir hin. Alter. Das hast du ja gut hingekriegt. Sehr gut. Jetzt weiß ich leider auch, also wenn jetzt Fragen, die ich nicht vorgelesen habe, müsstest du es nochmal reinschreiben. Die sind jetzt erstmal weg. Guck mal da, sogar eine 3x1 Landwirtschaft in Mittelfranken. Sehr gut. Also, hier neuester Entwicklungsstand. Ich nehme mir gerade eine Spitzzange. Mit dem anderen Schlagschrauber. Neuester Entwicklungsstand. Ich habe die jetzt mal abgeschraubt. So, die Mutter habe ich runter. Das heißt, ich kann da mal WD-40 ranmachen. Hört gar nicht wieder auf. WD-40 ranmachen. Ich fahre nicht mehr so viel, Michael. Mal gucken, vielleicht mit dem anderen Schlagschrauber, der hat ein bisschen mehr Zunder, der große. Dass wir damit das... Jeder Raudi fährt ein Audi. Das passt zu mir. Ich habe das hier oben verkantet. Das war eine gute Idee. Das hat gut funktioniert. Ich glaube, ich komme nicht drum rum. Sind viele Einsen. Hast du geschafft? Ein Schlagschrauber war schon immer das Beste. Ja. Yeah. Das hat doch Grit gemacht. Es ist fest. Es ist fest. Hier mein Auto ist leise. Das klappert nicht mehr. Richtig gut. Jetzt müssen wir hier mit Kabel benennen. Den ganzen Verein wieder zusammenkleben hier, hätte ich beinahe gesagt. Klein machen. Ja, das war mein Fehler. Beim Zusammenbauen damals habe ich das nicht richtig festgezogen. Was wäre unser Traumwagen? Traumwagen? Mhm. Ich träume immer noch mal von so einem Q7. Ja. Aber ich bin auch mit hier so einem Kombi. Also auf jeden Fall wieder ein Kombi. Ohne Kombi geht nicht. Ja. Aber, das, was du letztens gezeigt hast, sowas fand ich gut. Ja, der ist auch schick. Da muss man eben ein bisschen suchen. Das ist ja das Schöne, man hat ja keine Zeitnot. Man kann ja in Ruhe suchen. Ah, Jona, hier wird nichts explodieren. Aber ich hoffe, du hattest eine schöne Fahrschule. Du hast ein bisschen was gelernt. Oh, heute Nachmittag habe ich gesehen, ein Mädel, Hut ab an dieses Mädel, die hatte Fahrstunde, Auto mit Anhänger. Da war so ein Pferdeanhänger hinter. Da habe ich gedacht, oha, der schüttelt bestimmt aber auch ganz schön da hinten. Ja, wie viel Grad haben wir? Vorhin, als ich fuhr, machte das Ding, das waren 4 Grad. Nee, 23,8. Ach so, hier drinnen sind knapp 24. Du könntest im Rahmen eines Vlogs hier mal ein Jagdgewehr bauen. Das finde ich eine tolle Idee. Ich habe mal ein Gewehr gebaut mit meinem Kumpel zusammen. Wir haben schon mal scharf geschossen mit Schwarzpulver als Kinder. Das ist gar kein Problem. Das haben wir alles schon gemacht. Was hältst du von Case? Case? Case finde ich ja sehr gut. So einen schönen, coolen Magnum noch, finde ich ja total geil, ne? Obwohl mittlerweile, ich habe die noch nie gefahren. Ich muss da irgendwann mal, muss ich auch mal so einen fahren, so ein Optum. Ah, Melvin, die Einsen sind uninteressant. Die haben die alle reingehauen, weil die das nächste Mal sehen wollen, wie ich arbeite und Axel die Kommentare liest. Ich bin für Lapskraus, habe ich eigentlich, ich habe das mal probiert. Aber das hier mit dem Fisch da drauf mag ich nicht so gerne. Aber lieber Wurstsalat. Ja, ich arbeite im nächsten Stream dann. Aber dann schaltet ja keiner mehr ein. So. Jetzt
Was machst du denn eigentlich gerade? Justin, der baut jetzt auch so einen Schrank, so einen Makita-Schrank, so wie du das gemacht hast, hat er gesagt. Du hast ihn so animiert dazu. Ohne Witz, es ist ein bisschen Platzverschwendung, aber es ist echt toll. Also ich bin da immer noch total begeistert von. Kannst du mal einmal das mit anpacken, bitte, hier? Du müsstest mal die Kabelbinder machen. Ich muss die Kabelbinder machen. Wo sind denn, ach, da sind meine Kabelbinder. Nee, die musst du stramm machen. Warte, welche ist das denn? Ist mir egal, die sind alle stramm. Was du bist, ich weiß gar nicht wie. Gut, glaube ich, ne? Mhm. Ja, sehr gut, langt. Dankeschön. Gerne. Weißt ja auch, wessen Auto das ist, ne? So, das haben wir wieder zusammen. Jetzt ist die Schraube fest. Hätte ich sie gleich festgemacht, hätte ich nicht nacharbeiten müssen, ne? Aber wer fuscht, der muss seinen Fusch eben auch selber wieder ausbaden. Wie viele Kilometer hat dein Auto runter? Der Touareg hat 300... Was hatte der denn jetzt? 325.000 oder sowas? Felix hat ja eine noch bessere Idee für den nächsten Stream. Es wäre ja mal cool, wenn man, wenn Katharina etwas kocht und Axel daneben sitzt und ein schönes Bier trinkt. Ja, auch nicht schlecht. Obwohl, ich trinke erstmal einen Schluck Bier auf meinen Erfolg. Und die Fehlerdiagnose. Prost, obwohl das ist leer hier. Peter hat mal eine Frage an den Schraubergott. Oha. Ist es sinnvoll, ein Deutz Agrostar 611 mit 611, ja. 5400 Betriebsstunden mit Frontlader gegen einen identischen Fendt mit mehr Stunden zu tauschen? Ich glaube, so ein 511 ist aber auch unzerstörbar. Also, puh, da weiß ich nicht. Die Frage ist ja, du hast jetzt deinen Fendt und weißt ja, was du an deinem Fendt hast. Die Frage ist, weißt du, was du an dem Deutz hast? Das ist immer die Frage. Du kennst den Deutz ja nicht. Hier ist ja Chris. Chris ist ein Fan von uns. Vielen, vielen Dank, Chris Kaputt. Vielen, vielen Dank für 10 Euro. Ja, den Trecker, ich weiß nicht, kommt immer darauf an. Wenn du den Fan hast und hast da schon alles Mögliche dran gemacht und bist damit zufrieden, ist das ja in Ordnung, dann weißt du, woran du bist. Wenn du so einen Deutz kaufst, weißt du doch nicht, woran du bist. Der Deutz an sich ist bestimmt sehr gut. Klingt ja auch alles verlockend. Aber ich glaube, er meinte das eher andersrum. Ne? Er hat einen Deutz und will dann einen Fan dafür. Hast du hast gesagt, er hat einen Fan, du willst einen Deutz mit 5000 Stunden. Also wenn du den Deutz hast mit 5000 Stunden, würde ich den immer behalten. Immer. Ist es sinnvoll, ein Deutz Agrostar 611 mit 5400 Betriebsstunden mit Frontlader gegen einen identischen Fan mit mehr Stunden zu tauschen? Aha, nee, dann würde ich den Deutz behalten. Mit 5000 Stunden, Junge, da kannst du ja noch Jahrzehnte fahren. Wo sind denn hier die Öffner? Hier. Hier habe ich hier HZ. HZ? Nee, wir nehmen wieder hier Lars Schubert Gartengestaltung. Das Männchen hat nämlich hier die, das Männchen hat hier die Hände verschränkt nach Arbeit und das finde ich gut. Schade, dass jetzt alle Farmvlogger nur noch Fendt. Nee, wieso? Guck doch bei Pfälzer Agrar, die haben Case. Hallo, wir haben auch ein John Deere. Ja, genau, aber guck bei Pfälzer Agrar, die haben Case und New Holland. Und auch ein Fan, okay, aber der ist gar nicht so oft zu sehen. Und hat Axel noch einen Techniker oder Industriemeister gemacht? Ich habe den Techniker gemacht, den Elektrotechniker. Ah, die Hundeausbildung ist so ein bisschen im Hintertreffen gewesen durch alles Mögliche, was im Moment so angefallen ist. Aber, und der Regen, der ist auch nicht so schön, aber das geht wieder los. So, Kollege, du musst da wieder rein. GmbH, geh mal Bier holen, ist auch geil, habe ich auch noch nie gehört. Was? Das kennt man doch. Nee, Gesellschaft mit beschränkter Haftung kenne ich, GmbH. Ja, du bist ja auch in der Hinsicht. Gerne, Yannick.
Bist ja auch in der Hinsicht ein bisschen vorbelastet. Wann gibt's wieder ein Video, ein Vlog, wo ihr Händler für Landtechnik besucht und euch Sachen anschaut? Am 26. März. Habt ihr an den Autos schon mal Probleme mit dem Partikelfilter gehabt? Nö. Dieses Auto zum Beispiel hat gar keinen Partikelfilter, deswegen haben wir auch keine Probleme damit. Mein Auto hat einen Partikelfilter und ich weiß immer nicht, wie lange der hält, ob er hält. Da ich ja viel Langstrecke fahre, also nur, glaube ich, ist das förderlich. Phil, das freut uns. Ganz liebe Grüße. Ah, Jan, du hast nichts verpasst. Du bist ja jetzt da. Hier verpasst keiner was. Und wer was verpasst, der hat vergessen, das anzuklicken, weil es ist ja alles nachher noch da. So, das muss da jetzt irgendwie rein. Also rein ist immer noch schlimmer als raus, habe ich das Gefühl. Vor allen Dingen war da schon alles mal einmal drin. Gibt es ein Radi, das für Traktoren zu empfehlen ist? Habe Angst, dass es aufgrund des fehlenden Zündungsplus die Batterie leer saugt. Also ich habe ganz, ganz oft unter den Videos verlinkt, dieses Blaupunktradio. Und das hat den Vorteil, erstmal diesen Riesenvorteil, wie ich finde, weil es diese Bauform hat. Die ist ja so unheimlich kurz, das ist ja nur halb so lang. Und du hast ja nie Platz, wenn du das Radio einbauen willst. Zumindest ich immer nicht. Und deswegen finde ich das ganz praktisch. Und da funktioniert. Oh, 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 jetzt ist das passiert, was gerade Chris gesagt hat, oder wer hat das gesagt? Ich bin gegen den Wagenheber gekommen. Aber das hat ganz normal Rot und Gelb und das wird über Zündung geschaltet. Also das funktioniert wunderbar. Fabian, hast recht, Michi hat Steyr. Ach ja, auch noch. Und John Deere. Aber natürlich auch ein Fan. Wo hast du denn den Akkustrahler her? Den Akkustrahler? Diesen hier, welchen Akkustrahler von Firma X-Cell. Da hat mir einer von euch schon einen Akku zugeschenkt. Und da hatte ich so einen Akku und dann musste ich den ja auch kaufen. Also das war ja auch der Plan, dass ich den kaufe. Den habe ich tatsächlich bei eBay geschossen. Ich finde den ganz praktisch, weil er einen Wechselakku hat. Aber jetzt habe ich neulich gesehen, es gibt von Makita auch so ein Ding. Aber der ist riesig. Was möchte ich eigentlich haben? Ich möchte eine Lampe haben. Wo habe ich die? Da hinten. Ja, im Moment wird ja geübt für die Bringtreue, da sind wir auch dabei. Heute habe ich auch mit einer richtigen stinkigen Lunte mal gearbeitet, das Apportieren. Und nächste Woche geht es dann weiter mit der Fährtenarbeit, beziehungsweise mit, irgendwann soll es ja mit Schweiß sein. Und am Anfang machen wir es ja mit Leckerlis und so. Stimmt nicht ganz, die Pfälzer Agrar hat den New Holland verkauft. Ja, das stimmt. Eigentlich sollte ja der Case weg, aber jetzt haben sie ja den New Holland verkauft. Ich glaube aber, dafür kommt ein Case, ne? So richtig gesagt haben sie es nicht, aber ich glaube, es kommt ein Case. Ah, du hast vergessen, nach dem Bier öffnen Plop zu machen. Stimmt. Das gute Löwenbräu. Wurstwarenprobe macht er morgen. Wurstwarenprobe klingt auch gut. So, wir sind hier unten drin. Ich muss es noch verdrehen. Um ein paar Grad. Das geht nicht. Eine Frage, wer macht dann die Achs- und Spurvermessung nach dem Wiedereinbau der Dämpfer? Gar keiner. Muss nicht vermessen werden. Ich habe ja nichts ausgebaut und nichts geändert. So, jetzt ist es gedreht, oder? Was hältst du von dem John Deere 7R330? 7R330, ja, das sind ja schon die neuen. Die sind ganz cool geworden. Phil hat sie nämlich einen bestellt mit Vollausstattung und Full-Service-Vertrag. Ja, ich glaube, da hast du nicht viel verkehrt gemacht. Das ist ein cooler Trecker, bestimmt. Die sind ja mittlerweile von der Bedienung auch und von der Straßenfahrerlage her dem Fan sehr nahe gekommen. Also da hast du bestimmt viel Spaß mit. So, guck mal, der ist da jetzt drinne. Mega. Andreas fragt, was war das Fettkanal-Freipuste-Dings für den Bagger? Das Fett, warte mal, das liegt hier in der Schublade unter Drahtbürste. Unter Drahtbürste allein. Warte mal, ich muss euch mal ein bisschen drehen, ne?
Wollen wir das sehen? Das war das hier. Habe ich unter dem Video auch verlinkt. Ein Bushing-Einschlag-Reinigungspresse für Schmiernippel. Es ist eigentlich nichts Besonderes. Es ist, ja, was ist es überhaupt? Es ist ein Kolben mit ein paar Gumminipseln und es ist teuer. Haben auch einige in den Kommentaren geschrieben, so ein Blödsinn, was das soll. Mach doch einfach den Fettnibbel für 20 Cent neu, wo ich, oder für 5 Cent, wo ich so sage, ja, der Fettnibbel ist ja gar nicht kaputt, sondern die Schmierstelle an sich ist ja verdreckt, ne? Und wenn ich den Bolzen ausbaue, dauert das hier auch, keine Ahnung, Bolzen rausbauen, Arm anhängen und. Also, ja, ich habe das jetzt schon ein paar Mal benutzt, das hat schon ein paar Mal funktioniert und ich bin da sehr zufrieden mit. Teuer, aber es funktioniert. Wie gesagt, unter dem Video, wo ich es benutze, ist es verlinkt, kannst du dir angucken, aber hier fall nicht um, wenn du den Preis siehst. So. Was, was kann es sein, wenn die Batterie von unserem MF immer nach 4 Tagen leer ist? Er hängt am Futtermischwagen. Kann sein, dass die Lichtmaschine kaputt ist? Naja, die Lichtmaschine kannst du ja zumindest grob mal messen. Du kannst ja einfach mal, wenn er an ist, ein Multimeter ranhalten und wenn das dann irgendwo so zwischen 13,6 und 14,2 Volt anzeigt, ist deine Lichtmaschine ja in Ordnung. Und dann geht's eben ins Detail, ne? Dann kann es ja alles Mögliche sein. Dann kommt ja der altbewährte Trick. Jede Sicherung einmal rausziehen, wenn er da steht, und gucken. Vielleicht ist es ja auch dein Futtermischwagen. Wenn der in der Steckdose steckt, die Dauerstrom hat, kann das auch der Fall sein. Da gibt es so viele Möglichkeiten, das ist schier unerschöpflich. Wo habe ich denn die Schraube hingelegt? Jetzt kommt die Geschichte wieder, ne? Was liegt denn hier unten auf dem Boden? Hier liegt die Schraube. Dann könnt ihr hier noch mal ein bisschen mit runter gucken. Oh, Arnold, da muss ich mal gucken. Wo ich die gelesen habe, ich sie noch nicht. Ja, Axel ist gleich fertig. Dann ist nicht mehr so gefährlich. Es muss ja auch ein bisschen Spannung hier sein in den. Wo ist was gefährlich ist? Achso, ist schon weg. Er ist schon weg, der Wagen. Der Wagen, wir haben alle Angst gehabt um dich, Schatz. Ja, ich weiß. Ich habe auch immer Angst. Aber wer nichts macht, macht nichts verkehrt. Du wurdest von 7810 in ihrem letzten Video erwähnt, Thema LED-Beleuchtung. Oh, habe ich nicht gesehen. Ich habe schon ein, zwei Ausschnitte davon gesehen. Und ich wollte mir das immer noch mal angucken. Ich glaube, er hat eine Kooperation gehabt, ne? War ein Werbevideo für Agrar-LED, ne? Kann das sein? Wollte ich mir immer noch mal angucken. Habe ich noch nicht gemacht. Muss ich mir mal angucken. Ich bin mir auch nicht sicher, aber ich glaube, er hatte mich mal fotografiert, ne? Auf, wie heißt der Verein? Auf Instagram war mal ein Bild, glaube ich, ne? Ich glaube, das war er. Liebe Grüße, uns geht's gut, Christopher. Uns geht's bestens, wir sind in der Werkstatt. Ja, und das Auto. Waren wir schon lange nicht mehr zusammen. Auto klappert nicht. Wie findest du das Güllefass von den Pfälzer Agrarmenschis? Bin die ganze Zeit überlegen. Achso, das ist der PC, der so pfeift vom. Dieses Pfälzer Agrarfass, finde ich geil. Ich finde es gut, dass man mal sieht, was der kleine mittelständische Betrieb macht, um der Gülleverordnung gerecht zu werden. Also was er da macht, das Gestänge da selber anbauen, das ist sowas von Hut ab. Das muss man ganz ehrlich sagen. Das finde ich schon bemerkenswert. Die Idee ist nicht schlecht. Wenn ich mehr Zeit hätte, dann würde ich auch gerne einen Lot-Sensing-Block bei uns an dem Aperion nachrüsten. Um einfach noch mehr Funktion zu haben. Aber ja, du musst halt die Zeit dafür haben. So, unten ist die Schraube drin. Dann können wir jetzt den nächsten Knacker machen. Wir können die Kabelbinder lösen. Gibt es noch Hanomag-Traktoren hier bei uns in der Gegend? Ja, mein Nachbar hat einen. Haben wir noch nie gesehen. Hatte ich neulich am Haken. Der hat tatsächlich noch einen Hanomag in der Halle, in der Scheune stehen. Ich bin den auch schon gefahren. Damit haben wir das Schneidwerk früher hin und her gefahren. Der soll noch mal, irgendwann noch mal saniert werden. Hanomag. Puh, Hanomag Brillant. Mit so einer Westenteil hier. Ich weiß gar nicht, wie der heißt. Total cool. So. Kannst du Stefan mal einen Tipp geben,
wo er Ersatzteile für ein Steyr 8055 herbekommt. Baujahr 84. Ja, beim Steyrhändler des Vertrauens. Ansonsten wird's ja immer schwer. Also, aber das Licht flackert. Ja? Mhm. Nee, dann machen wir das aus. Habe ich das reduziert? Beim letzten Mal war das so. Das ist ja witzig, das flackert. Mhm. Ja, aber hier bei mir auf dem Bild nicht. Eben hat das da doll geflackert. Jetzt hast du es irgendwie anders hingestellt. Jetzt ist es bei mir hier nur noch ein bisschen. Ja, du hast ja Zeit dazu. Du hast es anders hingestellt. Also eben hat es geflackert. Für einen Steyr, es gibt es vielleicht auch Gebrauchteilehändler, aber das weiß ich nicht. Und ansonsten gibt es ja eben die Standardteile, gibt es ja immer bei den einschlägigen Treckerteile.de, Traktorteile.de, Schlepperteile.de. Gibt da ja reichlich Seiten. Wo ist denn die andere Lampe? Die kleine da. Was ist denn eine Triggerzange für Fremdverbraucher? Eine Triggerzange? Also ich wüsste jetzt nur eine Strommesszange, mit der man das messen kann. Was sagst du zu den Fans von Sibi? Ja, sehr cool. Ist eine gute Entscheidung und es ist ja auch so, wir müssen uns ja nichts vormachen. Wenn wir so nah an Dänemark dran wohnen würden wie der, ne, dann würde ich auch öfter da oben hinbleiern. Aber für uns ist das immer ein ganz schöner Ritt da hoch. Und leider ist Tag der offenen Tür ja im Moment nicht. Wegen Corona. Sonst wären wir da auch schon mittlerweile in unseren Vlogs zweimal gewesen. Wer kam auf die Idee zu filmen und was dachte der Partner darüber am Anfang? Ich kam auf die Idee und was dachte der Partner darüber? Ich habe gesagt, du musst es jetzt 5 Jahre durchhalten. Vorher darfst du nicht aufhören. Okay, haben wir das auch geklärt. Dann habt ihr noch ein bisschen, dann muss ich noch ein bisschen. Aber ich glaube, jetzt ist es auch nicht mehr schwer. Ich glaube, wenn man nicht so Komponenten hat und nicht so Zuschauer, ist es, glaube ich, wirklich schwierig. Aber da muss man durchhalten. Aber da hast du ja Glück gehabt. Ja, ich sag ganz ehrlich, wie viele Kanäle sehe ich mit weniger Abonnenten und weniger Views, wobei die Abonnenten ja egal sind. Also die Abonnenten sind nicht egal. Definitiv ist jeder Abonnent ist uns heilig. So, aber für den Algorithmus zählt, glaube ich, der Abonnent nicht so viel. Und die machen das mit wesentlich weniger Zuschauern und mit ganz viel Elan, also ganz, ganz tolle kleine Kanäle. Finde ich total gut. Täuscht das durch die Kamera oder ist die Bremsscheibe blau geworden? Nee, die Bremsscheibe, das nennt man Rost. Das Auto fährt fast gar nicht mehr. Das Auto hat zu wenig Bewegung. Das muss jetzt erstmal zu meiner Arbeit bewegt werden und dann zum TÜV. Ah, wann kommt mal was über den Rasenmähertrecker? Sonntag. Sonntag kommt die erste Folge. Sonntag geht's los. So, das ist fest. Unten kann jetzt noch nicht ganz fest. Warum hast du nicht den Axtträger mit einem Spanngurt auf die Hebebühne gezogen? Weil es nicht geht. Weil ich dann vom Winkel her komme ich nicht hin. Das funktioniert leider nicht. Oh, das hört sich gut an. Alex hat gesagt, wenn ich eine Waffe brauche, muss ich mal mit in die Eifel kommen. Da gibt es in Großkampen bei der Firma FZH, da kann ich mir eine Büchse aussuchen und im Schießkino schießen und testen und danach zu Reif eine Betriebsbesichtigung machen. Siehst du? Und das hört sich doch gut an. So. Mal gucken. Was ist deine Meinung zu Engelbert und Strauß? Das habe ich vorhin schon mal gelesen. Ja, die sind ganz schlau. Was machst du auf der Arbeit, wenn du nur bis 24 Volt arbeitest? Ja, ich darf auch Windkraftanlagen ein- und ausschalten und ich kann auch Windkraftanlagen ein- und ausschalten, aber ich repariere in der Regel Werkzeugmaschinen und zwar eigentlich immer dann, wenn Steuerungen, die dafür zuständig sind,
Versagen oder alles, was drumherum ist. Also in Werkzeugmaschinen, da sind ja auch 400 Volt, ne? Aber meistens ist ja doch irgendwas Steuerungstechnisches kaputt. So, wir heben jetzt hier, wir simulieren jetzt, dass hier ein Rad dran ist übrigens, bevor wir das festziehen, damit wir den Dämpfer in der Position festziehen, wie er sich nachher auch im Fahrzeug verhält. Zack. Wenn dir jemand ein Paket mit einem Zylon 800er und 900er, in Klammern, die du hast, als Spendeteiler für 30.000 Euro anbieten würde, würdest du zuschlagen? Müsste ich ja. Wann kriegt man schon mal Spendenteiler? Puh. Wo kaufst du die Ersatzteile für den Touareg? www.ebay.de. Was schöner, Schnacki. Favorit mit 6 in der Hand und 4 am Daumen oder Vario? Vario erste Generation. Ein Vario fährt sich einfach besser. Da kann man sagen, was man will. So. Naja, einfach ist es nicht. Und wenn man halt so einen Kanal hat, ist es ja nun mal so. Also entweder läuft es oder es läuft nicht. Aber trotzdem darf man nicht gleich aufgeben. Wenn man gleich aufgibt, ist schlecht. Ja, wir müssen... Auch wenn es hart ist. Aber wie gesagt, also das war von Anfang an klar. Er möchte das gerne machen. Und das darf er auch gerne. Überhaupt gar kein Problem. Aber er muss halt durchhalten. Also so eine Sache mit, wir fangen das mal an und nach 2 Monaten habe ich oder 3 Monaten oder so habe ich keinen Bock mehr, weil es guckt keiner. So darf man da nicht rangehen. Man muss schon dafür kämpfen. Nein, genau. Das gibt ja, man, wie viele Leute haben dafür gekämpft, erstmal 1000 Abonnenten zu kriegen? Das dauert in der Regel hier Monate. Die findest du nicht einfach irgendwo. Und deswegen, das ist einfach so. Das dauert. Das ist ein Prozess. Sie hat sich schon wieder auf Schweini gelegt. Ist das zu sehen? Ja, das ist ja. Schweini liegt da unten. Ich kann da leider nicht ranzoomen. Wie würdet ihr das finden, wenn der 926 von Stefan LEDs bekommt? Oder passt das nicht zu dem Schlepper? Ja, der Schlepper kriegt doch LEDs. Da macht euch keine Sorgen. Also da müssen auch LEDs ran. Das hat auch bei dem Trecker, wie bei allen Trecker aus diesen Baujahren, hat das ja auch den Hintergrund, dass der LED-Scheinwerfer haben muss, weil die Scheinwerfer oben hinten und oben vorne, das sind Twin-Scheinwerfer, die haben 110 Watt und das ist für die Schalter zu viel. Deswegen, allein deswegen muss man schon da auf LED umbauen. The Devolution, selbstverständlich haben wir schon geguckt, was die anderen alle machen. Die machen viel mehr als wir. Dagegen sind wir arme Säcke. Ja, das kannst du mal in dieses Anmerkungsfeld schreiben. Wenn das nicht zu lang ist, kann ich das auch machen. Das ist gar kein Problem. Also so eine Wünsche, die kann ich erfüllen. Das ist ja einfach. Ich hab Sand in meinem Strumpf. Du hast Sand in deinem Strumpf? Ja. Ich frag gar nicht nach. Ich war im Stall. Wie viel kV hat eigentlich so ein Windrad? Ich weiß gar nicht, was haben denn die Großen? Reiser ist 2 Jahre und genau 2 Monate gestern gewesen. Haben die großen Anlagen 150? Ich weiß also mal gar nicht. Reden die nicht immer von 100ern, 150er? So, die Leitung ist wieder fest. Also in der Windkraftenergie kenne ich mich nicht so aus. Ramon, musst du mal in die Videobeschreibung gucken, da steht's drin. Zack. So, Leitung ist Habt schon Habt ihr an euren Fahrzeugen einen Knochen? Nee. Was für ein Knochen? Ein Hauptschalter, um die Batterie zu trennen. Haben wir nicht. Weil eigentlich verbrauchen die keinen Strom und wenn die Strom verbrauchen, dann muss man das suchen. Wie teuer ist Diesel im Moment? Diesel? Oh, heute war, also am Mittwoch muss man sich merken, nee, heute ist Donnerstag, muss man sich merken, ist günstig. 1,62 war das günstigste, was ich gesehen habe. Oh ja, das ist wirklich günstig. Ich habe 1,67 gesehen.
Aber mein, das ist auch schon her. Mein Auto habe ich neulich für 1,60 vollgetankt. Letzte Woche. Hält vielleicht noch bis nächste Woche, weiß ich nicht wann. Hoffe ich. So, fest, fest, fest. Ist eigentlich Axel, du bist ja schnell. Bist zu schnell. Audi ist ja gleich fertig, da musst du noch was Neues anfangen. Ja, ich merke das auch schon. Ich muss noch die Abdeckung unten drunter machen. Hast du schon mal einen Fan-Favorit mit Front-EAR gefahren? Ja, tatsächlich. Fan 39 Vario TMS mit Front-EAR. Habe ich Gras mit verteilt. Mit dem Silo-Verteiler vorne drin. War irgendwie gefühlt unangenehm, mit der EHR die Fronthydraulik, also sprich den Silo-Verteiler, zu bedienen. War gewöhnungsbedürftig, muss ich sagen. 1,60. Bei uns kostet der 1,29. Wo wohnst du denn, Fisch? Da ist ja schön. Matthias? Hat nichts verpasst. Außer, dass das Auto wieder heile ist. Ja. Er war kurz weg. Mein Auto ist wieder heile. Aber das wusste ich auch. Mein Mann kann alles. So. Was ist deine Meinung zu Fend One? Fend One finde ich interessant. Habe ich, wie gesagt, noch nicht bedient. Aber ich habe eine Einladung gekriegt, einen Fend One zu fahren. Der werde ich natürlich nachkommen. Einzelanlagen können in der Regel an das Mittelspannungsnetz 10 kV bis 30 kV angeschlossen werden, während Windparks meist an das Hochspannungsnetz 110 kV angeschlossen werden müssen. Ja, das ist, glaube ich, korrekt. Da stecke ich nicht so drin. Eins. Wann kommt die erste Lightbar auf den Trecker? Gar nicht. Bei uns gibt es keine Lightbars. Oh. Ich toppe das, 1,76. Ja. Ja, Energie wird teuer, das ist einfach so. Da werden wir nicht drum rumkommen. Ich glaube auch nicht, dass, egal welche Regierung, die da an der Macht ist, daran gelegen ist, die Preise niedrig zu halten, weil sie an jedem Euro, den der Sprit teurer ist, oder an jedem Cent, den der Sprit teurer ist, auch mehr verdienen. Deswegen haben die gar kein Interesse. Und sie wollen weniger CO2, also überlegen sich die Menschen, vielleicht weniger zu fahren, weil es teurer ist. Also der Regierung spielt das nur in die Karten. Da braucht man keine Hoffnung haben, dass das irgendwann mal weniger wird, egal wer da oben sitzt. Was ist die größte Landmaschine, die du mal gefahren bist? Fan 936. Größe habe ich noch nicht geschafft. Landmaschine? Was ist denn hier mit so einem Mähdrescher? Also, ja, habe ich jetzt so. Wenn es nach Mähdrescher geht, dann habe ich ja den größten jemals gefahrenen, aber das kann man ja fast nicht als fahren bezeichnen. Jans Ketten. Wie ist hatten der überhaupt? 7600, ne? Hat er. Würdest du dir bei einem neuen Traktor LED-Scheinwerfer anbauen lassen, wenn das 4000 Euro kostet? Oder würdest du Halogenscheinwerfer drauf machen lassen um 0 Euro? Ganz genau. Ich würde den Trecker bestellen mit allen möglichen Scheinwerfern an allen möglichen Stellen, die es gibt. Halogen. Das ist auch cool. Und würde dann LED nachrüsten und wäre 3000 Euro billiger. Andrea hat gesagt, meine 500 Liter Diesel haben nichts gekostet. An der Tanksäule stand nur die Literzahl. Ja, das ist auch gut. Fest, fest, fest. Mir fällt eigentlich mal viel ein. Das ist dran, das ist dran. Vergessen habe ich nichts. Ist ja auch nicht viel dran an dem Blödsinn, aber gemacht werden muss es ja trotzdem, ne? Was macht der Lindestapler? Alles wieder sauber? Der Lindestapler, der müsste eigentlich auch hier rein, da müssten wir die Batterie mal ausbauen. Da müssten wir die Batterie mal ausbauen. Das ist auch eine gute Idee. Wenn du fertig bist, dann putze ich das Auto. Und dann musst du zuschauen. So, wir brauchen Reifen. Inklusive Felge. Ich habe den Kopf von der WD-40-Dose verloren, wo der hingefallen ist. Ach, da. Was ist denn dein Lieblingsträger, Schnacki? Mein Lieblingsträger ist unser 926. Was sagst du denn zu dem neuen Steyr Terrus CVT? Kann ich nichts zu sagen.
habe ich noch nie irgendwie drauf gesessen oder gefahren oder ähnliches. Wir waren, Andi, von Steyr? Nee, wir waren ja von Case eingeladen, ne? Von Steyr waren wir nicht eingeladen. Doch, ich glaube, von Steyr waren wir auch eingeladen. Axel, was ist nun mit einem, was ist nun zwecks Kipper? Habt ihr mittlerweile einen neuen Öler THKL 300 gekauft? Nee, den haben wir tatsächlich nicht gekauft. Ein Öler THKW, wie ging es weiter? 300? THKL 300. Nee, den haben wir nicht gekauft. Aber reizen würde einer schon. Wo ist denn? 1, 2, 3, 4. Es fehlt eine Radmutter. Ah ja. Es kann doch nicht sein, dass hier jetzt eine Radmutter fehlt, oder? Steckt die da noch drin in diesem... Puh, es fehlt eine Radmutter. Soll ich gleich mal suchen gehen? Also, ist ja keine Mutter, es ist ja eine Radschraube. Da nicht, da nicht, da nicht. Da nicht. Da nicht, da nicht. Das kannst du nicht erfinden, ne? Ich räume mal... Gibt's auf dem Krokhof noch einen Same? Nee, den gibt es leider nicht mehr. Aber der Same, den gibt's noch. Der ist da, wo Katharina reitet, direkt daneben. Den bin ich auch gerne gefahren, der war cool. Ich mochte den gerne. Meinst du bei dem Teilehändler vom Baggerstapler Steffensen? Nee, der hieß doch anders. Uwe Thoms heißt der. Ach ja, Uwe Thoms, genau. Der in Eckernförde heißt Uwe Thoms. Du sagst, Vario ist besser. Warum hast du dir denn einen Favorit gekauft? Weil der Favorit preislich attraktiv war und ja auch nicht schlecht ist. Deswegen habe ich mir einen Favorit gekauft. Angebot und Nachfrage. Und das Angebot war gut, also war meine Nachfrage da. Ja, Stefan, habe ich gerade gesehen. Vielen Dank. Außerdem... Wird morgen bearbeitet. Wir sind erst zufrieden, wenn wir die Serie voll haben, ne? 800er, 900er erste Generation, 900er TMS haben wir ja schon. Hast du die Radmutter gefunden? Nö. Also der Hund hat sie nicht gefressen, weil der schläft die ganze Zeit. Ja, aber ich räume mal ein bisschen auf. Und dabei fällt einem ja doch immer mal was zu. Würde mein alter Fan-Farmer ein Set, ein 4-Stern-Schwader schnappen, wie bei Stefan immer, wie Stefan immer sagt? Also dein Fan-Farmer 1Z, glaube ich nicht, dass der einen 4-Kreisel-Schwader schnappt. Stefan hat ja auch einen 2-Kreisel-Schwader und keinen 4-Kreisel-Schwader. Also ein 4-Kreisel-Schwader ist schon eine Nummer mehr. Ramon, einfach in der Videobeschreibung unten steht es drin. Seid ihr zufrieden mit der Hebebühne? Ja. Also diese Hebebühne, das war eine der besten Entscheidungen überhaupt. Die hat sich bewährt. Wann kommt denn die Zwillingsbereifung auf den Gabelinski? Ja, gar nicht. Irgendwann, also da, wo der versoffen ist, da soll ja überall noch Beton geschüttet werden. Und wenn wir da überall Beton geschüttet haben, dann sollte das auch vorbei sein. Wir haben noch Hoffnung. Es wird sich auch noch ein bisschen was tun. Also wir sind da. Wir werden uns noch ein bisschen austoben. Und dann wird das platztechnisch auch vielleicht ein bisschen besser. Und dann gucken wir mal. Ach, ich glaube, der Hund ist auch müde von den kurzen Nächten. Der Hund, ja, der schläft ja auch nicht, wenn wir schlafen. Also ich, wie tief schläft so ein Hund jetzt? Ich glaube, der nickert nur, ne? Du, soll ich das ausprobieren? Wenn du vorbeigehst. Wenn ich vorbeigehe, ist der Hund weg. Ja. Ich glaube, die schläft nur, wenn wir wirklich im Bett liegen, schläft sie. Ja, das höre ich. Das ist lautstark zu hören. Ja, 23,8 Grad, habe ich das vorhin eigentlich gesagt? 23,8 Grad haben wir hier in der Werkstatt. Schön warm. Sonst würde ich hier auch nicht sitzen. Deswegen habe ich auch kurz an, wenn ich weiß, dass ich hier ein bisschen was wühlen muss, in Anführungsstrichen, habe ich immer kurze Sachen an. Sonst schwitzt man. Also ich schwitze ja eh schon. Also. Der Sumpf ist eine gute Wegfahrsperre. Ja, das ist so. Da kommt keiner und klaut das. Mit welchem Kraftstoff fährt denn unser Gabelinski? Mit Strom aus der Steckdose.
Es ist ein Elektrostapler. Ups, hat den großen Vorteil, der Elektrostapler, wenn wir am Sonntag hier die Bagger annehmen und rausgeben, dass es keinen Lärm macht den Nachbarn gegenüber. Das war mir ganz wichtig. Ja, da kann ich ja mal gucken, Farmer. John, einfach in der Videobeschreibung, da steht es drinne. Wie alt wir sind, also Axel ist 40, ich wollte gerade 30. Oh, ich wollte gerade sagen, was kommt jetzt? Ich 40 und ich bin auch 38. Aber warte mal. Würdest du dir einen Trecker holen mit Zwillingsreifen oder an einen anbauen? Unser 106er hat Zwillingsreifen. Letzte Saison haben wir das ja nicht gesehen, aber es gibt Jahre, da haben wir die drauf und dann ist das auch zu sehen. Also wir haben Zwillingsreifen für den 106er und ja, man wird es auch sehen im Video. Das wird irgendwann kommen. Hervorragend. Ja, kann man. Musst du einfach mal reinschreiben und den Namen und dann kriegen wir das schon hin. Lange Nüsse Jens, hast du da. Jens, sehr gerne. Schön, dass sie schon angekommen sind, die T-Shirts. So. Eine Innensechskant. Womit wir die Heizung, womit heizen wir die Heizung? Die Heizung heizen wir mit Pellets. Nein, womit heizen wir die Werkstatt, wollte ich sagen schon. Mit Holzpellets. Also wir haben mit der Heizung, die wir auch drüben haben. Wir haben eine Holzpellets-Zentralheizung für Haus und Werkstatt. Und hier haben wir ganz normal Heizkörper und damit heizen wir die Werkstatt. Kann man uns mal treffen oder besuchen kommen? Das kann man. Das ist bei uns kein Problem. Entlädt sich die Batterie, wenn da der Gablerus-Staplerus länger steht? Nö, weil ich da immer, also ich weiß es nicht, ob es machen würde, aber ich ziehe immer den Trennschalter. Die Batterie quasi, ja, den Stecker von der Batterie, den ziehe ich immer raus, wenn ich ihn ausmache. Welche Treckermarken, nicht welche Baggermarken haben wir? Wir haben nur Chef, Schiefbagger. Wie sagt man eigentlich, Chef oder Schief? Und zwar ist der Grundstock immer ein Schiefbagger oder ein Chefbagger, je nachdem, wie man das aussprechen möchte. Und wir haben ein O&K RH 1.17, welches ein Schiefbagger ist, aber halt als O&K angemalt. Wir haben ein Terex AM16R, welches aber auch ein Schiefbagger angemalt ist. Und wir haben ein Terex TC16, welcher auch angemalt ist. Na? Ich hab hier Red Angel hat geschrieben, für lange Nüsse ist Schnacki noch nicht alt genug. Ja. Autogrammkarten, ja, das Nein. ist das nächste, was wir machen. Die genau. sind jetzt und werden gehen in Arbeit. Also da kümmert sich Axel jetzt drum. An Autogrammkarten arbeiten wir, aber es ist im Moment draußen kein Licht und wir brauchen Licht. Wir wollen ja noch schöne Fotos machen. Wie sieht das eigentlich aus mit der Wunschliste, Chef? Wo ist sie aktuell? Hast du da noch was drauf gemacht oder ist es schon weg? Alles? Wer ist aktuell? Die Wunschliste, unsere Amazonas-Wunschliste. Bin ich tatsächlich schon ein paar Tage nicht drauf gewesen. Oh. Müssen wir mal gucken. Aber ich kann mir das mal setzen, dass ich da mal noch mal, dass ich das überarbeite. Kannst du ja morgen mal machen. Morgen, ja. Puh. Morgen haben wir viele Termine. Morgen haben wir viele, morgen, sehr viele. Morgen haben wir viele sehr, sehr wichtige Termine. Und wenn wir die abgearbeitet haben, ja, ich glaube, danach saufen wir erstmal ein. Oder zwei. So, ich habe jetzt aufgeräumt übrigens. Hatte ich ja schon erzählt. Also auch nicht schlecht aufgeräumt, weil es ist. Hier auf dem Fußboden liegen noch zwei Schraubendreher, aber ansonsten hast ist du denn jetzt überhaupt das gefunden von meinem Auto? Was, von deinem Auto? Die Schraube? Nee, die ist noch weg. Aber hier, Chefo, Thomas möchte sich eine Hebebühne zulegen. Kannst du einmal sagen, was für eine Hebebühne wir genau haben? Ja, pass auf, geht los, Thomas. Ist gar kein Problem. Ich zeige das gerne. Jetzt brauchen wir bestimmt erstmal. Schade, da ist sie auch nicht drunter. Licht. Habe ich vorhin weggehängt, hier. So, pass auf, Thomas. In der Nuss? Nee, in der Nuss leider nicht. Habe ich auch erst gedacht. Könnte ja in der Nuss sein. War es aber nicht. Christian, tut mir leid. So. Ich hoffe, ihr habt alle Zettel und Stift dabei.
Ja, der 106er, den habe ich gesehen. Der ist im Nachbardorf noch am Arbeiten. Jedenfalls war er letztes Wochenende. Oh, das ist aber unscharf, würde ich mal sagen, ne? Der kommt aber bald wieder. Es gibt ein Wiedersehen mit dem 106er. Ich mach mal den Kran. Die Familie braucht ihn. Kran ein bisschen runter. Wir grüßen alle, die da sind. 1890 Zuschauer. Wahnsinn. Also, wir haben eine Longus aus dem Jahre 2010. Und zwar heißt die Bühne GC-3.0-SLE. Ich wiederhole, GC-3.0-SLE. Hätte ich auch geknurrt, Mausi. Was ist denn nun los, Hund? Bleisäurebatterien haben eine Selbstentladung. Das kann gut sein, ja. Das streite ich nicht ab. Aber der Zaun steht Gott sei Dank jetzt wieder trocken. Hier bin ich auch froh. Der schimmelt er jedenfalls nicht. Der Zaun, wenn der schimmeln würde, wäre schlecht. Es sind aber auch wirklich nur vier Radbolzen drin. Ne? Hier, untergerutscht. Und ein Schweller. Siehste. Puh. Wisst ihr schon, wann die Arbeitsklamotten ungefähr in den Shop kommen? Nee, das wissen wir noch nicht. Also wir haben schon Probesachen da, aber... Probesachen bestellt, aber ich glaube, die sind noch nicht so... Da ist Axel noch nicht zufrieden mit. Wollt ihr ein Bauunternehmen eröffnen bei den vielen Baggern? Was wollen wir? Ein Bauunternehmen eröffnen. Nee, lass mal. Wir machen nur Vermietung, das reicht. Wir wohnen in Ostholstein, in der Nähe von Bosau. Falls du es genau wissen möchtest, in der Kanalbeschreibung steht auch unsere Adresse. Gar kein Problem. Marco ist cool. Hättet ihr mal Lust, ein IHC 353 zu restaurieren? Ich habe nicht wirklich Zeit dafür. Ja, das kenne ich. Ich erwähne das ja immer gerne wieder, wie viele Teile ich liegen habe für unsere Trecker. Und das ist auch alles nicht fertig. Aber das ist eben das Schöne, man hat dann immer irgendwie, man hat dann keine Lücken. Wollen wir es mal so nennen. Man hat immer was zu tun. Ah, Jürgen, du kriegst auf jeden Fall eine Autogrammkarte, wenn sie fertig ist. Er hat gerade gesagt, er möchte schon mal eine vorbestellen. Ja, das ist gar kein Problem. Wie gesagt, das schaffen wir auch. Aber wirklich, das muss noch ein bisschen warten, weil wir schönes Licht haben wollen und dann... Danke, Ramon, für das Lob für den Online-Shop. Vielen Dank. So, jetzt muss ich gucken, jetzt muss der Wagen Richtung Boden. Scheiße, der Laptop ist gerade abgehoben. Seid ihr noch da? Der Laptop hebt gerade ab da hinten. Also es hat eben gerade mal kurz gedingsbumst hier. Es war hier ein bisschen komische Farbe. Und irgendwie... Ach nee, ich sehe das nur anders. Ich hab gescrollt. Was ist denn mit den Kabeln am Laptop? Ich sehe das nicht. Von welchem Star kriegt man Autogrammkarten? Ah, Axel und Reiser unterschreiben gerne. Der Hund geht mit der Tasse, hätte ich mal gesagt, hier mit dem Dings da rauf oder was? Ja, Reiser macht eine Pfote drauf. Reiser macht eine Pfote drauf. So. Damit ihr Reiser sehen könnt, müsst ihr. Danke, Christian. Ja, wir beeilen uns. Dann kannst du gucken. Es gibt was zu gucken. Ja, er hat gesagt, er hängt euch ran, dann kommt was klitzekleines Paket noch. Der hat ja gefragt wegen der Wunschliste. Ja, kriegen wir hin. Hund dreht sich wieder im Kreis. Natürlich, das Fan-Logo draußen hängt. Das ist der hellste Stern aus dem Dorf. Ja, das kann man tatsächlich so unterschreiben. Ich habe sogar genug Kabel, ich kann euch das zeigen. Das hat Johannes mit ganz viel Liebe gebaut, das wurde natürlich gleich aufgehängt. Nein, gleich ist eine Lüge. Ne? Das kenne ich, Chris, das haben viele. Da unsere Pferde nur draußen stehen, brauchen wir sowas nicht. Na, ich habe nur die Tür aufgemacht. Also wir haben noch Bild und ich glaube die anderen auch. Vielen Dank, Dennis. Aber es hängt.
Es hängt. Die Cam hängt. Welche? Die draußen. Es ist ja eine draußen gerade. Du hast sie zerstört. Ja, genau, dann rostet er nicht. Das ist richtig. Der Zaun steht warm und trocken. Die Cam draußen hängt. Endlich, wir haben ein Technikproblem. Ja, du bist ja auch fertig mit Arbeiten. Ja, was für Sommerfelgen sind denn auf dem Audi, Schatz? Was hast du da gekauft? Das sind so, weiß ich nicht, so Felgen halt. Was sind denn das für Felgen überhaupt? Irgendwelche 17 Zöller, ne? Nee, ja, größer. Haben sie auch geschrieben. 19 Zöller. Nee, geflext hat er nicht. Standbild. Ja, Axel versucht's. 19 Zöller, glaube ich, sind das. Hallo Hundi, hallo Joe. Joes Werkstatt. Aha. Johannes ist da. Johannes, wir wollten gerade ein Schild zeigen und dann ist mir die Kamera abgeschmiert. Was soll ich dazu sagen? Ah, die GoPro, Lord, die holen wir Sonntag ab. Wir haben morgen ein bisschen was zu tun, Samstag habe ich Schule. Sonntag, wir haben es vorher nicht geschafft. Warum? Kappe oben nicht vergessen. Nee, nee, wir müssen noch Drehmoment draufbringen. Wir müssen ja noch Drehmoment draufbringen. Ist schon witzig, ne? Wieso man da ein Standbild produzieren kann. Danke, Kaigo, das ist lieb von dir. Aber es wäre ja langweilig, wenn es nicht so wäre. Ja, es ist explodiert. Jetzt ist es tatsächlich explodiert. Und ich weiß noch nicht, warum. Die große Suche nach der letzten Radschraube. Ja, die hat's gemacht. Videoaufnahmegerät. Noch hier, wo der Finger leuchtet? Werden die Autogrammkarten auch einen Pfotenabdruck haben? Ja, da werden wir auch hinkriegen. Der größte Star hier. Kurz nach Reiser kommt Axel. Kommt dieses Jahr noch ein Hoftruck im Bausement? Nee. Für Hoftruck sind wir nicht zuständig. Der Audi hängt. Videoaufnahmegerät. Schnacki trinkt deine Frau? Ja, Apfelschorle. Stüsschen. So, weiter geht's. Was für eine Schule ich besuche? Ja, ist immer ein bisschen schlecht ausgedrückt, glaube ich. Ich versuche, meinen Steuerberater zu machen. Und da habe ich sozusagen Seminarschule, Lehrgang, wie auch immer man das sagen soll. Da muss ich jetzt immer, jetzt noch, jeden zweiten Samstag hin. Ah, ich glaube, ab Juli ist es dann jeden Samstag. Ich habe einen Hannoveraner. 1,83 groß, ein San Amur Don Frederico Sohn. Was haltet ihr von Akkugartengeräten? Ich kriege einen Krampf. Akkugartengeräte, ja. Wir haben ja, wie viel haben wir? Eins, zwei. Also wir haben eine Heckenschere. Nee, also stimmt gar nicht, ne? Wie heißt denn das Ding? Wir haben, Doch, so eine kleine Heckenschere. Ja, so eine kleine Heckenschere haben wir. Wir haben, einen Rasentrimmer haben wir. Und wir haben eine Akku-Kettensäge. Also das hier, Zupigubi, hat wie nennt man das? Treffend gesagt, hallo Joe, alle warten auf deine Mini-Wohnung. Ich will die auch sehen. Ich habe schon zu Axel gesagt, du bist schon so lange kein Video mehr gekommen. Ja. Ich vermisse das schon. Aber Johannes macht das schon, da mache ich mir keine Sorgen. So, wir müssen noch ein bisschen tiefer mit dem Auto, damit wir Bodenkontakt haben.
Also ein Allroad hat so ein bisschen das Phänomen, der hat, der Allroad hat, hat ja Luftfahrwerk, das müssen wir jetzt so ein bisschen langsam wieder anschubsen. Das muss man, bei VW muss man die Fahrwerke immer in eine Parkposition bringen. Chris kaputt, wir hören alles. Schlager. Oh, die Tür ist auf. Ihr wollt auch nicht sehen, wie das hier drinnen aussieht. Oh, das auch noch. Der Hund ist jetzt schon wieder im Auto. So schnell geht das, ne? Tür auf am Auto, Wäschegästerhund. Ich filme hier gleich mal rein. Nein, das darfst du nicht. Du darfst da nicht reinfilmen. Pfui, aus. So, ich habe jetzt nur die Zündung angemacht. Jetzt pumpt er eigentlich, was er noch drin hat. Frank Timmermann, vielen, vielen Dank für 2,99. Frank, vielen, vielen Dank. Ach, Ramon, bis zum nächsten Mal. Kannst du auch noch nachgucken, den Rest. Jetzt fahre ich die Bühne noch wieder ganz runter. Ah, ohne Start vom Auto ist das immer nicht so schön. Also, Schäfer, du wolltest noch das Schild zeigen. Willst du es noch mal versuchen? Was für ein Schild hatte ich noch? Was für ein Schild? Das Fanschild. Ja, weiß ich. Das hörte sich aber jetzt gerade komisch an. War das nur, weil da die Luft raus war und das wieder aufgepustet wurde? Ja, nicht wundern, ich muss mal starten. So, wir sind jetzt auf Stufe 1. Wir müssen auf Stufe 2, Hund, ne? Kollege, was ist los? Alter, jetzt sieht man genau das dreckige Auto. Der Hund ist da vorhin voll mit den nassen, dreckigen Füßen rein. Du solltest da doch nicht reinfilmen. Dieser Hund ist vorhin da reingehüpft. Und vorher ist er in der Matschepampe gewesen. Frank Timmermann, vielen, vielen Dank für 2,99 €. Vielen Dank. So, wir pumpen jetzt auf Stufe 3 und dann können wir das Rummelding auch ausmachen. Ist ja Leder, ich kann alles abwischen. So ein Auto pumpt ja immer erst hinten hoch, damit die Scheinwerfer vorne quasi kein Blenden und dann zieht er vorne nach, ne? So, fertig. Und du schleckst ja nun gerade die Pfote ab. Kannst du den Sitz auch noch bei Gelegenheit mit abschlecken? Der hat nämlich auch noch Bedarf. Der Hund ist der Hammer. Ja, alles da hast du vollkommen recht. Du hast mir hier noch so ein Fussel hingemacht. Kannst du den auch noch ablecken? Ja, also den Hund, früher haben wir gedacht, also der Hund ist ja in seinem Leben mehrfach, nicht mehrfach, der ist ja durch Autofahren umgezogen. Und da haben wir gedacht, der mag nie wieder Autofahren, weil wir das erste, was wir gemacht haben mit ihm, war erstmal 450 Kilometer Autofahren. Aber mittlerweile, und da war Autofahren auch noch echt ein Problem, ne? Aber mittlerweile ist ja, Autofahren, also das Einsteigen war ein Problem, ne? Das jetzt ist es ja, da war es ja schon, sie ist schon gerne mitgefahren, in Anführungszeichen. Also sie ist ja mitgefahren, da war ja kein Problem, dass sie gegrault hat oder so. Aber sie wollte nicht einsteigen. Vielen, vielen Dank für 10 Euro, Jordaniator. Jordaniator? Ja, Jordaninator. Jordaninator? 5000. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Ja, also man sieht ja, dieser Hund. Mh.
Ja, das Fahrwerk ist hochgefahren. So, jetzt muss ich gucken, die Kabel. Wir müssen mal auf den Hund achten. Ich muss jetzt mal im Auto wackeln, denn wenn man so gemacht hat, konnte man das Geräusch hören. Ja gut, die Kamera ist umgefallen. Aber das Geräusch ist weg. Es ist weg, es ist so herrlich. Das Klackergeräusch ist weg. Also wenn Helene Fischer im Radio gerade war, dann war es im Radio. Also drinnen, du hast ja das Radio ausgemacht. Ja, war RSH an oder so. Ich glaube, meine Frau hat immer RSH an. Nee, NDR oder RSH. Ach, ich schalte eigentlich auch nochmal um. Was hältst du vom Schäffer 8082? Schäffer 8082, hat der schon einen Teleskoparm? So, dann müssen wir jetzt Kameratausch machen. Der Hund hat ja nun seine Extra-Cam da. Den kriegt ihr. Nicht meine Handschuhe. Oh. Das läuft hier gut bei dir. Ja, die. Die ist Camps, sehr widerspenstig. Die Camps sind sehr absturzwürdig hier. So. Ja, ich müsste mein Auto mal wieder sauber machen, ich weiß. Deshalb sollte er ja auch nicht reinfilmen. Ich würde niemals, niemals in das Auto meiner Frau filmen. So. Aber die Werkstatt war ja besetzt mit 29. Ah, Reiser, bin ich so schnell seekrank, du. Das war ja alles so ein bisschen außerplanmäßig mit dem 29. Das ging ja schneller. Also der war mit mal hier und dann, weil der ja hier im Dorf war. Und das hatte ich gesehen und dann habe ich gefragt, ob wir das jetzt machen wollen. Weil der Trecker eh vorm Tieflader ist und der Bagger zum Kneifen unterwegs. Und dann habe ich ein Zeitfenster gekriegt, in dem ich den Trecker haben konnte. Und ja, da haben wir ihn geholt und haben das gemacht. So, Drehmoment und jetzt können wir die Kappe drauf machen. 140 Newtonmeter kriegt's an Allroad. Also unsere Adresse steht in der Kanalbeschreibung oder auch im Online-Shop und die Adresse ist in der Videobeschreibung. Unser Hund ist 2 Jahre, 2 Monate und 1 Tag alt. Hallo, na? Bist du auf der Mittelarmlehne mit dem Kopf? Ja, ne? Oh Mann, ey. Das kannst du nicht erfinden. Kannst du das Auto mit deinem Tornador sauber machen? Das könnte man. Das ist kein Problem. Der Schäffer 8082 hat keinen Teleskoparm. Okay, das ist also ein bisschen kleiner, in Anführungsstrichen. Aber so ein Schäfferlader, oh, der ist schon cool. Die haben vermisst deinen Schnacki-Weisheitsfinger bis jetzt. Das geht gar nicht. Ja, den müssen wir ja im Livestream ja nicht ausprobieren. So. Oh, ich weiß nicht. Ich möchte einfach einen Audi wieder haben. Wichtig ist mir Standheizung, Sitzheizung, Leder. Die kleinen Dinge des Lebens sind wichtig. Standheizung. Und schwarz. Es kommt nur noch ein schwarzes Auto wieder hierher. Das Auto habe ich ja nur von meinem Mann übernommen. Dem war das egal, ob Silber oder Schwarz ist. Ich möchte gerne schwarz. Dieses Auto war nämlich aus erster Hand und ich kannte die erste Hand. Deswegen habe ich es gekauft. Ja, das Auto ist ja auch schön. Aber wenn wir das jetzt aussuchen darf, möchte ich wieder schwarz haben. Jo. Das kriegen wir auch hin. So. Ach, wenn man Hunde hat, ist das halt so. Und ganz ehrlich, deshalb ist es ja Leder. Man kann das alles sauber machen. Und sie will ja immer mit. Sie hat immer Angst, dass sie vergessen wird. Sie hat auch nur ein bisschen Blödsinn im Kopf. Schnacki ist schuld, dass meine Tochter 3,5 ein Fan ist. Die Frage ist, wirst du in deinem Leben denn irgendwann einen Fan kaufen müssen oder kommst du da drum rum? Sven, was willst du dir denn für einen Träger kaufen? Alter, dieses Tier, ne? Das kannst du nicht erfinden. Mann, Mann, Mann. Schön nebenbei Mathe. Na, das ist ja gut, Mathis. Nee, Matthias. Hoffentlich hier, weißt du denn noch, wie 1 und 1 und 2 und 3 und so. Du. Geht die Wendeschaltung um 29 wieder? Alex, das wirst du am Samstag im Blog erfahren. Ob ich die Wendeschaltung hingekriegt habe, ob mein Zeitfenster gereicht hat oder ob ich da nochmal nacharbeiten muss. Ja, ich habe verschiedene Drehmomentschlüssel. Diesen hier habe ich mal... Ja, ich sag das gleich. Das macht er gleich. Achso, diesen hier habe ich extra für hier gekauft. Gebraucht allerdings. Jetzt muss ich erst mal gucken, wie gut ist denn diese hier? Das hier ist ein Stahlwille-Drehmomentschlüssel
Und den habe ich für hier, weil ich hier ja relativ viel Räder und sowas mache. Und der hat den Vorteil, du kannst hier hinten, siehst, ich bin im kleinen Bild, ne? Hier hinten kannst du mit dem Finger reingehen und dann kannst du hier über so einen Schieberegler das Drehmoment einstellen. Das geht mega schnell und da ich hier relativ viele Reifen von Autos und so wechsle, habe ich mir für den Fall so ein Stahlbeleg gekauft. Normalerweise hast du hier hinten dran eine Kurbel oder du musst den ganzen Griff drehen. Und für diesen Fall habe ich mir extra diesen von Stahlwille hier besorgt, weil ich das mega praktisch finde mit dem Schieberegler. Habe ich damals bei der Bundeswehr schon gehabt, hat mir gut gefallen. Und von daher ist das jetzt eben ein Stahlwille geworden. Ansonsten haben wir aber auch, wir haben von Proxon welche und von KS Tools welche. Also wir haben verschiedene Hersteller und wir haben den großen von HZ. Ziehst du eigentlich alle Radschrauben mit Drehmoment an, weil meine Autowerkstatt knallt die immer mit dem Schlagschrauber voll an, bis nichts mehr geht? Nee, wir ziehen das mit Drehmoment an. Also zu doll ist nicht gut, das ist einfach so. Und deswegen ziehe ich die mit Drehmoment an. Was ist denn jetzt für ein Gequietsche? Du sollst das Schild nochmal zeigen. Ja, zweiter Versuch. Ich habe Angst. Alles klar. So, den Hund habt ihr ja gesehen. Wie alt ist das Auto? Von 2004. Also ist er 18. Ja, der Hund ist schon der Hammer. Und drauf? Ja, ist hell halt, ne? Ja, ich kann nicht weiter, weil das Kabel ist nicht länger. Das Kabel ist nicht länger, aber es hängt da oben an der Wand. Wann geht's denn mit dem 926 weiter, Heizungsventil? Ja, das ist so als nächstes geplant jetzt so ziemlich. Also wir haben jetzt noch eine neue Baustelle, die müssen wir erstmal abarbeiten. Das seht ihr aber. Und wenn das abgearbeitet ist, dann geht es mit dem 926 weiter, weil der muss langsam mal fertig, dass der hier aus der Werkstatt kommt. Also ist er ja schon wieder, aber da müssen wir jetzt mal bei. Ja, ne, finde ich auch. Hast du richtig gut hingekriegt mit dem Schild. Und es leuchtet mega hell. Richtig hell. Also, nee, der Drescher ist nicht unser. Unsere Maschinen sind immer jeweils unter dem Video aufgeführt. Also wenn du wissen möchtest, welche Maschinen wir haben, die sind immer unten in der Videobeschreibung. Ist das, was wir selber haben, ist aufgeführt. Alles andere, was wir fahren, ist immer für andere. Hast du dich schon mal festgefahren mit den Schleppern? Selbstverständlich. Das hört sich an. Was möchtest du, mein Schatz? Na, das Bild gibt's, glaube ich, nirgendwo. Es gibt ein Bild, wie ich mich mit dem Ladewagen festgefahren habe. Ist das hier drauf? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Frank fragt jetzt noch mal, wann du den... Jetzt muss der Hund gleich, jetzt geht er nach hinten. Ja, da sind Leckerlis drin. Das ist vielleicht nicht so schlau. Fellnase. Was machst du denn da? Kann man das sehen? Komm mal wieder. Danke. Hast du was gesucht, Schatz? Oh Mann, ey. Das glaubt uns kein Mensch. Hast so. Du was gesucht? Was auf jeden Fall Fakt ist, ich bin froh, dass das schneller ging als gedacht mit diesem Auto und dass das ging. TÜV-mäßig sind wir jetzt soweit. Wir können da hin. Mit wie vielen Newtonmeter hast du das angezogen? Jörg Stuth. Ja, das sind wir. Chevo? Was denn? Newtonmeter, wie viel hast du das angezogen? 140 Newtonmeter. Malte, ja, der Sturm war auch bei uns, aber wir hatten schon Stürme vorher und wir sind da gut bei weggekommen. Also da das schon vor 2-3 Wochen schon mal so doll gestürmt hat, ist das so, dass das jetzt uns nicht so doll erwischt hat. Der 106er wird, wie gesagt, ich habe die Hoffnung, dass er eigentlich Ende des Monats wieder kommt oder Anfang nächsten Monat.
Ja, pass auf, wir können mal, das können wir jetzt mal machen. Wir sind ja soweit damit durch. Jetzt muss ich hier erstmal, ich habe hier oben die Kamera in den Kran eingehängt. Das müssen wir erstmal wieder zurückarbeiten. Nützt ja alles nichts. Ich bin mir auch nicht sicher, ich habe vorhin den Kran bedient. Könnt ihr euch erinnern, dass wir Standbild hatten? Ah, wenn ich es richtig sehe, ohne Brille ist der Linde nicht in der Beschreibung. Nö, das stimmt. Der Linde ist nicht in der Beschreibung. Also jeden Käsekram haben wir jetzt auch nicht aufgeführt, das stimmt. Aber es ist ein Linde H25 oder so. Kannst du bitte mal den Kran zeigen? Wo ist das Kabel? Da. Alufelgen zieht man mit 120 an. Alufelgen, also bei diesem hier sind es 140 schon seit ich den habe, seit sozusagen 16 Jahren mache ich das. Hat immer gut funktioniert. Da ist unser Kran. Was haben wir denn überhaupt? Ein D-Mark. Oh, süß weg. Ein D-Mark. Und er hat 0,5 Tonnen. Was macht der 106er denn gerade im Lohn? Der 106er ist gerade dabei, Bäume zu fällen und Busch zu transportieren. Ja, ich hatte leider mein Handy nicht mit. Ich hätte das letzte Woche machen sollen, am Wochenende, letztes Wochenende, wo ich ihn gesehen habe. Jo. Man denkt immer so viel, aber man schafft's. Ja, ich hab's ja sogar vergessen, dir zu erzählen. Man schafft's denn ja doch nicht. Ich hab's ja sogar vergessen, dir zu erzählen, erst als deine Eltern kamen. Wie viel Tonnen hebt der Linde? 2,5. 2,5 Tonnen. Ach Quatsch, Matthias, es läuft doch alles. Ja, hier kannst Mary Poppins spielen, also bei uns auch. Wir haben überall, Land unter. Die Senken stehen alle voll. Genau, Matthias, Flexen, Streamabsturz. Aber ich habe vorhin, ich habe den Kran bedient, als ich euch das zeigen wollte. Und vielleicht ist das in dem Moment stehen geblieben, das Bild. Ich weiß es nicht, also es ist verdächtig. Was trinkst du da jetzt? Ein Helles von Bräunlinger Löwenbräu. Aber hier, ich muss es nochmal zusammenkleben, aber ist das nicht geil? Das Toblerone, ne? Ja, das schmeckt auch hier. Willst du ein Stück noch? Nee, ich bin satt. Ja, The Devilchen, geplant ist das mit dem kleinen Radlader, aber ich kann dir ganz ehrlich sagen, es sind zwei Sachen dazwischen gekommen. Die beiden Sachen wirst du noch erfahren und deswegen muss der Radlader, der Kleine, noch ein bisschen warten. Was sind das für Pokale da oben im Regal? Oben im Regal? Ja, da haben wir alle Pokale, die wir mal so beim Trecker-Track abgestaubt haben, ne? Wir machen die hier mal ins kleine Bild. Müsstet ihr die sehen können, ne? So. Da oben, genau. Das ist alles, was wir mal so beim Trecker-Track ergattert haben. Am schönsten ist der Rosane. Ja, der Rosane ist nicht schlecht. Nee, ach, ich finde. Der Rosane ist übrigens mit dem 29, der hier in der Werkstatt stand, erfahren. Weil die Frau von dem Fahrrad. Genau so ist das, Land, Leben, Leidenschaft. Wir dürfen hier einfach mit Stecker nichts bedienen und dann ist das alles gut. Dann geht der Stream auch nicht aus. Wofür brauchst du den Kran? Den Kran? Mhm. Da machen wir alles Mögliche mit. Also dieser Träger, der hier oben eingezogen ist, der fängt ja. Ich kann es euch gar nicht so zeigen, ne? Aber hier ist ja der Kran. So. Und der hat eine Laufkatze einmal von links nach rechts rüber. Und der ist am Anfang von der Hebebühne und wir haben damit schon relativ viel gemacht. Also ich habe den benutzt, als ich die Vorderachse beim 900er rausgenommen habe, da habe ich den eingesetzt. Frontzapfelle, kannst du Videos gucken? Obwohl, da habe ich ihn nicht so viel benutzt, aber ein bisschen auch. Als wir die Frontzapfelle in den 800er eingebaut haben, da haben wir den auch benutzt. Also doch, es gibt immer mal Anwendungen, wo wir den benutzen. Ich habe damit schon Rasenmäher hier drin hochgehoben, Hebebühne. Nee, wie heißt der Kram? Rasenmäher und ach, alles Mögliche. Also immer, wenn es schwer wird. Achso, Rüttelplatten und sowas angehoben. Also das kommt immer mal vor. Was letzte Preis für Zylon? Letzte Preis für Zylon ist nicht schlimm. Kannst du kaufen? 70 netto.
Aber wir haben hier eine Heizung, mehrere Heizungen, glaube ich. Ist das genau, zwei, hier ne? Hinter mir, hinterm Schrank zum Beispiel, befindet sich eine Heizung. Guck mal, wir haben ja jetzt hier, wir haben eine Laufkamera. Wut, die ist ja eigentlich für den Hund, der ist ja nun gerade nicht da. So, da könnt ihr sehen, da ist Thermostat für die Heizung. Und, kann man das sehen? Ja, da ist Thermostat für die Heizung. Ein Heizkörper geht da lang und ein Heizkörper ist da, wo Reiser einmal liegt, unter dem Fenster. Genau. Also, wir frieren nicht. Und wir werden auch drüben in der Schweißwerkstatt werden wir auch Heizkörper anbringen, weil da drüben ist auch Zentralheizung schon. Da geht's dann weiter. Ah, die haben gesagt, das Bild ist eingefroren, als du die Hebebühne runtergemacht hast. Ja, das kann auch passieren. Also, es ist komisch, ne? Wie das, also... Pff. Ja, aber da war es ja auch, dass du gesagt hast, vielleicht ist da ja auch irgendwie die Verbindung da rausgegangen aus der... Ja, ich hatte die Kabel sind hier einmal stramm geworden. Ich habe die hier, ja. Das ist ja alles, puh. Gerade so, dass das hier passt mit den Kabeln. Nee, nicht 70 Euro. Das ist ein bisschen günstig. Wir machen noch ein K dahinter, sprich drei Nullen und dann haben wir es. Ja, die Hebebühne in Fendt-Grün lackieren, das ist eine gute Idee. Ich hätte ja echt Bock, wenn ich mal, also, oh, aber das sind ja so Sachen, ich habe das mal neulich erzählt, ne? Wenn ich mal richtig, richtig viel Zeit habe, hätte ich ja mal richtig, richtig Bock, die ganzen Schränke hier in Anthrazit anzumachen. Schönen Abend euch noch, die jetzt gehen. Tschüss. Tschüss. Ach so, Schnucki, Edelwächter, was war das? Bremswagen. Edelwächter Bremswagen, den hatten wir noch nicht hinter den uns. Den hatten wir schon, ja. Ja, hatten wir den schon? Ja, den hatten wir schon hinter. Da muss man aufpassen, da kommt man vorne leicht hoch. Nee, LW, Standbild hatten wir vorhin. Was das ist denn mit der Bohrmaschine? Guck mal, das habe ich vergessen vorhin. Bohrmaschine. Ja, das kommt. Das ist doch fertig. Das haben wir doch abgearbeitet. Läuft. Im letzten Video. Stimmt. Hast gestern recht. Im Video ist die Auflösung gekommen. Und jetzt kommt noch ein bisschen. Ich habe da einen Halter, den muss ich dann noch anbauen. Und dann, das sehen wir auch noch. Das wird nochmal so ein kleiner Einspieler. Wir müssen uns ja zum Schluss eine Videos an der Kamera, an der Bohrmaschine treffen. Und das machen wir dann. Ah, Caroline, am Sonntag kommt das erste Video. Geht los mit dem Rasi. Und ihr macht es echt super in der Zeit von Corona. Es macht Spaß, solche positiven Menschen zu sehen wie euch. Und ein Hund mit Hirnfasching. Wenn schon kein Fasching, dann Hirnfasching, ne? Danke, Justus, für 99 Cent. Vielen, Justus, vielen Dank. Vielen lieben Dank. Ne? Aha, du hast ja Silos und wie kommen die Pellets aus dem Silo zur Heizung? Wir haben hier Schnecken eingebaut. Ich kann mal ein Video zeigen. Ich habe das mal gefilmt, das kann ich mal machen. Also wir haben von den Silos in die Heizung eine Schnecke, aber generell aus den Silos ist hier und da noch ein bisschen Arbeit erforderlich. Jetzt im Moment haben wir gerade ein Silo zu packen, da muss man nur das Schott aufmachen und dann läuft das alles automatisch. Und so müssen wir irgendwie, wenn es kalt ist, so alle 4-5 Tage die Heizung auffüllen und wenn es wärmer ist, dann hält das auch schon ja, über eine Woche. Ne? Guck mal, Hermann Schmidt hat uns vorgezogen vor James Bond. Oh, ich habe sie übrigens alle gesehen. Hermann Schmidt. Alle 007 Folgen habe ich durch. Hermann Schmidt ist der Meinung, wir sind besser wie James Bond. Ja, man kennt sie ja dann doch schon. Ne? Und, aber wir machen auch ein bisschen James Bond beim Rasenmäher. Bis 23 Uhr haben wir gesagt, streamen wir heute. War so die Grundidee, aber wir sind ja schon mit der Arbeit durch. Was sollst du achten, wenn du einen 724 Profi Plus mit dem S4 kaufst? Eigentlich ist da nicht viel drauf zu achten. Also der, an dem 724, mittlerweile ist es ja so, da könnte dir der Händler ja schon, wenn du da einen guten hast, den Auszug geben, was da passiert ist an dem Trecker. Dann bist du ja in der Chronik drin. Ich muss ganz ehrlich sagen, an so einem 724, also ich kenne ein, zwei Leute, die hatten 1000 Kleinigkeiten an dem Trecker. Wenn ich den Trecker nehme, den ich immer fahre bei meinem Nachbarn, der hat, was hat der überhaupt jetzt? 3.500, 4.000 Stunden irgendwie sowas? Ich glaube 4, ne? Hier, da war noch nichts mit. Vielen, vielen Dank, Frank Timmermann, für 2,99. Vielen Dank. Frank, vielen, vielen lieben Dank. Ah, Stoker heißt so Heizung? Ja, wir machen auch was Krasses mit dem Rasenmäher, gar keine Frage. Wir haben einen Multistoker, genau. Multistoker, genau, einen so Multistoker. War das. Ja, genau. Ja, da kann man auch Scheitholz reinmachen. Das haben wir auch schon mal gemacht. Genau, wenn die Heizsaison anfängt und man irgendwie nur so sporadisch, weil es mal so kalt ist, mal irgendwie Wärme braucht, dann kann man da einmal Holz reinmachen und dann lässt man das einmal durchziehen und dann passt das. Ne? Also das haben wir schon gemacht. Das funktioniert gut.
Also das Rasenmäherrennen war noch nicht. Das kommt irgendwann, wenn das mit den Corona-Regeln jetzt gelockert wird und das Wetter gut ist, machten wir das. Aber durch diese Verschärfung da nochmal Anfang des Jahres haben wir gesagt, machen wir es nicht. Die Heizung ist ein KSM-Multistoker. Arno hier, Krampe Big Buddy 57 ist leider zu klein. Also wir wollen schon eine 97 haben. Die ist aber auch immer mal drin, haben auch schon viele den Link geschickt für die 97. Ist so eine grüne drin, in Fendgrün. Mit dem Menschen habe ich schon gesprochen, der hat aber Vorstellungen, die sind oberhalb jeglichen Neupreises und das passt natürlich nicht. Kommt die Bohrmaschine in die Schweißwerkstatt, die neue? Ja, die Bohrmaschine kommt in die Schweißwerkstatt. Und die Säge, die bei der, bei der Drehmaschine steht, kommt noch mit in die Schweißwerkstatt. Und wenn es ganz gut läuft, kommt noch eine neue Maschine, die kommt da auch noch mit rein. Aber grundsätzlich kommt jetzt erstmal der Schweißtisch und dann fangen wir an, drumherum zu bauen. Die Spedition, die die Isolierung, also die Wände liefert, die hat noch keine Rechnung geschrieben, aber das ist eigentlich alles geklärt. Das, ich glaube, die warten nur noch auf einen guten Termin, wann das für die passt. Ich habe denen gesagt, die können das liefern, wenn das reinpasst. Wir haben es vorher nicht geschafft. Sonntag holen wir die GoPro ab. Die ja. Hilo GoPro. Die Hoffnung ist, dass sie ja das Sonntag schaffen, die GoPro abzuholen. Und dann gucken wir natürlich, was da für Material drauf ist. Ne? Aber ob wir das. Ich glaube nicht, dass das. Ich würde mal behaupten, das schaffen wir erst nächste Woche Samstag im Vlog. Gehen wir zu Agritechniker? Mhm. Wir sind Agritechniker hier, Stammgeher. Wir gehen zu jeder. Gehst du dieses Jahr angeln? Weiß nicht, wir haben das ja immer irgendwie gemacht, wenn die Heringssaison war, die letzten Jahre. Ja, also abwegig ist das nicht, dass wir nochmal Heringe angeln gehen. Schlimm ist nur, dass sie jetzt kassieren. Der war immer umsonst. Du hast dir deinen Fischereischein, du hast also quasi deinen... Ach, da, wo wir das letzte Mal waren? Ja, du hast dein Ticket gelöst und du konntest da im Hafen umsonst in Anführungsstrichen angeln. Mittlerweile muss man sich da eine Karte holen. Ha. Deswegen habe ich mir schon so eine App runtergeladen. Wie hieß die noch? Du bist Appman. Myfish.de oder GoFish oder irgendwie so. Also die ist cool, weil da kannst du die Seen, die um dich rum sind und Ostseegewässer und so, kannst du da, Hey Fish heißt die, Hey Fish. Kannst du online übers Handy buchen Karten. Das ist ganz praktisch. Nee, also wir werden das ohne Zuschauer machen, das Rennen. Aber da war noch eine andere Frage, die ich dir stellen wollte. Warte mal. Warum hat der Nachbar den 29 verkauft? Weil der hatte hier 8000 Stunden. Der hatte ein bisschen über 8000 Stunden. Und dann musste der einfach weg. Und dann sollte ein Träger kommen mit Lenksystem. Oder dann war die Überlegung, auf ein Lenksystem zu gehen. Und der Träger war in der Werkstatt. Da mussten ein, zwei Sachen gemacht werden. Und dann war die Überlegung, einen neuen zu kaufen. Und dann ist das so gekommen seinerzeit. Also Reiser schnarcht am lautesten und wenn man die jetzt wegnehmen würde, dann würde eigentlich keiner von uns schnarchen. Zwischendurch, wenn man mal krank ist vielleicht oder wenn du Bier getrunken hast, aber sonst, wir schnarchen nicht. Nö. Gott Stefan, sei Dank. Die Frage ist, du hast eine 97er Mulde, die Frage ist, was willst du denn dazu packen, damit ich dir den Zylon dafür gebe? Nee, den Zylon wollen wir nicht verkaufen, der soll bleiben. Du musst ja noch was dazu packen. Hm. Übrigens 30,5er Räder muss die Mulde haben, sonst geht's nicht. Was ist denn und eine Zwangslenkung. XXL Schocki-Packung? Schocki-Packung? Das ist doch hier da oben. Schocki. Da oben bestimmt die... Ach so. Die XXL... In Border Shop Put Garden gibt's das. Ja, genau. Da sind wir auch schon gewesen. Da waren wir doch schon in diesem Laden drinne. Jo. War das nicht da, wo wir manche Sachen nicht kaufen konnten ohne Pfand? Ja, wegen Alkohol. Mhm. Also wegen Pfand. Du als Deutscher darfst ja da nicht ohne Pfand einkaufen. Dann ist der Reiz natürlich weg, ne? Dafür gibt es ja aber genug Leute, die man anfunken kann und sagen kann, sag mal, hier, bring mir mal eine Palette Dosen mit. Ah, hier. Gelligoy. Nur Horsepower. Nur Horsepower? Hat er geschrieben. We did not buy the Fendt. genau. Ah, warum sind denn die hinteren Streben vom Gabelinski blau? Hispo, warte, also Hispo fragt, was er machen kann, wenn er in Quarantäne ist, Alter. Mir würden 5000 Sachen einfallen. Ja, weiß ich nicht. Hier, räum mal deine Sockenschublade auf oder so. Vielleicht das würde ich gerne sehen. Das ist das Letzte, was du, er hat gesagt, wenn wir mal einschneiden, räumt er mal seinen Kleiderschrank auf. Sein Kleiderschrank besteht zu 3/4 aus seinen Sachen und 1/4 aus meinen Sachen.
Naja gut, wir übertreiben mal nicht so ganz. Zwei Drittel seins, ein Drittel meins. Ja, ja, ist so. Und so viele Sachen, die er nicht anzieht. Und das ist das Letzte, was er machen würde. Er würde hier lieber alle Trecker durchsaugen, umbauen, was auch immer. Ist oder so. Seine Werkstatt aufbauen, bevor er das macht. Da brauchst du den Tipp nicht geben, er soll seine Strumpfschublade sortieren. Hier, Frank Jung hat gefragt, was der 106er für eine Einspritzpumpe drin hat. Das ist tatsächlich, haben wir auch die CRV-Pumpe. Und auch wir haben im Winter das Problem, dass er ziemlich störrisch anspringt. Und ich habe schon zwei Einspritzleitungen liegen. Wir werden den irgendwann mal umbauen. Der kriegt mal eine Bosch-Einspritzpumpe rein und dann wird das alles besser. Aber das Gelegenheit macht Diebe. Du musst die Pumpe irgendwo finden und das muss alles passen. Ne? Aber ich habe auch innerlich den Plan, den 106er umzubauen. Auf die Bosch, weil einfach das Ansprechverhalten ist einfach besser mit der Bosch. Also die haben hier komische Tauschvorschläge. Der Bergdoktor ist fertig, das ist gut. Ja, wer tauschen will, will übrigens betrügen. Habe ich das schon mal erzählt? Ja, Krampe Big Buddy 57. Was bist du denn für ein Bettler? Wir wollen 97. Mensch. Nee, wir wollen tatsächlich, wenn, dann eine 97. 57 kommt leider nicht in Frage. Minus 35 Grad in Kanada. Kein Wunder, dass denn nur kurz läuft der Zylon und wieder ausgeht. Da würde ich auch ausgehen. Ja, Wahnsinn, ne? Kann man sich gar nicht vorstellen. Ja, so eine Mulde mit Triebsatz ist schon cool. Das Problem ist, das wiegt ja alles, ne? Und weil das alles wiegt und alles teuer ist, kommt das nicht in Frage. Wir können immer nur billig. Oh, ich habe eine Nachricht. Also ich habe vorhin schon mal erzählt, ne? Online-Teile für Baumaschinen, also gibt baumaschinenersatzteile.de, baumaschinenersatzteile.com. Buchse, Bolzen.de oder so, also all solche Seiten. Ne? Und bei Kramer, bei Kramer wüsste ich das tatsächlich nicht. Aber ganz oft, wenn du eine Ersatzteilliste von Kramer hast, nimmst du die Nummer von Kramer, die Ersatzteilnummer, knallst sie bei Google rein und in der Regel kriegst du irgendwie ein Ergebnis. Das ist immer so meine Taktik. Ersatzteilnummer raussuchen und mit der Nummer bei Google rein und dann gucken. Unser Kramer hat 11 PS, ist ein Einzylinder. Also unser Kramer. So ein Radlader wüsste ich jetzt nicht. Hundi. Bist du wieder da? Hat geschmeckt? Siehst du? Guck mal. Der gute Gelligoy. Der hat beim Farmsimulator 39 und denkt immer an unseren 926, wenn er damit fährt. Das ist doch mal gut. Ich habe auch eine Horsepower im Stall stehen. Tim Schneider, was sagt man? Löpsi eins trech. Ja, läuft gut. Viel Arbeit, sehr viel Arbeit. Tatsächlich. Heute mal nicht. Das macht mich ein bisschen nervös. Ja, das Auto ist tatsächlich fertig. Das muss jetzt nur noch mal vernünftig bewegt werden, damit er frei brennt, weil beim letzten Mal TÜV ist er durchgefallen wegen Abgasuntersuchung. Und dann haben wir ihn einmal auf der Autobahn ein bisschen geknallt, hätte ich mal gesagt hier. Wir haben Bagger gekauft und dann sind wir mit dem Anhänger und Bagger damit einmal 350 Kilometer oder so gefahren und dann ist er zur AU gegangen und dann war alles gut. Ne? Der hat einfach zu wenig Langstrecke, das ist sein Problem. Ne? Der 380 GT hat der hat einen Deutz-Motor drin, ne? Dann springt der auch gut an, da mache ich mir keine Sorgen. Was meintest du raus? Ja, Josef, wer fährt denn mit der 97? Keine Ahnung, wenn wir eine hätten, dann wird sich da schon einer finden, aber meine Frau hat Lust und hier irgendeiner findet sich ja immer, der so einen Anhänger fahren kann. Also, erstmal haben. Ich würde auch gerne mitfahren. Ist doch cool. Nee. Du fährst mal schön deinen Ladewagen. Ja, wir streamen. Ich glaube, wir streamen bis 10:30. Dann kommen wir auch mal ein bisschen zu Bett. Möchtest du noch ein Bier? Oh, ja. Hast du jetzt mit mir geredet? Oh, ja. Ich habe gedacht, du hättest was gelesen im Stream. Im Stream lese ich auch. Die Seite mit den Teilen nochmal für Autos. Hieß h
heißt. Heißt. Sieben ZAP, also 7ZAP.com. 7ZAP.com. Das geht mal ein, das findest du. Möchtest du Lisa? Nee. Ja, wir wollen mal gucken, dass wir den Hof irgendwie. Wir hatten das jetzt schon die letzten Jahre vor und haben das nicht geschafft. Der muss auch breiter werden und da soll ein Kannstein hin und ja. Aber das hat immer irgendwie mit dem Wetter und so nicht gepasst. Das war immer das Problem. Jo. Ja, ne? Die Ablage sieht echt aus wie ein Süßwarenladen, ne? Da ist die hier die da neben dem. Aber das ist immer, wenn einer zu Besuch ist oder so, dann können die da reingreifen. Es gibt immer Leute, die gerne und was. Und du musst aufpassen. Wenn du hier hingreifst, musst du aufpassen, dass du nicht die Hunde lecker liest. Obwohl die ja in der Menschenverpackung sind. Wegschnabulierst, da musst du echt aufpassen. Mike, am Cabrio haben wir bis jetzt eigentlich nichts gemacht. Nee. Ein Ölwechsel. Wieso hast du denn jetzt mein Bild ausgemacht? Kannst du anmachen. Ein Ölwechsel und vier neue Reifen haben wir gekauft. Ansonsten haben wir an dem Cabrio noch nichts gemacht. Also das ist so. Ja, Frank, das habe ich. Ich konnte mich nur nicht durchringen. Mein Nachbar hier, der mit VW-Bus mich rausziehen wollte, der hatte einen 309er zu verkaufen. Und das war auch echt attraktiv. Das war sogar schon 309er mit der neuen Kabine, so wie unsere 800er und 900er sind. Aber der hatte nichts. Also der hatte keinen Druckluft, der hatte keine EHR, der hatte einfach nur 40 km/h und eine Kabine. Der war von der Sache her interessant. Aber der hätte uns nicht nach vorne gebracht und deswegen, und der 106er ist irgendwie kultiger und deswegen sind wir beim 106er geblieben. Aber ich hätte auch schon Lust gehabt, den gegen den 106er zu tauschen, aber irgendwie... Nee, der 106er ist unser erstes Baby. Wenn das ein 39er gewesen wäre, wenn der Druckluft gehabt hätte, EHR gehabt hätte und so, dann hätte ich auch überlegt zu sagen, okay, man kauft den, aber der bringt einen nicht nach vorne und deswegen, wir überlegen nicht zu tauschen, aber ja... Tauschen ist manchmal eine Idee. Und ich glaube, wir werden das mal. Das ist auch ein cooles Projekt, wenn wir hier die Einspritzpumpe umbauen und so. Ich denke mal, wir werden eine gebrauchte kaufen. Dann lassen wir die aufarbeiten, damit die in Ordnung ist. Und dann stricken wir die in den 106er rein. Das werden wir machen. Weißt du, was ich heute so gedacht habe, was wir auch mal machen können? Wir können ja mal unseren Linhai mal machen. Ja, den Linhai hatte ich ja erst überlegt, hier reinzustellen. Aber wir haben beim Linhai nur einen Ölwechsel auf dem Zettel. Und das wäre ja so kurz gewesen. Deswegen, also den Linhai müssen wir auch noch machen. Wir haben nämlich ein TÜV-Problem, also ein echtes TÜV-Problem. Der Audi muss zum TÜV, der Linhai muss seit über einem Jahr zum TÜV. Das Cabrio muss auch zum TÜV? Ja, ich glaube, ich bin mit beiden immer zum TÜV gefahren. Warte mal, das Cabrio, ich kann ja nachgucken, ich habe eine TÜV-Liste. VW EOS, Februar 22 muss der zum TÜV. Ja, dann muss der im März hin, ist ja klar, immer einen Monat überziehen. Und unser Pferdeanhänger hat über 2 Jahre schon kein TÜV mehr. Ja, das ist... nicht so schön. Nee, aber wir brauchen die im Moment nicht und deswegen ist das immer alles so ein bisschen doof. Ich nehme den von der Stahlbesitzerin, der Traktor ist schöner. Natürlich, das haben wir mitgekriegt, ist doch klar. So Felix, jetzt nochmal, ich habe das schon zweimal gelesen, aber ich bin da nicht zugekommen. Also, du hast einen neuen Schlepper gekauft, 75er Case in Süddeutschland. Was kannst du empfehlen anzubauen? Kleine Spielereien hast du schon umgesetzt. Ja, das ist ja cool, Felix. Also schön, dass du Gefallen daran gefunden hast, ein paar Dinge zu machen, die wir auch schon gemacht haben. Ja, was willst du an so einem Trecker großartig anbauen? Du musst dir irgendwas suchen, dass du vernünftiges Licht hast. Und wenn du dann noch mit einem Radio hast, ist auch schön. Und dann braucht man eigentlich nicht viel mehr. Dann muss das Ding eigentlich laufen. Dein Handy muss noch irgendwo sinnvoll untergebracht werden. Das würde ich noch machen. Oh, jetzt wird's hier hart. Jetzt kommt hier Webcam-Scheiße. Kannst du das unterbinden? Nein, ja, ja. Ja, ja? Ja, ich versuche mein Bestes. Ich kann es von hier nicht, irgendwie. Ja, ich gelöschte Nachrichten. Ich sehe schon. Im Vlog habe ich das hingekriegt mit den blöden Meldungen. Also diese bescheuerten Titten. Im Moment ist das echt wieder viel geworden.
Aber im Moment habe ich das tatsächlich, habe ich gesehen jetzt am Mittwochsvlog, da war nichts mehr drin. Das habe ich alles unterbunden. Ja, das hast du gut hingekriegt. Das hier geht mir auf den Senkel. Hm. Niklas, Multica und Co. kenne ich mich gar nicht so mit aus. Aber finde ich spannendes Gefährt, weil du auch so viele Möglichkeiten hast, ne? Da kannst du schon hier, da kannst du coole Sachen mitmachen, ne? Gibst du alles für, ne? Schneeschild und Pritsche hinten ist ja klar und alles Mögliche, ne? Ich glaube, hat der sogar Zapfwellenantrieb nach vorne oder wie war das? Also bei Thomas LED kannst du auf Shop gehen. Du heißt ja sogar Thomas. Thomas, bei Thomas LED kannst du auf Shop gehen und dann ist das da. Du kannst aber auch bei Thomas LED anrufen. Der Herr Thomas ist super nett, der berät einen auch. Und wenn man da anruft, kleiner Zwinker, und sagt, mach mal einen guten Preis, dann macht er auch einen guten Preis. Das kann der. Also da ruf mal ansonsten direkt an. Der kann dich sehr gut beraten. Das ist mega cool. Wir sehen auch noch, ich habe es noch nicht geschafft, das müssen wir auch noch machen. Das machen wir auch tatsächlich noch. Das soll auch in den nächsten 1, 2, 3 Wochen passieren. Wir müssen den 724 noch umbauen. Der kriegt auch noch einmal komplett einmal LED. Genau. Ja, Ben, das ist, was kannst du empfehlen? Das ist immer schwer zu sagen, ne? Also, die Thomas LED kann ich mehr als empfehlen. Das sind mega coole Scheinwerfer. Die anderen, die ich verbaut habe von Amazon, die kann ich auch empfehlen. Das sind auch sehr gute Scheinwerfer, preis-leistungsmäßig. Und ansonsten kann man auch ein paar Agrar-LED gut kaufen, ne? Also, da gibt es auch keine zwei Meinungen. Das ist so. Phil, schön, dass du das gefunden hast. Gerne, bitte. Was hast du denn geschrieben, Janni? Ich sehe das gar nicht. War das da oben irgendwo? Schon gemeldet als Spam. Sehr gut, vielen Dank. Top. Ja. Bei Axt im Chat kommt immer so ein Porno-Zeug. Woran liegt das denn, dass das da kommt? Ja, du musst sie nicht mehr mal auspacken. Ich habe keine Ahnung. Das ist das Internet, das muss keiner verstehen. Die wollen auch nur Geld verdienen. Ja, mutmaßlich geht es denen auch überhaupt nicht so gut. Oh, da steht irgendwas mit Ladewagen. Was für einen Strautmann-Ladewagen möchtest du gerne mal haben? Ja, ich habe ja schon mal geguckt. Also mich würde tatsächlich ein Strautmann-Ladewagen mit CFS-Technologie interessieren. Hätte ich schon Lust zu, aber ja, das muss halt immer passen, ne? Müssen wir mal gucken. Maschinen sind so teuer geworden im Moment. Das kannst du im Moment schwer abschätzen, ob du da überhaupt irgendwie was kaufen kannst. Ein HDS 5001 für den 106er. Ja, das wäre nochmal ein Highlight, ne? Ich glaube, mit so einem Ladewagen kriegt man den 106er auch ruhig, ne? Da musst du tatsächlich, da fängst du an zu laden, irgendwo vielleicht so, weiß ich nicht, sagen wir mal im dritten Gang und dann merkst du irgendwann, wenn er hinten am Pressen ist, dann musst du den zweiten runter und dann wirkt er da noch so rum und dann nochmal den ersten, knallst den Wagen voll und los, ne? Ja, das ist, ja, ach, herrlich. Aber heutzutage ist natürlich, wenn die Schnittqualität, die ist ja beim Ladewagen eh schon schlechter als beim Häcksler, da ist natürlich mittlerweile mit Ladewagen immer schwer, ne? Heinz Hermann, weggepustet worden sind wir nicht, aber wir sind auch ein bisschen durchgeschüttelt worden, ne? Definitiv. Das stimmt. Adamo, du brauchst keine Angst haben, einen Kommentar zu schreiben. Klopp rein, die Dinger. Gar kein Problem. Wo ist denn dieser Hund eigentlich? Tschüss, Jürgen. Grüße an Britta. Schlaf gut. Tschüss, ihr beiden. Schön, dass ihr da wart. Ach, der Hund ist draußen. Der sitzt hier wie Statue, wie immer. Ah, ja, kommst dann du kannst du nichts zu sagen. Komm her, es ist kalt. Genau, Matthias, das ist eine gute Idee ins Kuxland. Das Problem, soll ich mal sagen, wie das mit dem TÜV ist? TÜV ist ein echtes Problem geworden. Ich hatte einen Nachbarn hier oben. Also ich hab ja eigentlich... Ich hasse keinen Nachbarn. Klingt so ein bisschen doof, aber irgendwie habe ich nur einen Nachbarn. So, und der Nachbar wohnte hier oben im Dorf und der arbeitete im benachbarten Dorf in der Dorfschmiede.
Und da ist zweimal die Woche TÜV gewesen. Und alles, was zum TÜV musste, habe ich abends zu dem rübergefahren, habe den das hingefahren, habe den Schlüssel im Postkasten geworfen, habe den Schein im Postkasten geworfen. Und dann, wenn der Feierabend hat, also dann ist er morgens mit dem Gerät zum TÜV gefahren, was das auch mal war, Anhänger hat er an sein Auto gehängt oder unser Auto ist damit hingefahren. Und wenn er von der Arbeit wieder nach Hause kam, hat er ihn mitgebracht. Und dann kriegst du einen TÜV-Zettel und dann stand da drauf, bestanden, durchgefallen. Und das ist leider weg. Und deswegen ist das echt, oh, Mann. Das, also das war so schön, ne? Das war echt toll. Oh, ich muss scrollen. Ich bin hinterher. Niklas, vielen, vielen lieben Dank für 19,99 Euro. Und liebe Grüße in die Eifel. Wir machen auf jeden Fall weiter, gar keine Frage. Und dass du das Spitze findest, was wir machen, das freut Daumen hoch, uns. Das finden wir auch super. Uns macht's auch Spaß. Jan, 105er, wenn du einen brauchst und wenn du einen findest, kaufen. Schöner Träger. Ja, quer durch die Bank. Das Wetter soll ja jetzt, also bei uns soll es jetzt erstmal wieder ein bisschen weniger werden und dann soll das morgen Abend irgendwie wieder anziehen. Also in der Nacht von Freitag auf Samstag sollen wir nochmal einen Schuss kriegen. Können wir die Nachbarn mal durchnummerieren? Wird langsam unübersichtlich. Ja, statt dem Tuarecken Amorak, Anorak, ja, entweder ein Amarok oder ein Q7. Also eins von beiden, denke ich mal. Das wird irgendwie kommen. Aber der Tuareg muss noch... Der Ford, was der ist Tuareg denn Ford? Kriegt, ja, Ford Ranger, ist auch nicht verkehrt. Aber der Tuareg muss noch 2 Jahre durchhalten. Ja, aber guck mal, Tim, wenn du bei so vielen Trägern TÜV hast, da gibt es ja auch noch Hof-TÜV. Oder ist das gänzlich vorbei? Also bei uns ist das schon ziemlich vorbei. Oh, das war früher auch so. Hof-TÜV, da gab es noch Holsten Edel. Das war... Gab's beim Friseur auch. Das war herrlich. Ja, der Linde-Gabelstapler Noah kriegt auch mal LED-Scheinwerfer. Der muss hier tatsächlich mal in die Werkstatt. Da müssen wir die Batterie durchgehen. Und wenn wir die durchgehänzelt haben, müssen wir das... müssen wir die Gerätschaft reparieren. Und zwar hat der einen Umsetzer von 80 Volt auf 24 Volt. Und das Ding ist kaputt. Und wenn das Ding repariert ist, haben wir 24 Volt und dann können wir LED-Scheinwerfer anbauen. Aber das, ja, das ist auch noch so eine Sache, die schiebe ich schon ganz schön lange vor mir her, diesen Gabelstapler mal aufzuarbeiten. Ja, das Problem, Fabian, ist, die kommen nicht auf den Hof, weil wir mittlerweile ja für die ganzen Prüfungen einen Bremsenprüfstand brauchen. Die TÜV-Prüfung ohne Bremsenprüfstand bei Anhänger, also Autoanhänger und Co. bei Autos geht ja nicht. Beim Trecker wird das so ungefähr noch geduldet, aber eigentlich ist das auch schon eine Grauzone. Ne? Deswegen, du brauchst einen Bremsenprüfstand. Und den, ich hätte fast mal einen gehabt, aber braucht eigentlich kein Mensch einen Bremsenprüfstand. Also das war ein bisschen übertrieben. Hier, Onkel Jan, du musst aber irgendwann noch mal vorbeikommen. Du hast ja heute so Steignähte gemacht. Hier, da muss ich auch noch mal lernen. Steignaht ist echt, das ist schon Königsdisziplin, glaube ich, ne? Oder ist über Kopf schwerer oder Steignaht schwerer? Ich finde, Steignaht geht im Verhältnis noch. Ich finde, über Kopf schwerer. Ich will auch noch mal schweißen. Ja, das ist kein Problem. Wahrbringer. Also, die haben im Moment Mähdrescher getauscht, 600er geht weg, dafür kommt ein 770, glaube ich, Lexion 770 auf Kette. Dann haben sie Fendt 936, dann irgendeinen großen 7er Johnny, ja, gemietet noch ein 724, das war's, glaube ich, die drei, genau. Also es ist mit dem TÜV und dem Friseur, da ging eigentlich nur um das Holznädel. TÜV und Friseur mit Holznädel, Leute, das kannst du, das ist so geil. Das sind Zeiten gewesen, ey. Kopfüber ist leichter als Steignaht, hat er gesagt. Kopfüber ist leichter, okay, ja. Wie gesagt, das ist ach, alles, was... Das ist ja immer, wenn du das hinlegen kannst, ne? Und kannst dir das so ideal hinlegen. Das ist natürlich immer die Bonscher-Lösung, ne? Aber wenn du irgendwo was flicken willst, dann ist eben Kopfüber oder rauf, runter und... Ich hab ja schon wieder Piepen im Ohr gehabt. Piepen? Mhm. Du hast was gesagt. Ich habe aber was anderes verstanden.
Oh je. Domi, also wir haben das Problem mit der Lichtmaschine bei unserem 800er nicht. Fakt ist, dass 800er Fans, 900er Fans, die verschleißen Lichtmaschinen am laufenden Band. Also ich habe für unseren 800er und für unseren 900er standardgemäß eine Lichtmaschine in Reserve liegen. Weil die Dinger gehen unheimlich gerne kaputt. Also da, ja, weiß ich nicht, das ist irgendwie vorbestimmt. Hendrik, vielen Dank. Ja, E-Hand über Kopf ist, glaube ich, auch echt schon eine Herausforderung. Stefan Mika-Lackbagger oder Mika-Lackbagger kenne ich natürlich. Wir haben ja mal ein Bild gemacht, extra für Bocholler. Extra für, ja, ich wollte ja den Namen nennen, ich wollte ja Dirk sagen. Ach so. Haben wir extra mal auf der Norla ein Bild an so einem Mika-Lackbagger gemacht und dann habe ich ihm das auch geschickt per Instagram. Kennen wir natürlich. Es regnet, sie möchte wieder rein. Oh, willst du wieder rein? Ist die Kamera auf dich gerichtet? Ja, ist sie. Möchtest du einmal dein Halsband abmachen? War nicht mehr so gut draußen? Im Regen ist halt zu nass. Die hat Eisohren. Wie viele Kilometer würdest du Q7, Amarok und Ranger denn höchstens kaufen? Also ich, bei mir ist das so hier bis 150.000. Irgendwas zwischen 130.000 und 160.000. Das ist immer so die Spanne, in der ich Autos suche. Wenn ich neues Auto haben möchte. Neues. Unser Ladewagen ist von Baujahr 06. Erik, schönes Projekt hat er da. Ja, Tim, ist so, ne? Jeder hat so seins. Der eine ist eben Zerspannungsmechaniker und schraubt viel, der andere schweißt mehr zusammen und der nächste ist der macht das alles aus Holz, ne? So hat so jeder seins. Ich glaube, das ist auch überhaupt nicht verkehrt, ne? Fernseher Feldmann, der Zaun, ja, wenn das Wetter mal besser wird, dann überlegen wir tatsächlich mal, den Zaun zu bauen. Genau. Ja, der Teleskop, der Mika-Lack ist der Teleskoplader unter den Baggern. Er ist das Universalgenie unter den Baggern. wir haben eine MS-01-Aufnahme. Ein Allradträger für den Wald, ja, das ist immer schwer, ne? Der muss klein sein, der muss wendig sein, der muss aber trotzdem irgendwie schwer sein. So ist so meine Interpretation, ne? Ein Bekannter hat einen TL90 im Wald. Der ist nicht schwer, aber mega wendig, ne? Und ein mega robuster Trecker. Für den Wald irgendwie gar nicht schlecht, glaube ich. Ja, Frank, siehst du, ja, wie gesagt, mobiler TÜV. Das Problem ist, du musst, das ist cool, wenn du dann alles gerafft hast, ne? Wenn dann alle an einem Termin kommen. Ne? Bei mir ist das alles so zerstreut. Und ich lasse das auch, also ich lasse TÜV wirklich schleifen, aber ich fahre dann auch nicht damit. Ne? Also wenn der TÜV abgelaufen ist, dann fahre ich damit nicht über die Straße. Ich fahre dann nur noch bis zum TÜV. Aber ja, generell ist das so, dass wir teilweise das schleifen lassen. Einfach weil das ja, zeitlich manchmal nicht reinpasst, dann hast du keinen Bock dazu und dann, der steht eh in der Ecke und fertig. Ich hab den, habt ihr ja gesehen, ich hab der Linhai ist TÜV abgelaufen und da bin ich ein Jahr lang nicht mitgefahren. Ne? Das ist einfach so. Unser 926 Favorit hat jetzt 10.700 Stunden. Fan Tigro Ladewagen, ja, gar nicht schlecht. Finde ich im Verhältnis echt nicht schlecht. Ich habe mal so ein bisschen danach Ausschau gehalten, aber mir sind sie leider, weil sie halt zu neu sind, einfach zu teuer. Ne? Ja, beim 50.000 Abo-Special, ich glaube nicht, dass da der Zaun gebaut wird. Ich glaube, da werden wir einen Trecker vorstellen. Ich glaube, das ist wahrscheinlicher. Ja, Autogenschweißen, glaube ich, ist wirklich eine Kunst, ne? Also ich habe echt mega Bock, wenn wir da drüben eine Schweißwerkstatt haben. Also man schweißt ja jetzt nicht viel, aber irgendwie hat man ja Bock, alles zu können. Und ich habe echt Bock,
dass wir dann unser Schutzgasschweißgerät hier, was wir hier haben, ein bisschen in Gange kriegen. Und wo ich auch mega Bock drauf habe, ist tatsächlich hier, na, wie heißt es denn noch? Es heißt ja hier Wichsschweißen. Da habe ich richtig Bock drauf. Aber es ist auch, da musst du richtig üben. Und das ist eigentlich mein großes Problem, dieses Üben. Da habe ich eigentlich gar keine Zeit so richtig zu. Hallo. Na? Das ist das Mikrofon, da darfst du nicht so reinschnüffeln. Da darfst du nicht so reinschnüffeln? Das ist bestimmt laut, wenn sie... Ein Schlepper mit Vierradlenkung, Andreas, ja, ich habe mal einen Xerion bedient, aber auch nur so just for fun, weil der Hexer kaputt war. Dann bin ich da mal ein bisschen auf der Miete rauf und runter und dann mit Vierradlenkung. Das schockt. Hat der Neue das auch von denen? Ja. Ja? Da muss ich auch noch mal hin. Also da will ich auch noch mal. Ich will noch mal Xerion mit Hacker fahren. Das mache ich auch noch mal. Ich soll nur Bescheid sagen, dann bringt er den nachher her. Ja? Er hat gesagt, egal welchen Trecker ich haben möchte, fürs Video bringt er mir fürs alle. Fürs Video bringt er alle? Das ist gut. Also wir wollen dann den Xerion haben mit Hacker. Mit Moose Max. Oh. Ich muss umdisponieren. Fragt sich nur, wie lange. Ah, 30 Sekunden hält das wohl durch. Hartlöten. Hartlöten kann ich. Bringt auch richtig Spaß, hat er gesagt. Hm? Wenn du, aber das Problem ist, mein Hartlot, guck mal hier. Ich hatte Hartlot zusammen mit Flussmittel in eins. Aber leider, kann man hier sehen, ist das Flussmittel weg, ne? Ich wollte gerade sagen, wo ist das Flussmittel in drin? Das war da draußen rum, wie bei einer, im Grunde genommen wie bei einer Schweißelektrode. Und wo ist das jetzt hin? Liegt das da in der Schublade? Das ist verbröselt und weg. Ach so. Aber also richtig cooles Hartlot. Ich habe mal ein Rasenmäher verkauft und da war das olle Zahnrad, das ging immer runter von der Welle. Also das, ich kriegte die Welle und das Zahnrad nicht mehr zusammen. Und das habe ich mit Hartlot zusammengefügt und das hat 100.000 Jahre gehalten. Also Hartlot, total geil. Alex sagt, wenn er Urlaub macht, kommt er hier vorbei und dann bringt dir das Wichsschweißen bei. Ja, das ist gut. Du musst bloß darauf achten, dass ich auch da bin und Zeit habe. Hm. Da war der Finger. Bis jetzt ist das so geplant, Dickmann, dass wir bei Jan das machen. So ist der Plan. Mit so einem 55er Fiat, es kommt ja mal darauf an, in welcher Region du unterwegs bist. Wenn du jetzt bei dir eine Kuhregion zum Beispiel hast und da jemand zum, weiß ich nicht, mit einem kleinen Schwader, meistens kneift das ja immer, wenn du dann irgendwie, dann soll das losgehen mit Silo fahren oder mit Pressen oder so und dann mit so einem kleinen 55er Fiat kann man schwaden, kann man wenden, Heuanhänger durch die Gegend fahren, also, ach. Gut aussehen. Abwegig ist es nicht, dass man damit was machen kann. Also mit unserem 106er machen wir ja auch das eine oder andere. Also warum soll es nicht mit dem 55er Weizen Fiat gehen? Weizen machen wir da ja zum Beispiel. Genau. Mhm. Tobias Reuser, ja, Duo Speed Getriebe. Da waren ein, zweimal waren welche auf dem Markt mit Duo Speed und das hat mich auch immer gereizt, die zu kaufen. Finde ich mega spannend. Das System an sich ist mega cool. Ich habe auch erst auf zweien gesessen, die Duo Speed haben. Und das Prinzip ist einfach mega cool. Das Problem ist, außer eine Forstfräse und ja und vielleicht Gemüsepflanzen oder Sätzen und weiß ich nicht was, ist die Anwendung halt nicht da, weil einfach der Geschwindigkeitsbereich und der Leistungsbereich zu klein ist. Ne? Mit dem Duo Speed Getriebe kannst du ja eben nur kleine Geschwindigkeiten fahren und keine großartigen Lasten bewegen. Ne? Deswegen ist das Duo-Speed-Getriebe als Einstieg cool, aber die Anwendung ist so gering, weil einfach nicht genug Leistung übertragen werden kann. Es werden ja die Kriechgänge oder die Kriechgang-Baugruppe wird ja im Grunde genommen ausgebaut bei dem Trecker und dafür wird ja der Hydraulikmotor eingebaut, ne? Der über die Frontzapfelle angetrieben wird. Also hochinteressant. Ja. Frauenwerkzeug. Traumwerkzeug habe ich geschenkt gekriegt. Von meinem Mann. Ist die Frage auch geklärt. Thomas, wann wir das schaffen, weiß ich nicht, aber wir werden irgendwann hinfahren. Aber ich glaube nicht, dass wir hier irgendwas schrauben werden oder so. Ich glaube, wir werden schnacken.
Schnacken ist schon nicht verkehrt. Ach so, das haben wir geklärt. Das haben wir geklärt. Ja, Blue Sky, das ist mit allem, ne? Das ist alles Übungssache. Also ich sag mal, keine Ahnung. Bis vor 15 Jahren wusste ich auch nicht, wie man hier ein Elektrodenschweißgerät bedient. Mittlerweile bin ich der Meinung, kann ich das so, dass es hält. Also, ja, das ist immer alles Übungssache. Egal, was du machst. Das ist Fahrradfahren. Entweder du kannst Fahrrad fahren oder du kannst es nicht. Und wenn du es kannst, kannst du dich verbessern. Und dann kannst du es eigentlich immer. Ist so. Stefan, vielen Dank. Dein Lieblingswerkzeug, das ist ja mal eine coole Frage. Der Schlagschrauber. Ja, im Verhältnis benutze ich ja den Schlagschrauber am meisten. Mhm. Aber tatsächlich mein Favorite-Werkzeug. Ich weiß nicht warum, aber mein Favorite-Werkzeug ist dieser Schraubendreher von Igos. Den benutze ich eben echt oft. Also, um da irgendwo was mit wegzuballern und da mit Schrauben zu drehen und zu hebeln. Ich habe keine Ahnung. Man nimmt diese Werkzeuge nie so oft. Wenn er die so oft benutzt, nimmt man sie nie, weil dann sind sie immer dreckig. Das fällt es dir schon aus der Hand. Das kann passieren. Aber also den benutze ich echt viel. Und dicht gefolgt von diesem ganz sauberen Kreuzschlitz. Den zum Beispiel, das ist den ich am liebsten mache. Der ist immer griffig, ein Vera, immer gut. Ja, kannst du mal erklären, warum ein Fendt 1050 keine Frontzapfelle hat? Ja, das ist eine gute Frage, aber ich glaube, das hat irgendwas damit zu tun, dass das da nicht reingepasst hat. Also, und dass es auch Quatsch ist, glaube ich, 1000 PS, nicht, sondern 500 PS auf eine Frontzapfelle zu bringen. Ja, das ist so der Grund, glaube ich. Das ist so ähnlich, wie Fendt sich gesetzt hat, beim 7er ist Schluss mit dem Frontlader. Wir bauen Frontlader, da kann ein 700er Fendt, da kannst du einen Frontlader rankriegen, fertig. 800er, 900er, 1000er, kein Frontlader mehr. Und so ist dieses Konzept, glaube ich, auch entstanden, am 1050 keine Frontzapfelle zu machen, weil es ja auch eigentlich gar keinen Sinn macht. Was willst du denn da reinhängen? Also, macht ja keinen Sinn. Mit einem 1050 Mähen, das Ding wiegt 10 Tonnen. Nee, es reicht, glaube ich, gar nicht, ne? Leer wiegt ja, glaube ich, 12. Also, es hat nicht viel Tau, dem 1050 eine Frontzapfelle zu verpassen. Das ist so. Ja, wir haben gesehen, was Jan da so bastelt, wie er den geholt hat. Und jetzt hat er ja den Motor schon raufgestellt. Genau. Von dem 500er, was war das überhaupt? Eine Suzuki, glaube ich, ne? Haben wir gesehen. Aurel Driller, nee, Aurel Diller. Die Adresse ist in der Kanalbeschreibung auf YouTube. Da findest du die. Oder im Online-Shop. Oder im Online-Shop. Ach so, stimmt, da hast du unheimlich recht, Thomas. Also die Bannerlampen, ich weiß nicht, wir haben 3 oder 4 Stück davon und es ist immer dunkel und 100% Taschenlampe, also Licht. Das ist immer, also ist unschlagbar. Und wenn ich hier meine Hall auf Taschenlampe gucke, dann wird mir auch schlecht. Die von dem Agravis-Mitarbeiter geschenkte ist weg. Die roten sind alle weg. Also es sind ganz, ganz viele Taschenlampen wieder irgendwo, weil die Magneten haben. Das ist das Problem. Das Grundproblem ist ja Magneten. Und die halten überall und dann packst du die da hin und dann sind die weg. Bestimmt in der Nachbarwerkstatt welche und so. Ja, 942 mit der Frontzapfelle, da kann ich dir wieder nicht recht geben. Also wenn du jetzt einen 9er hast... Und hier meine Bekannten, wo ich auch immer mal am Fahren bin, die haben ja auch 900er Fans. Und mit dem 900er Fan und ihrem Butterfly-Mähwerk, die haben ein Butterfly-Mähwerk, mit Front-Mähwerk natürlich, ist ja klar. Und Aufbereiter und Bandzusammenführung. Da kannst du 900er Fan ganz, ganz schnell, ganz, ganz ruhig mitkriegen. So, und wenn du dir dann meinetwegen 942 kaufst, weil du vielleicht auch noch einen 30 Kubik Güllewagen bedienen möchtest, dann, was denn nun? Die verschmorte hast du vergessen. Ja, die geht immer. Wenn du einen 30 Kubik Güllewagen mit dem Trecker bedienen möchtest, dann brauchst du ja keinen 936, sondern oder 930, dann kaufst du dir vielleicht einen 942, weil du mehr Leistung haben möchtest. Und dann, weil du den 942 halt hast und weil er diese beiden Tätigkeiten macht,
macht es ja Sinn, dass er eine Frontzapfwelle hat, damit er fürs Mähen auch geeignet ist. Vielleicht würden fürs Mähen auch 300 PS reichen. Gar keine Frage. Aber dieser Trecker ist ja nun mal da, weil der auch andere Aufgaben hat. Ne? So, und deswegen. Aber so ein Butterfly-Mähwerk, ich habe das auch schon gefahren mit dem 39 davor bei den Jungs. Und da war nicht viel drauf. Und es ist möglich, das ganz schnell, ganz leise zu kriegen, das Gespann. Das ist einfach so. Dieser Aufbereiter, der schluckt unheimlich viel Leistung. Axel ist 40, ich 38 und ich gehe zwar jeden zweiten Samstag im Moment zur Schule oder wie man es nennen soll, weil ich meinen Steuerberater machen möchte. Mofa Rider, gute Nacht. Und Frank, genauso ist das. Es kann auch ein 10,50 ohne Heckzapfwelle geben, weil der eh vielleicht auf dem Betrieb nur grubbert und drillt oder sowas und dann ist das gar nicht erforderlich. Ne? Dann hast du Öl und Öl und auch noch Öl. So, und den Rest, das machst du mit den Unterlenkern und K80-Kugel oder ich glaube K120, ne, heißen die großen. Brauchst du nicht. Wie sehen denn unsere Gewinnchancen beim Rasenmäherrennen aus? Nicht mehr so gut. Wir sind die Gewinner der Herzen. Wir punkten mit Sachen und Optik. Und wenn die anderen mit Leistung punkten wollen, dann müssen sie das machen. Vielleicht haben wir ja Glück und unser Rasenmäher hält durch. Das ist ja auch. Und die anderen kacken das ab. Das ist ja die große Frage. Du kannst deinen Rasenmäher ja tunen bis ins St. Nimmerland oder umbauen. Der Quatsch muss ja auch noch halten. So, und wenn das nicht hält, dann ist ja vielleicht unser der hält. Wer weiß das schon? Red Angel, da hast du natürlich recht. Also, mehr geht nicht. Hast du dir das Schweißen selber beigebracht oder hast du das gelernt? Nee, ich habe tatsächlich keinen Kursus gemacht oder irgendwas. Ich habe das tatsächlich so gelernt. Da muss was geschweißt werden, mach. So, und dann fliegst du da in diesen Topf rein und dann machst du das. Und so habe ich mir das beigebracht. Aber dafür sieht das sehr gut aus. Ja. Ja, 718, 820, 818, 820, Basti, hier mega coole Schlepper, ne? Also, wenn du die Bedürfnisse hast, so einen Schlepper in der Größenordnung zu fahren, dann kann ich die nur empfehlen. Das sind richtig coole Schlepper. Ah, wir erzählen uns alle gerne. Weil die ja im Verhältnis viel, viel Kraft haben für einen relativ kleinen und wendigen Schlepper, ne? Muss man ja fairerweise sagen. Finde ich ganz cool. Der Online-Shop ist in der Videobeschreibung. Da kannst du dir gerne was bestellen. Landwirt in Oberberg, gute Nacht, schön, dass du da warst. Fan-Favorit 514. Ja, finde ich mega cool, habe ich schon ein paar Mal gesagt. Wir haben ja einen 524, also irgendwie ein Pendant zu dem 514. Sie sind viele, viele Komponenten gleich und ja, ist einfach ein cooler Trecker. 7 Minuten, hat Chevo gesagt, machen wir noch. Genau, so ein Muldenschlepper, Deutzfiede, das ist so, ne? Wenn der Unternehmer wirklich nur den Schlepper braucht und wirklich nur Mulde damit fahren will, dann kauft er keinen, wenn wir jetzt bei Fendt sind, kauft er keinen wie heißt denn der Quatsch? Plus, er heißt ja Plus, er heißt ja, Alter, dass ich die Bezeichnung nicht weiß. Power ist ja die einfachste Variante, der kauft dann Fendt Power. Und der kauft dann kein, Alter, wie heißt denn das? Die müssen mir aber Sprünger helfen. Fendt mit Vollausstattung heißt ja Power ist die Grundausstattung und dann geht's weiter. Ich muss mal kurz die Kommentare lesen, was ihr da schreibt. Mensch, wie heißen denn die noch? Profi? Profi, Profi Plus. Mensch, siehst du, meine Frau ist Profi. Also es kauft keiner ein Fendt Profi Plus, wenn er nur eine Mulde damit bedienen will. Das ist ja Quatsch, ne? Das ist so. Guck mal, die sind auch so schlau. Genau, ihr wisst das nämlich alles. Meine Frau wusste das auch. Vielen Dank, Profi Plus. Wie gesagt, wenn du eine Mulde fahren willst, dann kaufst du einen Power. Der hat den kleinen Vario-Hebel, der hat auch einen Kreuzhebel, wo du eine Zeit drauf programmieren kannst. Und dann kippst du machst deine Klappe auf, kippst den Anhänger hoch, fertig. Ne? Geht alles. Sehr gut, ihr seid die Besten. Dass einem das aber nicht einfällt, manchmal, ne? Das macht nichts. Dafür hast du die Community. Die helfen dir gerne, mein Schatz. Ja, Michael, ne? Ein 514, 23.000 Stunden. Mich hat auch ein Mädel angeschrieben auf Instagram gerade irgendwie. Gestern, vorgestern. Die hatten auch irgendwie ein. Was hatte sie denn noch? Ein 7er, glaube ich. Ein 711 oder so. Mit über 20.000 Stunden. Erster Motor, erstes Getriebe. Geht ist alles. Cool. Oder es war in den Kommentaren. Gute Frage. Aber mega cool.
Ja, wenn wir einen Traktor kaufen könnten, welcher wäre das? Ich würde ja gerne die Serie voll machen. Ich hätte echt gerne noch mal so einen 900er, wie wir jetzt gerade hier in der Dings hätten. Oder einen Rundhauber, der fehlt uns auch noch. Marcel, der TC16 ist auch Samstag im Video zu sehen. Der läuft super nach der Reparatur. Also tipptopp, da ist alles dicht und alles ordentlich, kein Kühlwasserverbrauch. Super, also die Reparatur war richtig gut. Und hat ja im Verhältnis, hat zwar ein bisschen Zeit gekostet, wir waren ja nicht die schnellsten, aber ist halt mega gut geworden, ne? Das ist schon cool geworden. Was baut Dr. Horsch bei sich zu Hause? Oh, warte mal. Ein Fehler auf der Website, das gehört an dich. Fehler auf der Website? Website aufgefallen, beim UMK steht dahinter noch, genau, das habe ich aber auch schon gelesen, steht noch Atlas dahinter, genau. Das ist aber kein Atlas, sondern das ist ja ein ONK RH17, genau. Und dann, genau, das hast du genau richtig geschrieben, Kaigo. Das habe ich aber auch schon gesehen. Aber ich hatte du mir, hast es mir nicht gesagt? Ich hatte mir gedacht, da fällt wohl keiner drüber. Aber siehst du, einer fällt drüber. Und du hast es mir nicht gesagt, nee, habe ich nicht. Müssen wir nochmal anpassen. Da ist noch viel anzupassen, also was heißt viel? Da wird noch einiges auffallen. Da müssen wir noch ein bisschen was machen, aber grundsätzlich ist das Ding erstmal da. Es ist aber auch nicht so einfach, muss man dazu sagen. Also Alexander Eller, natürlich kann ich dich grüßen. Moin. Man hat ja mit einem Artikel 260 Varianten und das ist schon eine ganz schöne Menge. Bis jetzt, es kommen ja noch mehr dazu. Was macht denn Dr. Horsch? Was baut er da? Eine neue Bude. Er baut eine neue Bude. Da steht übrigens der ONK. Da wird gerade Wohnraum geschaffen. Oh, ich habe nicht richtig gedingst. Du, Gerhard, vielleicht bricht ja auch die Vorderachse durch. Ich weiß es nicht. Wir werden ja sehen, was die anderen zaubern. Aber, puh, also wenn du so viel Leistung auf so eine kleine Karre bringst, dann musst du dir auch schon ein bisschen was ausdenken und ein bisschen was reinbrutzeln und das muss ja auch stabil werden. Ne? Aber im Ursprung hatten wir ja gedacht, wir haben noch 10 Tage und dann muss die Karre fertig. So sind wir ja mal an die Sache rangegangen. Deswegen hatte ich ja gar nicht überlegt, irgendwie großartig was zu machen. Jetzt haben wir hinten raus ein bisschen mehr Zeit, aber wir haben jetzt auch 3 Wochen an diesem Rasenmäher, glaube ich, nicht mehr geschraubt. Wir hängen ganz schön hinterher wieder. Naja, aber wir haben im Moment auch viel zu tun. Ja. Tim Schneider, Solaranlage, Überlegung. Solaranlage haben wir drauf. Also wir haben auf unserer Halle, die 1 Grad außer Süd ist, eine Solaranlage komplett drauf und sind voll zufrieden. Ich bin am Überlegen, ob wir noch auf diese Halle eine Ost-West-Ausrichtung machen und dann mit Eigenverbrauch. Muss man mal sehen. Letzte Woche, Montag, 22 Uhr, glaube ich, oder so, ist der Online-Shop online gegangen. Lars, ja sicher, TÜV kannst du auch länger überziehen, aber du solltest damit nicht über die Straße fahren. Und wenn ich damit in Lohn fahre oder so, überziehe ich den TÜV nicht. Also wenn ich irgendwo hinfahre, das kannst du vergessen. Dann ist da TÜV drauf. Oh, Fehler auf der Website. Impressum, falsche E-Mail-Adresse. Timo nee. Schumacher. Nee. Das darf nicht sein. Wenn das da drin eine falsche E-Mail-Adresse steht... Ja, stimmt. Sehr gut. Falsche E-Mail-Adresse. Mach schon mal gleich einen Zettel. Das ändere ich gleich um. Ja, wir werden mal gucken, wie viel Leistung Jan in seine Karre, also wie viel er da auf die Räder bringt nachher, ne? Ja, 800er TMS Fabian ist auch ein guter Schlepper, aber ich glaube, für das, was wir immer so machen, ist der... im Verhältnis zu klein. Also wenn du den hier irgendwie an den Markt bringen willst. Und im Moment ist er auch teuer. Ne? Es ist ja im Moment egal, alles teuer. Ja, bei so einem 310er, Frank, ist eine Hydraulikpumpe nicht abwegig, dass die jault und im Arsch geht. Ne? Da gehen gerne mal die Hydraulikpumpen kaputt. Das ist bekannt. Andi, der Zylon hat sich nicht durchgesetzt. Ja, warum hat der Zylon sich eigentlich nicht durchgesetzt? Der hat sich ja schon durchgesetzt, bloß er ist halt hängen geblieben. Ne? Der war seiner Zeit schon voraus. Aber der Absatz war ja eben nicht so, weil die Kunden das noch nicht so erkannt hatten. Und die nächste Generation wäre ja eine Vario-Generation geworden. Und die wäre, glaube ich, noch besser gelaufen, weil die noch ein bisschen mehr Leistung gehabt hätte.
Das Problem ist ja, dass Akku dazu gekommen ist und die haben das Ganze ja gecancelt, weil eben nicht genug Gewinn aus der Nummer kam. Ne? Das ist das Problem. Es kam einfach noch nicht genug Geld und deswegen hat der Amerikaner gesagt, hier Zylon, stampf mal ein, mach mal was anderes, was Geld bringt und dann ist der Zylon Geschichte gewesen. Ne? Ich glaube, wenn es den Evo gegeben hätte, 200 PS, Vario, auf Zylon-Basis, quasi mit Pritsche hinten wie ein Fast-Truck, dann wäre der gegangen. Also der wäre definitiv gegangen. Ja, Flovo, genau so ist das. Ne? Die älteren Fans sind einfach zu teuer. Timo, machen wir doch gerne nochmal. Also, Tinker, soll ich dich grüßen? Ich grüße dich natürlich. Ja, Lukas, wir müssen mal gucken. Also, wenn Trecker Track wieder ist und auf Pöhl und wir Zeit haben, fahren wir darüber. Gar keine Frage. Ist ja nicht weit von uns im Verhältnis und dann bleiern wir darüber. Genau so ist das. Ein Fendt GT Vario würde man sofort kaufen. Ne? Ist ja so eine Sache. Ne? Es gab ja eigentlich viele Kunden dafür, aber es ist natürlich, da wird ja immer in Tausendern gerechnet. Wenn du nicht, keine Ahnung, 20.000 Trecker davon verkaufst, dann lohnt sich das nicht, den aufs Band zu legen. Ne? So, und dann bleibt sowas auch gerne mal auf der Strecke. Ne? Ist schade, aber ja, was willst du machen? Ja, Marvin, also wo ist er da? Ah, da ist der Hund. Also wenn ich ein 81-80 irgendwann mal irgendwo irgendwie, also ich würde ihn kaufen. Ich finde den Trecker einfach cool, der hat Charakter. Ist der Hund zu sehen? Oh, noch ein bisschen rüber. Ein Steyr 8180 wäre tatsächlich ein toller Trecker. Ja, siehst du, Jona, den Makita-Strahler, ich habe den gesehen, ne? Der ist echt groß. Cool, dass du das verlinkt hast, vielen Dank. Der ist groß, aber der hat auch ordentlich Leistung, ne? Also da war ich jetzt echt, also ich habe den gesehen, habe gedacht, könnte nicht schlecht sein. Hallo Luca K. Wir fahren alles auf grüne Nummer, Heinz Hermann. Wir fahren alles auf grüne Nummer, weil wir nur landwirtschaftliche Tätigkeiten machen. Alles, was wir machen, ist immer nur direkt für die Landwirtschaft. Deswegen fahren wir alles grüne Nummer. Hans-Georg, gute Nacht. Grüße nach Lüttitzburg. Hä? Lüttitzburg? Das aber auch echt mal ein Zungenbrecher. Dieses eine T dazwischen. Lüttitzburg wird noch gehen, aber Lüttitzburg. Traktor Fink 515 ist für uns nicht relevant, weil wir ja einen 524 haben. Alfred hat den ganz alten GT nicht mehr. Aber warte mal. Nee, genau, den ganz alten, das war ja noch einer mit Deutz-Motor, den haben sie damals verkauft und dafür kam dann der neuere. Genau, nee, den hat er nicht mehr, den ganz alten. Ja, ist so, Marvin, ne? Ist eine ganz, ganz schicke Serie, also muss man ganz ehrlich sagen. Michael Tobias hat eine Frage an dich, ne? Hast du gelesen? Ich glaube, es fällt normal aus, ne? Mhm. Also da gibt es jetzt, bis jetzt habe ich noch nichts irgendwie vernommen. Nö, bis jetzt hat noch keiner irgendwas gesagt. Außer der eine, der die falsche XL-Größe bestellt hat. Okay. Wenn du Kinder bestellst, dann kriegst du halt Kinder. Sehr schnurri. Och, wir sind schon 5 Minuten über der Zeit. Guck mal, wir grüßen erstmal nach. Grüße gehen erstmal raus nach Belgien zu Case IH 5140 Power. Belgien, Wahnsinn. Hamati, das ist ein Deutsch-Kurzer. Liebe Grüße zu Andreas in die Eifel. So, ich bin da mal wieder. Was macht ihr denn, wenn man im Wald steht über einen Anhänger? Das habe ich nicht verstanden. Ja, mit der grünen Nummer, Frank, funktioniert das ganz einfach. Wir machen hier nur landwirtschaftliche Tätigkeiten und du meldest deinen Trecker ganz normal an auf grüne Nummer.
Dann musst du einen Zettel ausfüllen und den schickst du an das Hauptzollamt deines Bezirks. Bei uns ist das jetzt Hauptzollamt Kiel, genau. Und da schicke ich einen Zettel hin, wo ich aufschreibe, was ich für Tätigkeiten mache, was für ein Fahrzeug das ist, ob ich schon andere Fahrzeuge mit grüner Nummer habe. Und dann kommt irgendwann ein Zettel zurück. Die Steuer für Ihr Fahrzeug beläuft sich auf 0 Euro. Das war's. Nee, wir haben keinen eigenen Hof. Da, wo wir jetzt gerade stehen, das ist hier unser eigener Hof. Also, wir haben 2600 Quadratmeter, ein paar Hallen und wir arbeiten nur für andere. Hallo, Ralf. Ja, so sieht's aus. So, 22.30 Uhr habe ich gesagt, machen wir. Jetzt haben wir 22.36 Uhr. Wie viele Leute sind wir denn überhaupt? Ich kann es gar nicht sehen. 1493. Siehst du, ich habe mein Bier auch aus. Mega cool, dass ihr alle da wart. Vielen, vielen Dank. Super cool, dass die Technik fast durchgehalten hat. War ja nur ganz kurz. Lieben Dank für alle, die eine Donation hier gelassen haben. Ja. Ihr seid verrückt. Vielen, vielen lieben Dank. Ja, ich denke mal... Nö, passt schon. Samstag, neuer Vlog, nicht vergessen. Sonntag Rasenmäher. Samstag kommt nämlich die Auflösung, ob ich den 29 repariert gekriegt habe oder ob ich ein Loser bin. Oder aber nochmal wiederkommen muss. genau, das kommt Samstag im Vlog und Sonntag werden wir den Rasenmäher-Vlog zeigen. Genau, da zeigen wir die erste Folge Rasenmäher. Ich denke mal, das werden wir jetzt versuchen, fast jeden Sonntag durchzuziehen. Genau. Und dann gucken wir mal, wann wir wieder mal einen Livestream machen. Irgendwann im März werden wir das ja dann machen, wie das so reinpasst. Ja, und dann, ja, hoffe ich, euch hat es gefallen. Vielen Dank für die ganzen Kommentare und Fragen. Genau, vielen Dank für die ganzen Fragen und für die Disziplin im Chat. Und also ihr seid absolut der Hammer. Das macht richtig viel Spaß. Also das ist natürlich klar, es kommt immer ein bisschen mehr und man liest und man kann auch nicht alles lesen, aber das ist total klasse. Also super cool, super vielen lieben Dank dafür. Schön, dass ihr alle dabei wart. Und dann sehen wir uns am Samstag zu einem neuen Video wieder. Und bis dahin wünschen wir euch noch einen schönen Freitag. Den müsst ihr nämlich noch überstehen, denn dann kommt erst für einige das Wochenende. Und für uns wird es morgen spannend. Aber das seht ihr erst Mittwoch im Video. Genau. Also, wir sehen uns sozusagen indirekt Samstag. Bis dahin, vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss. Stream beenden. Oh, ich war gar nicht draufdrücken. 1, 2. Tschüss. 3.